Herzlich willkommen zu unserem Cybersicherheits-Web-Talk Digitale und sichere Identitäten hier in München bei G&D. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass wir hier an diesem Ort und zu diesem Anlass den European Months of Cybersecurity starten können und dass Sie hier alle bei uns sind. Sie hier im Raum, für diejenigen, die uns an den Bildschirmen zugucken, hier sind ungefähr 50 Personen im Raum, natürlich im gehörigen Abstand, wie sich das gehört. Und wir planen durchaus 350 Teilnehmer online. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und mein Dank gilt auch an Herrn Wintergerst, der Beiratsvorsitzende der Allianz für Cybersicherheit ist. Und ich freue mich noch mehr, dass nicht nur Herr Wintergerst hier ist, er wird uns auch gleich begrüßen, sondern dass auch viele Beiräte hier vor Ort sind und uns unterstützen und Flagge zeigen für die Allianz für Cybersicherheit, für mehr Sicherheit in der digitalen Welt. Und wo kann man das noch besser als hier? Vor einem Jahr haben wir die erste hybride Veranstaltung gestartet in der Corona-Krise. Das haben wir noch in Bonn gemacht und das war ein Erfolg. Von den Teilnehmern her, von dem Feedback, das wir bekommen haben als Allianz für Cybersicherheit, haben wir uns sehr gefreut, dass wir dieses neue Format auch so nutzen können. Und heute, ein Jahr später, ist es für uns doch an vielen Stellen Normalität geworden, dass wir uns auf diese Art und Weise weiterbilden können. Cybersicherheit durch digitale Identitäten. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, weil ich persönlich glaube, dass wenn wir Cybersicherheit machen wollen, wir ganz oft sehr genau gucken, was passiert dort, was ist in den Paketen drin, aber wir könnten noch mehr Cybersicherheit erreichen, wenn wir uns vielleicht noch mehr genauer anschauen, wer kommuniziert da mit wem. Ich denke, da ist ein Riesenpotenzial. Ich denke, wir haben ganz fantastische Personen heute hier, die mit uns spannende Themen bearbeiten werden. Ich darf Ihnen vielleicht nur Ausblick geben, auch auf zwei tolle Podiumsdiskussionen. Und in der Mitte haben wir auch noch ein Cyber Security Poetry Slam. Vielleicht mal auch für Sie alle eine neue Art, sich begeistert mit dem Thema Cybersicherheit auseinanderzusetzen. Und ich freue mich, wie wir heute Cybersicherheit durch digitale Identitäten gestalten können. Ich bin sicher, das gibt einen spannenden Tag und ich bitte Herrn Ralf Wintergerst zu mir zu kommen. Herr Wintergerst, the floor is yours. Vielen Dank, Herr Becker. Ja, schön, Sie hier live vor Ort begrüßen zu können. Ist ja schon fast außergewöhnlich, dass man sich so freut, Menschen wieder zu sehen. Die Halle, in der Sie hier sitzen, ist normalerweise mit, wenn wir größere Veranstaltungen haben, 400 Personen besetzt. Jetzt sind wir hier vielleicht 50. Aber ich möchte natürlich auch Sie im digitalen Raum begrüßen. Schön, dass Sie auch dabei sind. Es wäre noch schöner, wenn Sie mal wieder alle hier wären, wenn wir alle zusammenkommen könnten. Aber ich glaube, wir nehmen das auch ein wenig als Vorteil, weil die Anzahl der Menschen, die wir erreichen können über solche Formate, kann natürlich dramatisch steigen. Und das Thema, was wir haben, ehrlich gesagt, verdient es ja auch, mehr als 50 Personen in diesem Raum zu haben und immerhin auch noch mal eine erhebliche Anzahl im digitalen Raum. Und damit freue ich mich, Sie hier auch bei G&D begrüßen zu können. Ich habe ja sozusagen eine kleine Doppelfunktion heute. Eigentlich leite ich dieses Unternehmen hier. Hier ist mein Zuhause, also ich bin der Host und gleichzeitig bin ich der Vorsitzende der Allianz für Cybersicherheit. Eine Sache, die ich ehrlich gesagt aus Herzen mache, weil die Sache, die die Allianz für Cybersicherheit vorantreibt, nämlich die Aufklärung für Sicherheit im digitalen Raum, ist etwas, was wir, glaube ich, nicht stark genug betonen können und wo wir alle gemeinsam immer mehr Aufklärung betreiben müssen. Denn mit dem technologischen Wettlauf kommen natürlich Dinge hoch, die nicht nur die tollen Seiten der Digitalisierung und des technologischen Wettlaufs vorbringen, sondern auch die Schattenseiten. Und genau an diesem Punkt, sehr verehrte Damen und Herren, würde ich gerne einen kleinen Bogen spannen, einen kleinen Rahmen setzen für diese Veranstaltung. Ich würde gerne drei Punkte kurz ansprechen. Der erste Punkt ist, was passiert eigentlich gerade weltweit mit den Ausgaben und den Investitionen für Technologie und Innovation? Denn was wir schon beobachten können, Corona hat das Investitionsverhalten
im technologischen Wettlauf nicht gestoppt. Aber es gibt deutliche Veränderungen. Und wir müssen uns fragen, was bedeutet das eigentlich für uns? Der zweite Punkt ist, und den müssen wir uns dann fragen, sind wir eigentlich vorbereitet auf das, was da kommt? Und je nachdem, wie die Antwort auf die zweite Frage ausfällt, ist die Frage, was tun wir jetzt eigentlich? Und das wäre auch, glaube ich, der schöne große Bogen um das Thema sichere digitale Identitäten. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was gerade passiert. Wir haben dieses Jahr ein bisschen eine Gezeitenwende. Erstmalig seit Dekaden liegt China vor den Vereinigten Staaten mit den Ausgaben für Technologie und Innovation. Das ist schon eine Gezeitenwende. Denn wenn Sie sich alle mal zurückerinnern, wo China 1978 gestanden hat, mit der Übernahme Deng Xiaopings 2 Jahre nach dem Tod Maos, China war nirgendwo, hat keine Technologie gehabt, war ganz unten und hat sich innerhalb dieser 4 Dekaden an die weltweite Nummer 1 gesetzt, erstmalig dieses Jahr. Und nach wie vor ist und bleibt die USA, die Vereinigten Staaten, ein Treiber für Innovation und Technologie. Und das ist ein bisschen ungewohntes Bild, aber nur an Nummer 2. Deutschland steht an Nummer 4 mit 130 nach Japan. Deutschland hat auch in der Corona-Zeit mehr für Investitionen in Technologie und Innovation ausgegeben, was ein gutes Zeichen ist. Europa kommt summa summarum ungefähr auf 500 Millionen Euro Ausgaben. Schon mal ein Grund, warum Europa mehr zusammenhalten muss und auch mehr Kooperation braucht, damit wir überhaupt relevant sind in diesem weltweiten Spiel. Aber man sieht auch, dass die Top 10, die sind jetzt hier nicht aufgelistet, ungefähr 80% der weltweiten Ausgaben für Technologie und Innovation machen. Das heißt, viele Länder sind in diesem Sinne so auch etwas wie digitale Kolonien. Und damit müssen wir natürlich sorgsam umgehen. Aber man muss jetzt auch mal sehen, die Verhältnisse, die wir in Deutschland haben. Wir machen so 5-6% des weltweiten Technologie- und Innovationsaufkommens an. Wir müssen selber gucken, dass wir keine digitale Kolonie werden und genügend viel investieren und genügend viel kooperieren in diesem Feld. Und zwar mit den richtigen Partnern, denn sonst kriegen wir das Thema auch nicht nach vorne. Aber dieses Bild ist ein wenig symbolisch, dass der technologische Wettlauf und viel dieses Geldes geht ja auch in Internet, Software, Elektronik, natürlich auch in Biotechnologie, ja, das umfasst ja alle Technologien, die hier aufgeführt sind. Aber das müssen wir uns vor Augen halten, in dem, wie wir eigentlich weiter vorwärts gehen. Denn dieser technologische Wettlauf hat natürlich so einen Nebeneffekt und der ist echt toll, nämlich das, was man machen kann. Denn je mehr Dinge vernetzt sind, umso mehr braucht es natürlich Computerinfrastruktur. Das heißt, die Cloudifizierung geht ja in alle Lebensbereiche. Unternehmen, der Staat, die Behörden, aber auch der private Lebensbereich. Wer nutzt nicht irgendwo eine Cloud für seine ganzen Bilder, die er hat, ja, für seine ganzen Zugänge zum Internet? Und wenn wir Cloudifizierung haben, geht das natürlich weiter, denn die Anzahl der vernetzten Dinge, je nachdem, welche Statistik Sie sich gerade anschauen, ist ja im hohen Milliardenbereich mittlerweile. Manchmal, einige sprechen von 30 Milliarden, es geht auf 75 Milliarden und die Zahlen gehen aber immer weiter hoch, weil jedes Telefon ist heute mit dem Netz verknüpft, aber jedes Auto auch, jeder Rauchmelder, Computer im Hause. Ja, und diese Vernetzung geht weiter. Diese Vernetzung braucht natürlich, produziert Daten, dadurch kommt die künstliche Intelligenz vorwärts, wir müssen etwas aus den Daten machen. Die vielen Daten brauchen stärkere Computerinfrastruktur, das treibt Quantum Computing. Und wenn wir unsere Geopolitik anschauen, dann führt das ein bisschen zu einem Umkehrpunkt. Wir sehen die Balkanisierung des Internets nach wie vor vorantreiben durch die unterschiedlichen Interessenslagen, die wir geopolitisch haben. Also sind ein paar Punkte, die massiv Technologie vorantreiben und es sind ein paar Punkte, die quasi sich ein wenig gegeneinander im Wettbewerb stehen. So, wenn das die Situation ist, in der wir heute stehen, was heißt denn das jetzt eigentlich für uns? Auch mit den Ausgaben und den Mitteln, die wir haben, die ja nicht klein sind, die sind ja groß, das ist ja viel, was wir haben. Dann müssen wir auch die Schattenseiten anschauen. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Und wir sehen ja ganz eindeutig, dass sich die Vektoren hier auch ändern. Es differenziert sich immer weiter aus. Vor 10 Jahren, in 2010, haben wir andere Themen gehabt. Da haben wir vielleicht etwas mehr über Trojaner geredet. Wenn wir uns den Schaden für Ransomware anschauen, dann ist der mittlerweile erheblich. Natürlich sind die Zahlen nicht immer so ganz leicht erhebbar, aber es sind die besten Schätzungen, die dort sind. Schaden für deutsche Unternehmen im hohen Milliardenbereich. Im hohen Milliardenbereich. Und es betrifft ja nicht nur Unternehmen, es betrifft auch Personen. Es betrifft organisierte Attacken auf Staaten. Und diese Breite fordert natürlich von uns auch ein gutes Überlegen, was machen wir eigentlich?
Und die Antwort darauf kann doch nur sein, dass wir auf der einen Seite Cybersicherheit nicht als ein Hemmschuh sehen, sondern im Kern, wenn wir über Schutz, Sicherheit und Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft sprechen, ist es doch eine Voraussetzung für Wachstum und nicht ein Hemmschuh für Wachstum. Denn die Zahlen vorher, wenn Sie sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dieser riesige Schaden, der nimmt uns ja das Geld zu investieren. Stellen Sie sich vor, diese 220 Milliarden wären nicht da und wir würden in Technologie und Innovation investieren. Das wäre eigentlich der bessere Punkt. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir gedanklich ansetzen, dass das, was wir auch heute hier besprechen, was auch ein Ökosystem für digitale Identitäten und digitale Sicherheit bedeutet, eine Voraussetzung ist für weitere Digitalisierung. Denn Sie hören ja nachher auf einem Panel etwas über sichere digitale Identitäten. Ich glaube, ein fehlendes Ökosystem dafür ist der größte Hemmschuh für Digitalisierung überhaupt. Denn wenn wir uns nicht sicher in das Internet einwählen können, in allen Applikationen, ob das jetzt Medizin ist oder das Bankkonto, das braucht höhere Durchgängigkeit und dann haben wir wieder Wachstum. Aber es braucht eben halt auch Sicherheit. Und Sicherheit braucht verschiedene Punkte, um sie überhaupt vorwärts zu treiben. Und ein Punkt ist, meine These ist, dass wir nicht genügend in die Sicherheitsinfrastrukturen unserer Unternehmen, aber auch privat und auch unserer Behörden investieren. Denn das Wachstum in Technologie und Innovation gleicht nicht, und ich weiß, dass ich da auf unsicherer Datenbasis bin, nicht dem Wachstum für IT-Sicherheit in Unternehmen oder auch privat. Das ist ein Mismatch. Ja, wir wachsen schneller bei Technologie und Innovation und wir ziehen IT-Sicherheit nicht nach. Und das führt zu diesen Zahlen, die Sie vorher gesehen haben. Denn die Attacken werden nicht weniger werden, die werden eher steigen, die werden eher komplizierter, eher professioneller werden. Das heißt, wir müssen irgendwo nachziehen. Der zweite Punkt ist natürlich, je komplexer das Ganze wird, je mehr IoT wir haben, umso mehr müssen wir natürlich dieses gesamte Ökosystem verstehen und gucken, wie wir in diesem Ökosystem Kooperationspunkte schaffen. Und diejenigen, die im inneren Zirkel sind von Cybersicherheit, ich zähle Sie jetzt mal alle dazu, denn wir sind ja sozusagen alle Mitstreiter der gleichen Sache. Sie sind Mitglieder in der Allianz für Cybersicherheit oder im Münchner Sicherheitswerk oder in anderen Netzwerken. Als Netzwerker und Mitstreiter müssen wir das Wort teilen. Wir müssen die Informationen teilen, wir müssen die Awareness hochbringen. Übrigens deswegen, glaube ich, ist auch die Allianz für Cybersicherheit mit seiner Mitgliederzahl stets steigend. Wir sind jetzt die größte Allianz, die wir haben in Europa für Cybersicherheit und für Aufklärung. Und das zeigt ja, dass da auch ein Bedarf ist. Und diesen Bedarf müssen wir weiter stärken. Deswegen ist unser Job, den wir hier tun, wichtig. Deswegen müssen wir natürlich hier zukünftig wieder 400 Leute haben und im Netz dann 4000 Leute haben, damit wir einfach dieses Wort weiter teilen können. Und es bleibt wichtig, dass wir da weiter voranschreiben. Und damit müssen wir aber auch, sagen wir, vielleicht ein wenig konkreter werden, weil das Aufrufen hilft ja nicht. Ich weiß, dass dann immer schnell geschrieben wird, man fordert etwas. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich eine Forderung im Raum, die heißt, dass wir natürlich genügend gut investieren müssen in Technologie und Innovation, um in Märkten und Produkten mitzuhalten als Unternehmen, um die digitale Infrastruktur für ein Land richtig zu bauen aus Sicht der Behörden. Wir müssen diese Kooperation fördern, aber wir müssen auch das Level an Investitionen in den Schutz und in die Sicherheit und in das Vertrauen unserer digitalen Infrastruktur steigern. Und ein ganz konkreter Vorschlag, den wir mit der Allianz für Cybersicherheit machen. Ich spreche jetzt hier auch mal explizit für den Kollegen Schönbohm aus dem Beirat der Allianz für Cybersicherheit. Wir haben formuliert, dass 10, 15 bis 20% ein adäquates Level wäre an Ausgaben für die IT-Sicherheit in Unternehmen. Jetzt muss ich hier ein bisschen meinen Kollegen Thorsten Delbrück anschauen. Ja? Also wir sind Kollegen bei G&D, der Thorsten ist CISO bei Giesecke und Devrient. Wir haben da öfter Diskussionen drüber. Ich kenne das ja nun aus eigener Erfahrung als CEO eines Unternehmens. Welche Diskussionen man hat um IT-Budgets, um die Digitalisierung in Unternehmen, wie viel man für IT-Sicherheit ausgibt, wo die Prioritäten sind, wann was wie runterfällt. Und mittlerweile, glaube ich, haben wir es geschafft, einen Schutzzaun drum zu ziehen. Einen Schutzzaun um die Investitionen für IT-Sicherheit. Denn es ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man sich selber als IT-Sicherheitsunternehmen proklamiert und dann nichts tut. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Ja? Und da wir ja auch einige Produkte selbst haben im Haus, ist natürlich der nächste Punkt,
ist man denn das eigene, was man zum Markt herausbringt? Ja? Also implementiert man alle die Schutzmechanismen, die man zu seinen Kunden bringt? Ist ja auch immer ein guter Test, dann weiß man zumindest auch, worüber man redet. Und ich glaube, wir machen da ganz gute Fortschritte. Das ist immer kein Selbstläufer. Deswegen weiß ich schon, wie schwer das ist, IT-Sicherheitsbudgets hochzuheben. Also ich sage es mal so, als sozusagen Live-Zeuge dieser ganzen Geschichte. Aber das wäre im Kern ein konkreter Ansatz, den ich Ihnen allen mitgeben möchte. Sie haben ja auch die Aufgabe, dieses Wort zu teilen mit Ihren Kunden, mit Ihren Partnern, in Ihren Organisationen oder Behörden, um eben einen Fortschritt zu machen in einer sicheren Infrastruktur. Und im Kern geht es ja nicht nur um uns, es geht um Schutz, um Sicherheit und um Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wir tragen bitte dazu bei. Und an dem Punkt würde ich gerne schließen. Jetzt schaue ich, wo der Herr Becker ist. Lieber Herr Becker, ich gebe zurück an Sie. Ich lege jetzt mal eben den Drücker zurück, falls jemand noch weitere Folien hat, dass das dann irgendwie gut läuft. Jetzt rutscht er mir hier runter. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Wintergerst. Beeindruckend die Vor- und Nachteile der Vernetzung und es freut mich natürlich. Wir reden immer über Cybersicherheit und auch über die unangenehmen Dinge, aber ich weiß von Ihnen und ich ticke genauso. Ich gucke viel lieber auf die tollen Möglichkeiten und das, was wir alles in Zukunft machen können. Ich glaube, dass wir damit viel Spaß haben werden. Und Sie haben die Internationalität angesprochen und der nächste Redner steht für Internationalität. Es ist Timothy E. Liston, der Generalkonsul der USA hier in München. Und ich darf über ihn sagen, dass er auch schon mal ein paar Jahre in Wien war. Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig international an, aber er war auch 4 Jahre in der Boomtown Südostasiens in Ho Chi Minh Stadt. Mr. Liston, the floor is yours. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ich weiß auch, dass Sie gut Deutsch sprechen, nicht nur, weil Sie schon eine Weile in Österreich waren. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre, an den heutigen Veranstaltungen teilzunehmen und ein Grußwort vor dieser Expertenrunde zu halten. Vielen Dank, Herr Wintergerst, Herr Schönbohm, Sie sind in the virtual world heute Morgen, habe ich gehört, und Herr Möhring, dass Sie mich zu diesem wichtigen Event eingeladen haben. Mein Name, also wie gesagt, ist Timothy Liston und ich habe erst vor kurzem meinen Dienst als Generalkonsul in den Vereinigten Staaten von Amerika in US-Generalkonsulat in München angetreten. Ich freue mich sehr, dass ich in den nächsten 3 Jahren die transatlantische Beziehung in Bayern, dem wirtschaftlichen Powerhouse Deutschlands, aktiv fördern, mitgestalten kann. Es gibt natürlich sehr viele Themen, die in diesen Tagen besonders relevant und herausfordernd sind. Diese reichen zum Beispiel von Klimaschutz und der Energiepolitik bis zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik und das Thema natürlich, was wir heute darüber reden, Cybersicherheit und der Schutz von digitaler Identität und das es bei den heutigen Veranstaltungen geht, es ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Sicherheitspolitik. Sie haben das Datum der Veranstaltung sicherlich nicht ganz zufällig gewählt. Den Oktober ist Cyber Security Awareness Month. Und das Thema ist auch besonders für die nationale, die wirtschaftliche Sicherheit der Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung. Das Weiße Haus hat deutlich gemacht, dass jüngste aufsehenerregende Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit zeigen, dass sowohl öffentliche als auch private Einrichtungen zunehmend mit ausgeklügelten, bösartigen Cyberaktivitäten konfrontiert sind. Schauen wir, ob das bleibt.
Cybersicherheit, Gefahren und Angriffe beeinträchtigen Unternehmen jede große, kleine und Großstädte in alle Teilen der Vereinigten Staaten, sind auch für die Bürger unseres Landes sehr kostspielig. Was die Problematik noch verschärft ist, dass fast 500.000 öffentliche und private Cybersecurity-Jobs derzeit unbesetzt sind. Wie eine kürzliche vor den digitalen Industrievereinigung Bitkom in Auftrag gegebene Studie deutlich macht, beeinträchtigen Cybervorfälle auch deutsche Unternehmen sehr. Die Studie beziffert die Kosten der Cyberangriffe für deutsche Unternehmen auf rund 226 Milliarden Euro in 2020 und 2021 alleine. Unsere Märkte und Wirtschaft, wie auch die nationale Sicherheit auf beiden Seiten des Atlantik, sind eng miteinander verbunden. Und daher ist es dringend erforderlich, dass wir gegen diese Gefahren gemeinsam vorgehen und eng zusammenarbeiten. Es geht nicht nur um die Schutz, gesteigende Eigentumsseiten der Unternehmen, sondern wie erwähnt auch um die Sicherheit von Staaten und Gesellschaften, die täglich Gefahr laufen, von sogenannten Adversaries angegriffen zu werden. Das Schaffen von Vertrauen zwischen unseren beiden Ländern, gerade in diesem sensiblen Bereich sowie wirtschaftliche und staatliche Kooperationen, sind eine Notwendigkeit, um nicht nur Angriffe abzuwehren, sondern um im Kampf gegen diese Gefahren möglichst aus dem Schritt voraus zu sein. Die COVID-19-Pandemie lehrt uns, wie schnell sich Umstände ändern und neue Herausforderungen auf unsere zukommen können. Dabei wird deutlich, wie essentiell es ist, von jetzt auf gleich auf eine solche Situation reagieren zu können. Das war für alle Unternehmen sowie auch staatliche Entscheidungsträger und Einrichtungen eine unglaubliche Herausforderung. Diese so kurzfristige Entwicklung eines gemeinsamen Impfstoffes zwischen dem deutschen Pharmaunternehmen BioNTech und dem US-Konzern Pfizer zeigt uns aber, dass Kooperation und gemeinsame Vorgehen schneller zum Ziel führen können. Ich mag immer sagen, dass die transatlantische Beziehung fließt in unsere Venen, in unser Blut jeden Tag mit diesem Impfstoff. Es sind Veranstaltungen wie diese, in denen sich Experten aus Industrie, Akademie und Regierungen über die notwendigen Schritte austauschen, um gemeinsam zur Strategie zur Bewältigung dieser riesigen Herausforderung unserer Zeit zu arbeiten. Es ist wichtig, dass friendly countries wie unsere beiden Staaten in dem Vorhaben kooperieren, denn One Solution Fits All ist immer Zeitalter der globalen Zusammenarbeit und die wirtschaftlichen Verflechtungen nicht mehr möglich. München hat mit der Münchner Sicherheitskonferenz ohnehin seit Jahren eine Vorreiterrolle und ich weiß, dass dem Thema Cybersecurity seit eigenen Jahren dort zunehmend mehr Raum gegeben wird. Diese Pandemie hat in 2021 keine Anlageveranstaltung erlaubt, aber ich freue mich schon jetzt auf die Konferenz im kommenden Jahr, wo sich internationale Experten über allgemeine Sicherheitsrahmen und über Cybersicherheit austauschen werden. Denn es gilt, gemeinsame Werte in die Sicherheit unserer Länder zu erhalten und zu verteidigen. Wie wir alle wissen, geht es auch im Cyberbereich nicht mehr als um die Diebstahl von sensiblen Daten, sondern auch buchstäblich um das Leben von Menschen. Natürlich bedeutet die MSC immer einen Ausnahmezustand in meinem Haus, wie die Vorbereitung der Delegationen aus den USA anbelangt. Ich kann noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen, natürlich, aber glücklicherweise habe ich gehört, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dies in den vergangenen Jahren immer mit Bravour gemeistert haben. Ich möchte auch betonen,
dass aufgrund der außerordentlichen Bedeutung des Themas Cybersecurity Präsident Biden bereits im Sommer dieses Jahr eine Executive Order on Cybersecurity erlassen hat. Der Präsident versammelt dafür führende Industrievertreter, um die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Industrie zur Verbesserung der Cybersicherheit zu fördern. Ich weiß, dass das natürlich auch im Deutschen so gehandhabt wird. Es sind allerdings nicht nur Ausnahmeveranstaltungen wie die MSC, auf der die USA eine wichtige Rolle spielen. Wir beteiligen uns auch aktiv an Messen wie der ITSA in Nürnberg, auf der zahlreiche US-Unternehmen ihre Lösung anbieten und nach Kooperationspartner suchen. Leider können aufgrund der COVID-19-Situation 2021 nur ein Bruchteil des US-Unternehmens dort ausstellen, aber ich bin davon überzeugt, dass sich das nach Überwindung der Pandemie wieder ändern wird. Zu wichtig sind die Beziehungen und der Wissensaustausch zwischen unseren Ländern. In der Vergangenheit haben auch einige der US-Aussteller der Veranstaltung von Invest in Bavaria genutzt, um sich diese Vorteile einer eigenen Niederlassung in Bayern zu informieren. Ich arbeite bei diesem Programm auch sehr eng mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem US-Handelsministerium zusammen, dem US Commercial Service, der Handel Investitionen fördern. Vielleicht haben so manche von Ihnen in den letzten Monaten hart und in den strengen Reisenauflagen der Vereinigten Staaten gelitten, die aufgrund der Pandemie ergriffen werden müssten. Deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle nach versichern, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mission Germany alles daran gesetzt haben, auch weiterhin tun, um die sogenannte NIEs oder National Interest Exceptions, also die für die Einreise derzeit benötigten Sondergenehmigungen unter Hochdruck zu bearbeiten. Ich bin wirklich hoch erfreut, dass die Einreise für Geimpfte voraussichtlich ab November wieder möglich sein wird. Genaueres kann ich Ihnen leider dazu an dieser Stelle leider noch nicht mitteilen. Sollte Sie jedoch Fragen hinsichtlich Investitionen in den Vereinigten Staaten haben, dann zögern Sie bitte nicht, unsere Experten für das Programm Select USA zu kontaktieren. Außerdem sind wir auch ein Partner bei der Organisation des Deutsch-Amerikanischen Datenschutztages, der von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft jährlich veranstaltet wird. In den vergangenen Jahren war es stets der zuständige US-Staatssekretär aus dem Department of Commerce in München vor Ort, was auf die Bedeutung hinweist, die meine Regierung die bilateralen Zusammenarbeiten in diesen Themen beimisst. Ich bin mir sicher, dass wir auch in diesem Jahr wieder hochrangige Expertise aus Washington gewinnen werden, wenn auch vielleicht nur virtuell. Ich möchte mit meinem Grußwort nicht zu viel beanspruchen, sondern wollte nur ein paar Beispiele erwähnen, um den hohen Stellenwert des Themas Cybersicherheit für meine Regierung zu unterstreichen. Ich freue mich auf die weiteren gute Zusammenarbeit, wünsche Ihnen für heute erfolgreiche, interessante Gespräche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ganz, ganz vielen Dank, Herr Generalkonsul. Es ist wirklich toll zu hören, wie Sie zum Beispiel anhand des Impfstoffes BioNTech hier in Deutschland und Pfizer in Amerika unsere Zusammenarbeit beschreiben. Hat auch was mit Sicherheit zu tun, aber auch mit digitaler Sicherheit. Ganz toll, ganz vielen Dank dafür. Ja, wir können ja sehen, wie Menschen zusammengebracht werden. Also jenseits der beiden Seiten des Atlantiks und das ist genau das Stichwort, das mich auch für unsere nächste Keynote-Speakerin ganz besonders freut. Ich glaube, sie ist eine Frau, die dafür steht, Menschen zusammenzubringen. Sie ist nicht nur
der Chief Security Officer von Siemens und sie ist Chefin von mehr als 1500 Cybersecurity-Spezialisten. Ich überlege gerade, wie groß ist das BSI? Etwas kleiner. Aber sie ist auch Chief Diversity Officer. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Zusammenhang. Und ich glaube, sie steht dafür, dass sie sagt, we are all connected. Das haben wir auch von Herrn Wintergerst gehört. Das nimmt immer mehr zu. Aber sie sagt auch als Chief Security Officer, we are all exposed. Freuen wir uns auf Frau Nathalie Oropesa. The floor is yours. Vielen Dank und guten Morgen. Heute sprechen wir über die Bedrohungslage in der digitalen Welt. Diese Bedrohungslage verändert sich ständig und verlangt von uns alle, dass wir uns adaptieren und dass wir uns weiterentwickeln. Und das ist sehr ähnlich als die zwei Tiere, die zwei Kreaturen, die kommen von meinem Home-Kontinent, das ist Nordamerika. Und das ist eine Schlange und das ist eine Newt. Weiß ich nicht, was das ist auf Deutsch. Ich, wegen Diversitätsgründen, ich nenne die Schlange er und die Newt sie. Und die Schlange, der macht die Newt zu essen. Aber sie macht das gar nicht. Und deswegen mit den Jahren, die Newt hat ein Toxin entwickelt in die Haut. Und dann mit den Jahren, die Schlange hat Immunität entwickelt gegen das Toxin. Und dann mit den weiteren Jahren, die Newt entwickelt weitere Toxin, um sich zu verteidigen. Und die Schlange entwickelt weitere Immunität gegen diese Toxin. Und das ist genau dasselbe in Cybersecurity. Wir müssen uns ständig adaptieren. Und damit wir uns adaptieren können und damit wir uns verteidigen können, wir müssen zuerst sehen. Denn wir können uns nicht schützen und nicht verteidigen, wenn wir nicht sehen können. Und in Siemens haben wir viel mehr Visibilität gewonnen. Und um das zu erläutern, möchte ich heute über Kaffee sprechen. Ich spreche über Kaffee, weil sicherlich viele von Ihnen trinken Kaffee jeden Morgen und viele von Ihnen nutzen auch eine Nespresso-Maschine, um die Kaffee zu vorbereiten. Die Nespresso braucht 23 Sekunden, um einen Kaffee zu machen. Und in diese 23 Sekunden, wir in Siemens haben wir 1,2 Millionen Events gesammelt und analysiert. Das bedeutet 4-7 Milliarden Events und das bedeutet im Jahr 1,7 Trillionen Events. Und diese Sichtbarkeit, diese Visibilität erlaubt uns zu schützen, erlaubt uns, die Angriffe rechtzeitig zu gucken und uns zu verteidigen. Aber wie ich früher gesagt habe, die Bedrohungslage ändert sich ständig. Und diese Pandemie, die wir gehabt haben, Covid-19, war natürlich ein gutes Beispiel. Was ist denn passiert mit Covid-19? Es sieht für mich so aus, als ob wir alle waren sicher in die Mauern von einer mittelalterlichen Stadt. Wir alle waren drin und dann Covid ist stattgefunden und wir waren alle gezwungen, in die Wilde zu laufen und zu arbeiten. Und das, was wir früher getraut haben, weil war innerhalb von den Mauern von der Stadt, war nicht mehr sicher. Da können wir kein Vertrauen mehr haben. Zusätzlich dazu, natürlich Covid-19 hat Vorteile gehabt, weil der hat die Geschwindigkeit von Digitalisierung beschleunigt, ganz besonders in die Fabriken, in die OT-Umgebungen. Und dadurch erhöht sich die Konnektivität, erhöht sich die Nutzung von Software und das macht unsere Attack-Surface größer und größer.
Das hat Konsequenzen. Und bei Siemens haben wir gesehen, 85% Increase in die Phishing Attacks. Und hier komme ich nochmal zu dem Thema, wir müssen die Schutz adaptieren. Und das ist genau, was wir jetzt machen. Und wir machen das durch Konzepte wie Zero Trust. So, ich habe es gesagt, wir sind nicht mehr innerhalb von Mauern, Walls. Die Walls haben wir Firewalls genannt, die sind immer noch da, aber das nutzt uns nicht mehr, um uns zu schützen. Und deswegen müssen wir uns anders schützen und wir müssen unsere Infrastruktur anders schützen. Und hier kommt die Konzepte und die Architektur von Zero Trust. Und das ist genau, was wir machen. Zero Trust, Never Trust, Always Verify. Und ich sage, es ist sehr ähnlich als das, was wir jetzt in die Flughafen machen. Ich sage meinen Reisepass, meine Identität, dass ich Natalia Oropeza bin. Und zusätzlich dazu zeige ich auch, dass ich gesund bin. Sage ich ein Proof, dass ich geimpft bin. Ähnlich hier, wir müssen verifizieren, wir müssen bestätigen die Identität von den Personen, die unsere Daten erreichen wollen. Und wir müssen auch die Gesundheit von den Geräten, von den Devices, die Daten zugreifen wollen. Und mit das zusammen, dann können wir entscheiden, ob wir Zugriff erlauben, ja oder nein. Und das ist die Access Control. Das sind die drei Fundamente von Zero Trust. Und das ist genau, wo wir uns beschäftigen jetzt in Siemens, in unsere Infrastruktur. Und hier ist mir wichtig zu sagen, nicht nur in die IT-Infrastruktur, sondern auch in die OT, in die Fabriken, aber auch in unsere Produkte. So, die Kosmos von Siemens ist komplex. 317.000 Mitarbeiter, 240 Werke überall in der Welt. Nur ein erfolgreicher Angriff würde fatale Konsequenzen für uns haben und nicht nur für uns als Unternehmen, sondern für unsere Kunden auch. Deswegen haben wir dieses Holistic-Approach gemacht, um uns zu schützen und unsere Kunden zu schützen. Und das Holistic bedeutet nicht nur die Infrastruktur betrachten, sondern auch die Umgebung, auch die Produkte und natürlich das Gemisch mit Domain-Know-how, denn wir können nur schützen, wenn wir die Umgebung gut kennen. Und deswegen ist uns wichtig, dieses Holistic-Perspektiv zu haben. Einige von den Angriffen sind erfolgreich, jawohl. Und ich möchte auf dieser Stelle irgendwas Persönliches teilen. Vor ein paar Jahren, mein Haus hier in Deutschland wurde geräumt. Und dann, als die Polizei gekommen ist, ich habe es gefragt, warum mein Haus? Ich wohne hier mit anderen. Und die haben mir gesagt, weil ihr Haus hat visible less security als die anderen. Visible less security. Und das hat eine Opportunity für die Attackers gegeben. Und das ist genau das Thema hier. Wir müssen vermeiden, solche Opportunities an die Attackers zu geben. Opportunity heißt ein Internet-facing Server ohne die Sicherheitsmaßnahmen. Opportunität heißt, nicht die richtige Passwort zu nutzen. Opportunität heißt, keine Patches. Opportunität heißt, alte Infrastruktur. Das ist die Opportunität, die wir vermeiden wollen. Ich habe es gesagt, die IT-Infrastruktur ist nicht nur die IT-Infrastruktur ist wichtig, sondern auch die OT, aber auch die Produkte, die wir an unsere Kunden liefern. Und deswegen ist mir Security by Default so wichtig. Und immer, dass ich Security by Default erläutere, denke ich und erzähle über die Koffer, die wir alle kaufen, zu reisen. Jetzt weniger, aber wir werden wieder Koffer kaufen.
Und die haben normalerweise so ein Schloss und die Schloss hat eine Kombination und diese Kombination ist preset früher. 00004999. Und es gibt immer Anweisungen, wie wir das ändern können, aber ich sage, nicht viele von uns ändern wir das. Und das ist genau das Gegenteil von Security by Default. Das ist unsicher by Default. Und was wir jetzt in unseren Produkten machen, zusammen mit den Partners von Charter of Trust, darüber spreche ich später, ist, wir stellen sicher, dass unsere Produkte haben von Anfang an per Default die richtigen Settings, damit die sicher operieren und funktionieren können. Und damit haben wir wirklich einen guten Vorschritt in Richtung Sicherheit gemacht. Mit den ganzen Maßnahmen, die ich erläutert habe, Zero Trust und jetzt Security by Default, was wir am Ende des Tages machen, ist, wir erhöhen die Vertrauen in diese digitale Welt. Glauben Sie mir, ich verstehe meinen Job in Siemens, ich muss Siemens fähig machen, mehr Risiko zu übernehmen, weil wir müssen in diese digitalen Technologien Vertrauen haben, denn diese digitalen Technologien erlauben uns, die vielen Probleme von der Welt zu lösen. Einer davon, Global Warming. So, das schafft Vertrauen. Und zusätzlich dazu, keiner von uns, kein Unternehmen muss und soll die Cybersecurity alleine machen. Wir haben keine Zeit, die Räder wieder und wieder zu erfinden. Wir müssen das nutzen, was da vorhanden ist. Warum? Weil wir müssen schnell sein. Die Attacker sind sehr schnell. Die haben viele Ressourcen, viel Geld und entwickeln sie sehr, sehr, sehr schnell. So, deswegen bin ich besonders stolz, dass wir mit anderen 16 Unternehmen das Charter of Trust gegründet haben und dass wir Mitglied von der Cyber Security Alliance sind, weil wir brauchen uns alle. Wir müssen kooperieren, wir müssen co-kreieren. Und in Charter of Trust, wir haben uns 10 Prinzipien gegeben. Hier können wir die Unternehmen sehen, die kooperieren. Und wir haben uns 10 Prinzipien gegeben, unter anderem auch Security by Default. Und wir haben uns schon abgestimmt, welche Settings werden von uns alle pre-configured sein in unseren Produkten. Wir haben uns auch Themen gesehen oder gearbeitet wie Security in the Supply Chain. So, wir haben uns auch abgestimmt, in was sind unsere Anforderungen gegenüber unseren Providers, damit wir die Sicherheit in unseren Unternehmen, in unseren Produkten gewährleisten können. So, sehr stolz auf Charter of Trust, unsere 10 Principles. Und ich muss sagen, wir haben das in dem Beispiel gesehen. Constant Adaptation, konstante Veränderung und vor allen Dingen konstant Weiterentwicklung. Das ist die Key für eine erfolgreiche Cybersecurity in dieses digitale Welt, die wir alle haben wollen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen Dank. Danke. Ganz vielen Dank, Frau Oropesa. Security by Default, ja, Sie sprechen uns natürlich aus dem Herzen, aber was mich sehr beeindruckt hat, war Ihr Vergleich mit dem Einbruch in Ihrem Haus, Visible Less Security, die sichtbare Unsicherheit und Sie gehen gleichzeitig mit dem Anspruch um bei Siemens, dass der Bedarf an Sicherheit ja immer größer wird, weil wir uns immer schneller verändern. Ich finde, ein ganz spannender Anblick, vor allen Dingen, wenn wir hinübergehen zu unserem nächsten Punkt. Wir haben nämlich jetzt ein spannendes Panel und ich freue mich, dass unser Beiratsmitglied, Herr Dr. Popp vom Voice-Verband, dieses Panel moderieren wird. Zu Voice vielleicht auch noch so viel dazu. Es ist der Verband der IT-Anwender, also diejenigen, die das alles, über das wir hier sprechen, nutzen, die damit umgehen, die es gebrauchen und die, glaube ich, auch
eine ganz wichtige Kraft sind, damit Cybersicherheit, aber auch unsere Anwendung, das gehört zusammen, so werden und hoffentlich so werden, wie wir uns das alles vorstellen. Es geht um das Thema digitale Identitäten verstehen und bewerten. Und lieber Herr Dr. Popp, herzlich willkommen. Wir hatten noch nicht das Vergnügen heute Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich nehme an, dass Sie Ihre ganz tollen Panelisten auf die Bühne bitten wollen. Ja, guten Morgen zusammen. Hallo. Ja, ich muss wirklich sagen, ich bin schwer beeindruckt, Herr Wintergerst, wie Sie das hier organisiert haben. Das ist, glaube ich, das, was man hier rausholen kann im Moment an Veranstaltungen. Und ich glaube, wir sind alle wirklich darauf aus, auch wieder persönlich miteinander zu reden. Auch in 1,50 Meter Abstand ist das viel besser als über die lange Leine. Und ja, vielleicht noch kurz eine weitere Erklärung. Es war eben die Rede vom Voice-Verband. Wir haben im Namen das Wort Anwender drinnen. Das klingt so ein bisschen nach der Nutzer, der vor dem Bildschirm sitzt. Das ist ein bisschen irreführend. Es sind die Kollegen, die die Verantwortung tragen in den Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung für eine funktionierende IT. Also eigentlich die Kollegen, die dafür an den Ohren gezogen werden, wenn es schief geht. Ja, insofern ist natürlich der Voice-Verband extrem daran interessiert, dass die Allianz für Cybersicherheit weiter so gute Ergebnisse erzielt und weiter die Vernetzung vorantreibt, denn die Vernetzung aus unserer Sicht ist wirklich der springende Punkt hier. Ich habe wirklich ein Panel hier. Mir wären jetzt wirklich, also wir haben die besten Leute hier in diesem Bereich heute hier eingeladen. Ich glaube, zum Thema Identitäten kann man hier kein besseres Panel haben. Ich würde gern die Kollegen dann einzeln auf die Bühne holen. Ich möchte aber vorweg noch mal schicken, wir brauchen hier, glaube ich, in diesem Kreis nicht über Sinnhaftigkeit von IDs oder die Wichtigkeit oder den hohen Stellenwert zu reden, ja, sondern ich würde gerne in der Diskussion direkt einsteigen in die Frage, wie kommen wir jetzt ganz konkret weiter in dem Rollout von einheitlichen Identitäten, wenn es geht europaweit, wenn es geht weltweit. Unserer heutigen Gesprächspartnerinnen ist Frau Dr. Silke Bargstedt-Franke. Setzen Sie sich hier in die Mitte. Sie ist seit März diesen Jahres, leitet sie im BSI die Abteilung für Cybersicherheit und dort vor allen Dingen befasst sie sich mit elektronischen Identitäten. Das entspricht auch einer langen Erfahrung, die Sie mitbringen. Ich glaube, da haben Sie sich sehr, sehr viel damit befasst, bemerkenswerterweise in früheren Positionen eben auch im Bereich Hardware. Viele von uns haben ja einen sehr starken Software-Hintergrund. Sie haben auch die Hardware gemacht bei Infineon, bei Giesecke und Devrient hier im Hause. Sie waren zuletzt Global Vice President für das gesamte Produktportfolio von klassischen, hochsicheren Reisedokumenten bis hin zu Komplettlösungen für mobile Identitäten. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber reden. Das weist Sie aus, glaube ich, als eine der Expertinnen auf diesem Gebiet. Wir haben ferner Frau Gisela Meister. Sie ist seit Juni 2019 Senior Security Consultant bei Eurosmart. Aber ich glaube, die meisten hier im Raum kennen Sie schon aus diversen Gelegenheiten. Ich würde sagen, wenn es um Security-Standards geht, dann sind Sie eigentlich die Persönlichkeit, die man fragen muss. Renommierter kann man sich das nicht mehr vorstellen. Sie hat also wirklich alle Bereiche bearbeitet und vertritt uns auch in den wichtigen Gremien, wo es um die Standardisierung von Identities, Tokens, was auch immer geht.
Und ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, insbesondere wieder bei G&D zu sein, nachdem ich da ja fast 30 Jahre auch bei G&D gearbeitet habe. Wir haben darüber hinaus Herrn Ministerialrat Matthias Taube aus dem Innenministerium, aus dem Referat Identity Management, Pass- und Ausweiswesen, also das ist die Stelle, würde ich jetzt mal sagen, zentraler kann man es nicht mehr haben. Er ist Fachmann, Diplom-Informatiker und ist schon seit 2000 im BMI, das heißt eine sehr, sehr lange Historie. Und Sie waren auch auf Ihrem Weg zuständig für IT-Infrastruktur der Bundespolizei, auch mit Security-Rahmen, der sicherlich sehr, sehr entscheidend ist. Sie haben sich mit Datenschutz im Polizeibereich befasst, das grenzt ja unmittelbar an Security-Fragen. Und Sie waren auch zuständig für die Netze des Bundes, auch eine wichtige Infrastruktur, auf der Sicherheit gemacht wird hier bei uns für die Verwaltung. Und sind jetzt eben seit 2017 Referatsleiter für Identitätsmanagement und Ausweiswesen. Sicherlich auch, sagen wir mal, wir haben bestimmt viel zu diskutieren, wenn man die Vergangenheit ansieht. Und als Vierter in der Runde haben wir Norbert Pohlmann hier vom Institut für Internetsicherheit. Ich denke mal, hier im Raum muss ich Herrn Pohlmann gar niemandem vorstellen. Es würde auch viel zu lange dauern, alles aufzuzählen, was Sie in der Vergangenheit gemacht haben. Für mich sehr entscheidend, er ist unser Mann bei ENISA, der Kontaktpunkt im Advisory Board, neben anderen Persönlichkeiten, aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn wir reden ja über Europa. Sie sind im Waisenrat für Cybersicherheit, haben aber auch als Unternehmer ihre Schritte gemacht, sind in so vielen, kann ich gar nicht alle aufzählen, so vielen Aktivitäten unterwegs. Ein vielleicht erwähnenswerter Bereich, Ihre Dissertation, die Sie nicht nur in einem Land gemacht haben, ja, was für viele von uns gar nicht so geläufig ist, Russland, sondern eben auch Hands-on-Firewall-Systeme, also was zum Anfassen, darüber haben Sie damals gearbeitet, das heißt, Sie sind auch ein Mann der Praxis. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, hier in der Umsetzung auch sehr, sehr stark brauchen. Ja, es ist also eine illustre Runde und ich habe schon gesagt, ich möchte nicht anfangen mit einem Rundumschlag nach dem Motto, wir müssen jetzt, oder was es schon alles gibt, sondern ich möchte gerne mitten rein gehen und deswegen eigentlich jedem von Ihnen so ein bisschen, eine, ja aus meiner Sicht, ein bisschen provozierende Frage stellen, einfach um auch an die Punkte ranzukommen, die Ihnen am Herzen liegen und auch die vielleicht hier im Raume dann den einen oder anderen weißen Elefanten, ja, betreffen könnten, denn da wollen wir ja ran. Und möchte auch mit Frau Bargstedt wieder anfangen. Sie haben jetzt eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem BMI, das haben wir im Vorgespräch herausgearbeitet. Das BSI hat ja hier eine ganz, ganz wichtige Rolle über die weiteren Schritte der Durchsetzung unserer EID in Deutschland, den entsprechenden Instrumenten. Und natürlich, Sie können das gerne weiter ausführen, aber entscheidend für alles wird die Akzeptanz sein. Und mein Interesse ist natürlich, wie unterstützt das BSI diesen Rollout, die Durchsetzung und was ist Ihr Konzept, wie Sie es schaffen, das Ganze zu etablieren? Das ist eigentlich so das aus meiner Sicht Dringendste. Ja, dann würde ich da direkt hereinspringen. Das Thema Cybersicherheit und digitale Identitäten, eine Herzensangelegenheit von mir ist, glaube ich, habe ich die letzten Jahre schon bewiesen und glaube, mit dem Wechsel jetzt zum BSI bringe ich da eine interessante Perspektive mit, eben zu schauen, welche Themen müssen wir in Deutschland adressieren, wie müssen wir digitale Identitäten attraktiv für unsere Bürgerinnen und Bürger machen. Wie schaffen wir das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger in die Lösungen, die wir einsetzen? Aber auch insbesondere, wie bringen wir hier das Thema Convenience, also
quasi Einfachheit der Nutzbarkeit und Sicherheit zusammen. Ich glaube, das ist einfach ein immanent wichtiges Problem, wichtiges Thema zu lösen, um das Problem zu lösen, die Akzeptanz der elektronischen Identitäten, insbesondere dann auch im digitalen Raum, hervorzubringen. Mhm. Was wir als BSI daran konkret tun, ich glaube, da werden wir uns gleich auch noch austauschen in der Diskussion. Wir sind ja jetzt sehr intensiv in das Thema Smart EID eingebunden, wo wir die Online-Ausweisfunktion, die ja bereits seit 2017 existiert, auf das Smartphone bringen, um hier wirklich einen Identitätsnachweis, einen hoheitlichen Identitätsnachweis im digitalen Raum zu ermöglichen. Und das sind einfach die Aktionspunkte, an denen wir gerade sehr intensiv arbeiten, insbesondere eben auch, also aus BSI-Sicht, unter dem Deckmantel und Sichtpunkt der Sicherheit, der Cybersicherheit, aber auch dem Deckmantel und der Anwendbarkeit dieser Lösung. Ja, es gibt ja eine lange Historie, Herr Taube. Die Bundesregierung hat es schon mal versucht, vor vielen Jahren. Sie waren live dabei. Und natürlich haben sich da sehr viele gefragt, was haben wir gelernt aus der nicht gelungenen Durchsetzung der Instrumente, die wir damals hatten. Was würden Sie sagen in der Rückschau, was ist damals eigentlich schiefgegangen? Ja, also 2010 ist man ja schon gestartet mit der Überlegung, wir haben alle einen Personalausweis, mit dem wir uns ganz bisher immer identifiziert haben und hat dann gesagt, dann übertragen wir diesen Personalausweis, schaffen wir eine zusätzliche Möglichkeit, auf dem Personalausweis sich digital zu identifizieren. Und die Problematik war, dass wenn man eine neue Technologie einführt, man immer die Early Adopters hat, die diese Technologie ausprobieren wollen und die sagen, ja, ich bin der Erste, der es nutzt. Und man hat sehr viele, die erstmal zögerlich sind und sagen, naja, gucke ich mir erstmal an und was bringt mir das und irgendwann steige ich mal um. Und wir haben mit dem Personalausweis das verknüpft mit dem Dokument. Das Dokument ist 10 Jahre gültig. Das heißt, diejenigen, die es ausprobieren wollten, die hatten möglicherweise schon einen Personalausweis, der noch, 8 Jahre gültig war und haben deswegen sozusagen es nicht nutzen können. Und die ihn bekommen haben, die waren nicht gerade diejenigen, die möglicherweise nicht diejenigen, die ihn einsetzen wollten. Und wir haben versucht, auch die im Laufe der Jahre sozusagen die Zugangsvoraussetzungen, die man hat, entsprechend auch auszuweiten. Wir haben gesagt, gut, dann nicht nur den Personalausweis, sondern auch den elektronischen Aufenthaltstitel, damit auch die Ausländer, die ein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, ihn nutzen können, die EID. Aber das ist immer an einen Status geknüpft gewesen. Also der Personalausweis ist daran geknüpft, dass man Deutscher ist und ihn bekommt, der Aufenthaltstitel daran, dass man ein Aufenthaltsrecht hat in Deutschland. Und was bei der EID aber eigentlich nur eine Rolle spielt, ist derjenige sicher identifiziert. Da spielt es nicht eine Rolle, ob er Deutscher ist, Ausländer ist, EU-Bürger mit einem Freizügigkeitsstatus oder sonst irgendetwas, sondern es kommt nur darauf an, ist er sicher identifiziert. Und das war einer der Hauptprobleme. Dazu kam dann eben auch die Frage der Anwendung. Wir haben am Anfang mit einer sehr großen Euphorie gestartet, dass auch im Bankenumfeld, Versicherungsumfeld auch sehr viele ihn nutzen wollten. Aber die haben dann sehr schnell das Problem gehabt, dass diejenigen, die es nutzen wollten, ihn nicht nutzen konnten, aus den von mir genannten Gründen, und sind uns dann abgesprungen. Und das hat sehr viel den Ruf beschädigt des Systems. Aber es hilft ja nichts, in die Vergangenheit zu schauen, sondern es kommt darauf an, was haben wir jetzt daraus gelernt und wie wollen wir jetzt in Zukunft damit umgehen. Wichtig ist für uns, dass wir die elektronische Identifizierung trennen von dem Trägerdokument. Es gibt die Notwendigkeit und den Bedarf einer sicheren elektronischen Identifizierung. Das ist aber unabhängig davon, welchen Status jemand hat und welche Karte jemand hat. Das ist der Weg, den wir jetzt auch bestreiten.
Und das Zweite ist, es komfortabler zu machen. Sie haben es schon erwähnt, wir wollen es so aufs Smartphone bringen, dass man nicht jedes Mal die Karte mit dran halten muss, sondern dass es dann direkt aus dem Smartphone, aus dem man ja die Anwendung heraus bedient, sich direkt identifizieren kann. Das ist eine Frage der Komfortabilität. Aber ist aus meiner Sicht nicht so das Killer-Argument, weil bei der Kreditkarte ist es auch jeder gewöhnt, dass er beim Bezahlvorgang die Kreditkarte dranlegt und die Komfortfunktion, die man bekommen hat, dass man die Bezahlfunktion direkt mit dem Handy machen kann, ist eine Komfortfunktion, die aber jetzt nicht sozusagen zwingende Voraussetzung ist, das System zu nutzen. Und ja, den Weg wollen wir gehen und müssen jetzt im nächsten Schritt, wenn wir jetzt haben wir an den Anwender gedacht, wie machen wir es für den Anwender bequemer, auch zusehen, dass wir für die Diensteanbieter es bequemer machen. Wie kann ich es leicht und einfach einbinden? Und da haben wir tatsächlich sehr viel Defizit im Vergleich zu den großen Plattformbetreibern, die eine Identifizierung anbieten. Die mag möglicherweise nicht ganz so sicher sein, aber wenn ich eine Google-ID oder eine Facebook-ID einbinde oder sowas, das ist für einen Dienstanbieter deutlich einfacher, als die sichere Identifizierung mit dem Personalausweis einzubinden. Und da müssen wir einfach dran arbeiten jetzt. Gut, Frau Meister, bevor wir auf die Standardisierung eingehen, jetzt haben wir gerade gehört, es ist das Smartphone, ja, ist ja das Instrument der Stunde. Jetzt wissen wir aber aus der Sicherheitsforschung, dass natürlich ein hardwaregebundenes Element wesentlich sicherer ist. Wie kommen wir aus diesem Widerspruch raus? Wie müssen wir damit umgehen? Zunächst möchte ich mal anfügen, dass also Jurismart also eigentlich da ein großes Anliegen hat. Also Jurismart ist ja vielleicht für die da noch nicht, sagen wir mal, mit Jurismart so eng verbunden sind, ist ein Verband in Brüssel, der sich zum Thema gesetzt hat, sichere Identitäten, aber auch Cybersecurity-Thematiken zu promoten, und zwar europaweit zu promoten, also nicht nur in Deutschland, sondern eben auch über die Grenzen hinaus, dass man eben auch seine Identität, also nicht nur in Deutschland, sondern dann eben auch übergreifend Europa anwenden kann. Das ist natürlich auch dringend erforderlich, weil das momentan also im Argen liegt noch. Das sind, glaube ich, nur 16% der Dienstleistungen überhaupt, die also im Moment diesen Service anbieten. Das heißt also, wir müssen schauen eigentlich, dass wir da also nicht nur Deutschland sicher machen, was natürlich auch ein ganz wichtiges Anliegen ist, ist keine Frage, aber eben auch europaweit weit nachziehen. Jetzt möchte ich natürlich nicht sofort wieder in das Fahrwasser der Standardisierung geraten, aber wie gesagt, also das ist, glaube ich, also ein ganz wichtiges Anliegen. Und nochmal zu betonen, bei Jurismart, da sind eben auch Hersteller von sicheren Produkten, wie zum Beispiel auch Münchner Firmen, ganz bekannte, Giesecke und Devrient und Infineon zum Beispiel, um auch mal noch eine andere Firma zu nennen, die da auch Mitglied sind, aber auch Laboratories, und vor allen Dingen auch französische Firmen, die da eben sehr, sehr engagiert sind. Und da ist es ein Anliegen, dass man also diese Identität also auch mit einem Hardware-Merkmal verknüpft, also zum Beispiel ein Secure Element. Das muss jetzt nicht eine Karte sein, sondern das Secure Element kann ja auch zum Beispiel im Mobile Phone integriert sein. Also insofern schließt sich da wieder der Kreis im Grunde genommen. Man will also eigentlich das Thema sichere Identitäten promoten, weil man ja auch um die Gefahr der Angriffe kennt. Da kommen wir sicherlich auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Und die Keynote war da ja auch sehr explizit und sehr illustrativ, glaube ich, zu dem Thema. Und wir müssen eigentlich schauen, dass wir eben in die Breite gehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Sicherheit nicht vergessen und ganz wichtig natürlich auch den Komfort für den Anwender. Ist schwierig, aber das müssen wir hinkriegen. Gut, ja, Herr Pohlmann, für den Anwender nutzbar, haben wir schon jetzt zwei, dreimal gehört. Sie haben damals auch den elektronischen Personalausweis beraten in der frühen Phase.
wenn Sie jetzt mal zurückschauen, wie das Ganze gemacht worden ist damals, wenn Sie von dort aus denkend jetzt nochmal sagen, fangen wir nochmal von vorne an. Sie selber haben ja große Aktivitäten auch im Bereich Self-Sovereign ID angestoßen. Wie bringen wir die Dinge zusammen und wie würden Sie jetzt vorschlagen, wie vorgegangen wird als nächstes? Ja, vielleicht nochmal kurz eine Reflexion zum neuen Personalausweis. Genau, mit Sicherheit, sagen wir mal, sehr eine wertvolle, vertrauenswürdige Identität, die man damit erreichen kann. Aber wir müssen halt auch sagen, ich kann mich erinnern, 2010 habe ich im Rahmen der RSA-Konferenz den vorstellen dürfen und die Amerikaner haben gesagt, okay, ihr mit eurem Mercedes, das machen wir nicht, wir fangen mit Facebook-ID an und genau, und sag mal, sie haben gesagt, Versicherungen oder Finanzindustrie, genau, also man hat mit denen gesprochen, aber man hat sie nicht wirklich eingebunden und von daher, glaube ich, müssen wir, wenn wir in die Zukunft denken, einfach vielleicht das Ganze größer betrachten. Also genau, der Gedanke von Self-Sovereign Identity ist ja, dass wir in Europa ein Ökosystem aufbauen wollen. Und Ökosystem aufbauen wollen, heißt ja halt, dass wir ganz viele Stakeholder mit einbinden wollen. Also ein paar hoheitliche Dinge, die eine hohe Qualität der Verifikation der Identität überprüfbar macht. Aber wir haben auch Video-Ident, wir haben halt auch Post-Ident, es gibt auch Alternativen, die jetzt nicht unbedingt schlechter sind, sondern vielleicht in anderen, in ein paar Umfällen vielleicht nicht gesetzt werden können. Aber so ein Ökosystem wird uns ja zeigen, wo wir was brauchen. Und wir haben ja auch jetzt in den Vorträgen gehört, wir denken natürlich auch international. Also Siemens hat, habe ich verstanden, 156 Niederlassungen weltweit. Und diese Mitarbeiter müssen ja auch mit eingebunden werden. Und die werden kein hoheitliches Dokument aus Deutschland kriegen. Für Giesecke & Devrient gilt das Gleiche. Das heißt, wir können mit Self-Sovereign Identity ein Ökosystem aufbauen, wo wir in der Lage sind, sehr viele digitale Identitäten oder Identitätsdaten zur Verfügung zu stellen. Das geht ja noch mal weiter. Es geht nicht nur um die Onboarding-Funktion, sondern es geht ja auch um digitale Nachweise, also Ausweise generell, auch Fitnessausweis oder der ADAC-Mitgliedskarte oder Zeugnisse oder Bestätigung oder Befugnisse und insbesondere in Deutschland, Europa. Ich meine, das, wir haben ja so viele Befugnisse, das passt eigentlich ideal. Und die halt verifizierbar zur Verfügung zu stellen, hat halt enorm viele Vorteile, weil dadurch die Digitalisierung weiter voranschreiten kann. Wir können viele Prozesse stärker digitalisieren und können das damit umsetzen. Und Self-Sovereign Identity hat halt den genialen Vorteil, dass der Benutzer im Mittelpunkt steht, also der Benutzer entscheidet, welche Daten er welche Anwendung weitergibt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Aus der europäischen Perspektive heraus schaffen wir ein Stück Souveränität. Wir können halt hier uns oder Abhängigkeiten reduzieren und können damit freier gestalten, was, glaube ich, wichtig ist, weil wir hier in Europa eine andere Geschwindigkeit auch umsetzen können. Und genau, das Ganze ist halt im Sinne der Werteorientierung natürlich sehr gut und Werteorientierung ist da halt gut im Sinne von Vertrauen. Wir brauchen die Bürger, wir brauchen den Nutzer, der halt den Unternehmen vertraut und Self-Sovereign Identity ist halt eine Technologie, ein Ökosystem, wo man Vertrauen aufbauen kann, weil das sehr strukturiert, klar und deutlich ist und das sind alle Aspekte, die wir halt nutzen können. Und genau, da muss man einfach sagen, auch im Sinne von Datenschutz, wir arbeiten ja bei Self-Sovereign Identity auch mit Zero-Knowledge-Proof-Geschichten. Das heißt, also ich als Benutzer kann überlegen, welche Daten ich weitergebe. Also ich meine, das gibt es im Personalausweis auch, dass ich sagen kann, ich bin halt über 18 oder wenn ich einen Firmenausweis habe, sage ich halt nur, ich arbeite bei Siemens und den ganzen Rest schicke ich nicht mit. Das sind Mechanismen, die halt per Definition den Datenschutz quasi dann nochmal besser umsetzbar machen kann und wenn man jetzt mal guckt, das ist so ein bisschen eine Perspektive, wenn ich als Benutzer einem Unternehmen meine Identitätsdaten präsentiere, dann kann ich sogenannte Term of Use auch angeben, das heißt Nutzerbedingungen, also ich kann dem Anwender sagen, was er mit meinen Daten machen kann und er bestimmt das nicht über die AGBs und das ist ja gerade so das Problem bei den zentralen Identity Providern, die für uns, sagen wir mal, sehr benutzerfreundlich sind, aber genau, die nutzen die Informationen, wo, wann ich mit wem was tue und nutzen das für Anzeigen, verkaufen das und das wollen wir eigentlich nicht aus einem Schutz der Privatsphäre
Und das kann man umsetzen. Also das wird sicherlich nicht heute funktionieren. Wir werden Standards brauchen, wir werden Regulierung brauchen, vielleicht helfen auch Reputationssysteme. Aber ich glaube, der Gedanke, dass wir ein Ökosystem aufbauen und alle einladen, zu sehen, wer möchte gerne Aussteller sein, wer ist der Benutzer, wer ist der Anwender und wer findet wo seinen Platz. Und das alles miteinander in Europa auch international nutzbar umzusetzen, das wird eine Chance sein, das Problem digitale Identitäten oder Identitätsdaten in den Griff zu kriegen. Und da kann ich nur alle auffordern, in die gleiche Richtung zu gucken, mitzumachen, damit wir hier halt in der Zukunft ein System haben, dem wir trauen können und damit dann halt auch eine hohe Akzeptanz für unsere digitale Zukunft aufbauen können. Mhm. Gut, bevor wir weitermachen, nochmal Hinweis, wir haben ja hier unser Portal, wo Sie Fragen eingeben können von draußen. Wir werden nachher auch eine Fragerunde hier im Saal machen, aber bitte, ich kriege die hier aufs Display. Stellen Sie Fragen und beteiligen Sie sich an der Diskussion. Ich will noch ein bisschen bei der Self-Sovereign Identity bleiben. Es ist ja, wir wissen ja alle, wenn wir mit dem Smartphone umgehen, wir erlauben irgendwas, ja, und ob wir das morgen noch wissen, was wir da erlaubt haben, oder ob wir uns wirklich darüber im Klaren sind, was dort gefordert ist, ja, das ist ja dann sehr leicht im Zweifel. Es gibt Stellen, wo Sie einfach nicht mehr wissen, was habe ich da eigentlich mal erlaubt und wie lange gilt diese Erlaubnis und so weiter. Können Sie sich auch vorstellen, dass man für diese Zugriffe Vorfestlegungen macht, dass eben dieses Minimale an Informationen, was man braucht, um eine Transaktion zu machen, dass das vorfestgelegt wird und dass der Anwender selber darüber nicht mehr nachdenken muss? Also wenn der sich irgendwo identifiziert und sagt, ich bin über 18, dass dann völlig klar ist, dass der da nichts erlauben muss, sondern er wollte gerne sich ausweisen als über 18-Jähriger und genau das an Datenelement, was da gebraucht wird, wird auch übertragen. Ja. Damit wäre der Endanwender so ein bisschen raus aus dieser ständigen Fragestellung, was entscheide ich hier, und muss es sich auch nicht mehr merken. Ja. Also ich glaube, im Sinne der Transparenz, also im Sinne Aufbau des Vertrauens zum Benutzer, ist das absolut notwendig. Also genau, wir kennen das ja auch vom neuen Personalausweis, wo dann der Diensteanbieter ja genau eine Befähigung haben muss, welche Daten er aus dem Ausweis auslesen kann. Und das kann man natürlich bei Self-Sovereign Identity auch sehr leicht umsetzen. Ich habe ja gesagt, wir können Term of Use als Benutzer weitergeben. Und ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendeine Information weitergebe, zum Beispiel, dass ich Mitarbeiter von Siemens bin und sage, hör mal Anwendung, aber ich erwarte von dir, wenn du die Information genutzt hast, dass du die sofort löschst, dass ich darüber auch informiert werde. Also dass ich sagen kann, wenn ich meine App anschaue und sage ich halt, okay, ich habe hier 35 Mal bei Siemens mich irgendwie dargestellt und die Daten sind immer wieder gelöscht worden. Also dass ich quasi transparent die Informationen kriege, genau, was habe ich gemacht, und haben die Unternehmen, die halt letztendlich das umgesetzt haben, das auch wirklich getan. Also haben die meine Daten gelöscht. Und ich glaube auch, dass wir in der Zukunft da auch sehr stark mit Reputationssystemen arbeiten werden, um zu sagen, wenn die Unternehmen das halt nicht tun, dann werden sie halt über Reputationssysteme abgestraft und darüber dann halt einen Druck aufbauen, wo wir als Nutzer sagen, ich habe Vertrauen und ich kann meine Daten wirklich selbstständig, souverän verwalten. Ich glaube, das ist noch eine Menge an Aufgaben, die wir hier machen müssen, insbesondere Standards generieren. Aber ich glaube, so muss die Zukunft aussehen, damit wir hier ein Ökosystem haben, wo wir sagen, das ist unsere digitale Zukunft und anders wird es nicht funktionieren. Ich möchte an der Stelle, wenn ich darf, vielleicht ein bisschen auch widersprechen. Mhm. Wir haben beim Personalausweis ja die Erfahrung gemacht, da haben wir ja eine sehr ausgeklügeltes System gehabt. Der Diensteanbieter muss vorher, also früher war es so, der muss ja schon vordefinieren, was er alles an Daten braucht für seine Geschäftsvorfälle. Und der Nutzer selber kann auch nochmal seine Zustimmung geben. Ja. Die Erfahrung ist aber, dass die meisten Diensteanbieter außerhalb des öffentlichen Bereichs, also die privaten Diensteanbieter, immer alle Daten haben wollen. Und wenn der Nutzer irgendwelche Daten ausschließt, dann sagen sie, gut, dann kriegst du hier nicht unseren Dienst. So, wir haben es daran gemerkt beim Personalausweis, wir haben die Auslandsdeutschen, die im Ausland leben, die aber auch die EID-Funktion nutzen wollten, weil sie eben
digitale Dienste in Deutschland damit sehr einfach nutzen konnten, um, wo sie nicht so und da, die haben alle in ihrem Personalausweis, zumindest war es früher so, immer nur eingetragen gehabt, keinen Wohnsitz in Deutschland und keinen, also sozusagen staatlich bestätigten Wohnsitz, wo sie denn nun in England oder sonst wo leben. Und die waren von den meisten Diensteanbietern schlicht und ergreifend ausgeschlossen. Wenn keine Adresse eingetragen ist in dem Personalausweis, darfst du überhaupt nicht meinen Dienst benutzen, ohne dass es hinterfragt wurde, ist denn für die konkrete Dienstleistung überhaupt eine Adresse erforderlich. Ja. Und das haben wir jetzt zumindest optional jetzt für die Auslandsdeutschen geändert. Die können, wenn sie es wünschen, im Personalausweis auch eine Adresse eingetragen haben, nach dem Standard, der in dem betreffenden Staat natürlich gilt. Also es haben ja nicht alle Staaten ein so ausgeklügeltes Meldesystem wie wir, aber man kann es wenigstens eintragen, um überhaupt die Dienste nutzen zu können. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Es klingt sehr schön, Self-Sovereign Identity, ich kann entscheiden, was ich will. Der Diensteanbieter wird immer anklicken, ich will alles haben. Ja. Klar, das europäische Datenschutzrecht widerspricht dem eigentlich und sagt, nein, du darfst natürlich nur die Daten erheben, die du brauchst für deinen Geschäftsvorfall. Ja. Ja, aber in der Praxis wird es wahrscheinlich so laufen. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Wir haben beim Personalausweis auch oft den Fall, EID-Funktion wird genutzt zur Identifizierung und hinterher kommt dann nochmal die Aufforderung, ach, jetzt bitte noch ein Foto von deinem Personalausweis machen, damit eben bestimmte Daten automatisch noch mitkommen. Ja. Also ich würde darauf reagieren. Also ja. Sorge... Genau, also Ihre Sorgen teile ich erstmal ganz grundsätzlich. Genau, wir haben natürlich das Problem, dass, sagen wir mal, viele Dienste ja mit dem Geschäftsmodell arbeiten, bezahlen mit persönlichen Daten. Genau, also die würden ja kein Geld verdienen, wenn sie die Daten nicht kriegen. Von daher haben wir eine echte Herausforderung. Wie schaffen wir es langfristig, solche Geschäftsmodelle zu eliminieren? Das wird nicht ganz einfach sein, aber man muss ja sehen, es laufen ja parallele auch Dinge. Wir machen hier gerade Gaia-X, wo wir halt in Europa werteorientierte Dienste machen würden, wo SSI reinkommt, wo wir sagen, okay, wir wollen von Anfang an solche Dienste nicht und wir werden von Anfang an halt auch bei Gaia-X sagen, okay, das muss halt so gehen. Also das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber wenn wir in Europa zeigen, dass wir das können, dass wir das wollen und dass wir halt hier Dinge tun, dann werden halt die Monopolisten, die halt damit ihr Geschäftsmodell haben, sich überlegen müssen, wie gehe ich damit um und wie kann ich langfristig oder mittelfristig beginnen, um langfristig dann das Geschäftsmodell loszuwerden, um ihre Bedenken loszuwerden. Aber ich bin bei Ihnen, das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, wenn wir das alle wollen als Ökosystem und wenn wir alle sagen, das ist die Zukunft aus Europa heraus, dann werden wir Chancen haben, das langfristig so umzusetzen, aber wie gesagt, nicht von heute auf morgen. Ja. Vielleicht kann ich da auch mal dieses Stichwort Europa aufgreifen, weil da gibt es ja jetzt auch Aktivitäten. Und zwar, wir wissen ja, dass wir eigentlich auch in einem regulativen Rahmen in Europa leben. Das heißt, es gibt sehr viele Regulierungen. Wir haben also schon Datenschutzregulierung, GDPR angesprochen. Aber es gibt auch einen neuen Ansatz für die sogenannte eIDAS-Regulierung, die sich auf EID und Signaturen bezieht. Ich meine, das brauchen wir dir, Norbert, ja gar nichts zu sagen. Wir waren ja beide bei Teletrust damals ganz aktiv in den Anfängen zur Signatur. Aber wie gesagt, das Thema EID wird da eben sehr stark in den Schwerpunkt gesetzt, jetzt von der neuen eIDAS-Regulierung. Da gibt es dann dieses Prinzip von einer sogenannten Brieftasche, wo man dann in seinem Mobile-Phone eben, wie gesagt, so diese ganzen Daten sammeln kann, eben auch zum Beispiel, was wir gerade jetzt aus Deutschland wissen, also dieses Thema passt da wunderbar da rein, also diese mobilen Identitäten dann im Mobile-Phone zu sammeln, aber eben auch mit anderen Daten zusammen, sodass man da dann eigentlich auch den Zugriff sozusagen als Benutzer erlauben kann. Und das Ganze wird jetzt reguliert werden. Das heißt, es gibt jetzt einen ersten Ansatz. Es wird Standards dazu geben. Die sind auch schon in Mache. Das heißt, also die Standardisierer, gerade bei Etsy, sind da immer sehr aktiv. Die sitzen schon in den Startlöchern und die haben auch schon erste Proposals geschrieben, sodass wir da relativ zügig zum Zuge kommen. Wichtig ist einfach auch von der EU dann nochmal darauf zu drängen, dass man dann einen sogenannten auch Standardisierungsrequest bekommt, dass man die Regulierung auch mit den entsprechenden Standards verbinden, sodass wir dann eben auch so eine einheitliche Sichtweise in Europa haben. Und wie Sie auch gerade schon angeführt oder wie du gerade schon angeführt hast, kann man nicht ohne, sagen wir mal, eine gewisse, also
zu viel Freiraum geht auch nicht für die Serviceanbieter. Die wollen dann eben alle Daten haben. Und deswegen kann dann auch dieser regulatorische Rahmen dann greifen. Ja. Das halte ich also für ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, europaweit, dass wir da schon mal den ersten Ansatz haben. Natürlich wäre international noch besser, aber starten wir mal erstmal mit Europa, würde ich sagen. Also diese Nutzung der Personendaten als Geschäftsmodell ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das Nächste, was irgendwie reguliert werden muss. Frau Bargstedt, haben Sie dazu? Ich würde ganz gern diesen eIDAS-Ball noch einmal aufgreifen, okay. Weil ich denke, wir sehen ja jetzt schon mit den 14 notifizierten EID-Systemen und über die europaweiten Identifikation und Authentifizierungsmöglichkeiten, die Vertrauensdienste, dass wir mit dem Thema ja wirklich schon aktuell ein Erfolgsmodell geschaffen haben. Das hat mit Sicherheit noch an der einen oder anderen Stelle Verbesserungspotenzial. Dieses ganze Thema Notifikationszeiten und Ähnliches muss man sich sicher angucken. Das Thema generell Notifikationskomplexität wird man sicher jetzt auch mit der Novellierung, mit dem Thema Toolbox nochmal sehr sauber angucken, um da einfach schneller zu werden. Was ich dazu nochmal betonen möchte, das ist ein bisschen aus meiner historischen Brille, was ich da nochmal in die Diskussion mit einbringen möchte. Wir sehen, dass genau dieses Modell einfach international ausstrahlt und das strahlt auch durchaus über Europa hinweg hinaus. Also wir sehen Randstaaten, die auch schon ihre Systeme nach eIDAS entsprechend vorbereiten. Und ich finde, das ist eigentlich auch nochmal ein Thema, was man betonen sollte, dass wir da wirklich in Europa schon einen sehr schönen Kristallisationskeim haben, den wir jetzt einfach fortführen müssen und halt auch gucken, dass wir den auch weiter sozusagen in die Welt tragen. So ist es. Und da helfen eben Standards. Fix. Genau. Ja, Standards sind das A und O. Aber ich gehe trotzdem noch mal zurück. Ich will da nicht so schnell locker lassen bei dem Thema Geschäftsmodell. Wir werden eine Compliance wahrscheinlich nicht hinkriegen, wenn man nicht auch regulativ einfach in die Nutzung der Daten eingreift und dort Erlaubnisse erteilt für vielleicht Weiterverarbeitung, Aggregationen, aber eben nicht für die Weiterleitung von persönlichen Daten. Gibt es da nochmal vielleicht ein Meinungsbild aus der Runde? Das ist ja doch ein weißer Elefant, weil natürlich diese Regulation keine einfache ist, ja, weil es dafür keine wirklich gute Gesetzesgrundlage gibt bisher. Ja, also ich möchte das auch nochmal, ich kann auch nur die Beiträge vorher nochmal aufgreifen und bestätigen. Genau, also Self-Sovereign Identity ist ja jetzt ein System, was dabei ist, sich noch zu entwickeln. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir tun müssen, wir müssen viele Dinge nochmal klarer beschreiben, standardisieren, damit einfach klar ist, was wir wollen. Wir wollen natürlich schnell sein, von daher werden wir sicherlich auch ein paar Dinge schon mal ausprobieren und werden das nochmal dann nacharbeiten müssen. Aber wir brauchen Standards, damit wir wissen, was wir wollen und wie die Sache umgesetzt werden kann. Und dann muss es natürlich sicherlich reguliert werden. Und wir werden, wenn wir wissen, wie das Ökosystem am Ende aussieht, welche Regulierung wir brauchen, eIDAS ist eine ganz wichtige Regulierung und da wird es jetzt auch sehr schnell gehen und da müssen wir uns auch alle sehr schnell engagieren. Die Frage ist, haben wir genug Zeit und genug Ressourcen, das umzusetzen, weil das wird dann auch sehr schnell gehen müssen. Und von daher bin ich halt auch der Meinung, genau, wir müssen jetzt einfach anfangen und das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt erstmal warten, wenn alles fertig ist. Das ist ja so typisch deutsch oder typisch europäisch. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal sagen, im Sinne eines Ökosystems müssen wir uns trauen, etwas bewegen zu wollen. Wir müssen uns die Ziele setzen und sagen, in 10 Jahren wollen wir weltweit das Ökosystem für digitale Identitäten und Identitätsdaten sein. Und wenn wir das vorhaben, dann wird sich alles andere danach richten und dann werden wir dann auch mit erfolgreich werden. Ja. Und das ist der wichtige Punkt. Aber Standards und Regulierungen werden da zu einem bestimmten Zeitpunkt enorm wichtig sein, damit das Ganze halt dann auch wirklich in Anwendung funktioniert. Ja. Gut, aber die ist eine solche Regulierung, also weil, wenn Sie Regulierung ansprechen, dann sehe ich mich natürlich als Bundesministerium auch immer so ein bisschen da in der Antwortpflicht, ja. So ein staatlicher Eingriff, solche staatlichen Vorgaben, es gehen dann natürlich schränken nicht nur die Firmen ein, ne? Das ist dann auch eine Einschränkung der Nutzer. Es gibt ja viele Nutzer, die sagen, ja, für mich ist das vollkommen in Ordnung, an dieser Stelle mit meinen Daten zu bezahlen, wenn ich dafür die Dienstkosten loskriege. Und wenn man jetzt reguliert eingreift, das darf man nur nicht vergessen, man schränkt auch den Nutzer damit ein. Man schränkt nicht nur die Firmen ein. Mhm. Denn der Nutzer
hat dann nicht mehr die Wahl, ob er ein solches Geschäftsmodell akzeptieren möchte. Ja, wir müssen es halt entscheiden. Wollen wir souverän die Zukunft gestalten oder wollen wir in Abhängigkeit sehen, was man mit uns macht? Und das ist dann wirklich eine klare Entscheidung. Ja, wollen wir gestalten und sagen, wir nehmen die Sachen in die Hand, oder bleiben wir passiv und lassen uns sagen, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen, welche Dienste wir nutzen dürfen und wie wir sie nutzen dürfen. Und das ist eine Entscheidung und die müssen wir halt treffen als Gesellschaft. Und genau, es wird ja nicht nur eine kleine Gesellschaft sein, sondern Europa ist ja nur eine Nummer. Wir haben ja doch eine relativ große Wirtschaftsmacht und wenn wir uns trauen, das zu tun, wird das schon funktionieren. Bin ich fest von überzeugt. Aber es ist eine Entscheidung, ja. Und vielleicht, wenn ich da auch nochmal eingreifen darf, das hängt auch ein bisschen von der Anwendung ab. Ne? Also wir sehen das ja auch zum Beispiel in anderen Regulierungen, zum Beispiel jetzt die Radio Equipment Direktive, da geht es eben um Internet of Things und um auch neue Sicherheitsanforderungen. Das ist jetzt relativ neu, dass man da auch minimale Sicherheitsanforderungen definiert. Und da ist es natürlich ganz wichtig, zum Beispiel bei der Spielzeugindustrie, da kennen wir ja auch die Beispiele von dieser Kira-Puppe, dass man da also auch, sagen wir mal, sensible Daten eben nicht weitergibt oder dass man auch den Eltern erlaubt, da eben auch entsprechend für die Kinder dann eben entsprechende Entscheidungen zu treffen. Auch da sind wir jetzt dran, also da gibt es Regulierung, da gibt es auch jetzt die Standardisierung dazu und sind auch schon Standards eben auch herausgegeben, auch in Zusammenarbeit mit dem BSI zu Internet of Things, so die ersten Sicherheitsanforderungen. Aber wir müssen dann noch diesen Schritt weitergehen und sagen, spezielle Anwendungen müssen eben auch speziell geschützt werden. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Anliegen. Und da sind auch zum Beispiel hier die Verbraucherverbände ganz aktiv in Deutschland und auch die Annex zum Beispiel in Europa, die sich auch um diese Themen dann auch mitkümmert und auch in der Standardisierung damit dabei ist. Mhm. Ich möchte mal einen Hinweis machen, jetzt im Sinne von Ökosystemen. Also genau, wir haben das Geschäftsmodell bezahlen mit persönlichen Daten. Wir werden aber auch bei SSI neue Geschäftsmodelle haben. Also insbesondere die Anwendungen, die ja das größte Potenzial an Rationalisierung haben. Also ich brauche keine Befähigung, keine Befugnis. Ich brauche kein Zeugnis mehr auszudrucken, einzuscannen, sondern das kann ich ja alles elektronisch machen. Und da werden sich Geschäftsmodelle entwickeln, wo man so ein System auch mit bezahlen kann. Ja, also von daher müssen wir einfach nur schauen, was entwickelt sich und wie steuern wir das und wie schaffen wir das in der Werteorientierung, die wir in Europa haben wollen, unter den Regeln, die wir halt schon haben oder die wir noch brauchen. Also von daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir das mit den Geschäftsmodellen auch hinkriegen. Nur es wird nicht von heute auf morgen gehen. Ich würde da vielleicht noch ganz kurz ergänzen wollen. Also ich glaube, wir haben da auch ein bisschen eine Prämissenänderung, die wir in Deutschland und vielleicht auch in Europa jetzt an den Tag legen müssen. Wenn wir halt international gucken, wie stellen sich Länder auf und wie werden Digitalisierungsprojekte angegangen, dann versucht man mit kleinen Piloten, mit kleineren Anwendungsfällen, die nicht so kritisch sind, wirklich in die Digitalisierung reinzugehen, daran zu lernen und damit dann sozusagen mehr und mehr auch Requirements vorzuschreiben, zu überlegen, wo muss ich regulieren, wo kann ich vielleicht auch ein bisschen entspannter sein und ähnliches. Und ich glaube, da müssen wir von diesem ganzheitlichen Anspruch von Anfang an einfach wegkommen und ein bisschen mehr auch in einen lernenden Ansatz rankommen und sozusagen uns Schritt für Schritt dann genau für so ein Ökosystem auch dann weiterentwickeln. Wir haben eben von der Trennung der ID von den Autorisierungsfunktionen gesprochen. Das klingt ja super verlockend, weil die Autorisierungen ja vielfach ohne Ausweis dann sehr gut machbar sind. Ja, hier haben wir ja jetzt bei unserem Impfausweis auch. Und natürlich gibt es eine Menge Leute, die davon leben, dass wir so viele Ausweise in der Tasche haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Lobby gibt, die dagegen arbeitet. Was ist da so das Gefühl, wie man damit umgehen kann? Also manche haben ja wirklich auch mehrere wichtige Ausweise, Truppenausweis, Zugangsberechtigung und so weiter. Werden wir da Probleme kriegen in der Durchsetzung? Oder wie versorgt man diese anderen Anbieter auch mit entsprechender Arbeit? Ja, ich glaube ja, dass das mit den Ausweisen nicht weniger wird, wahrscheinlich genau das Gegenteil. Es wird wahrscheinlich noch mehr, weil sie auch leichter verarbeitet sind, leichter ausstellbar sind. Und die Unternehmen, die heute Ausweise ausstellen, werden das in der Zukunft auch tun, weil sie die Infrastruktur haben, weil sie die Berechtigung dazu haben, weil sie das einfach umsetzen können. Und die werden es halt nur anders tun. Ja, sie werden dann halt kein Plastik zur Verfügung stellen, sondern werden dann halt digitale oder verifizierbare digitale Ausweise zur Verfügung stellen.
Und die werden dann in das Ökosystem reinkommen und werden irgendwann mal dann auf meiner Wallet verfügbar sein und ich kann damit halt umgehen. Und genau, das ist ja, sagen wir mal, im Sinne der Generierung, im Sinne der Verteilung und im Sinne der Nutzung bleibt das ja völlig gleich. Jetzt vielleicht sogar noch mehr. Also von daher, glaube ich, müssen die Unternehmen sich halt nur umstellen. Und das ist ja das, was wir mit der Digitalisierung tun. Wir machen die Prozesse einfacher, schneller und kostengünstiger und effizienter. Und da müssen wir uns alle mit auseinandersetzen. Ja. Also von daher, glaube ich, ist es eine Herausforderung, aber wenn die Firmen sich engagieren, spielen sie einfach im Ökosystem mit. Mhm. Taube? Ja, also es ist eben auch die Frage, wie Sie schon gesagt haben, welche Geschäftsmodelle oder welche Aufwände stehen auch dahinter. Es ist klar, es ist eine Mentalitätsfrage. Eine Firma würde Schwierigkeiten haben, als reines Zugangssystem hier beim Eingang, bei der Sicherheitskontrolle zu sagen, ich gebe keinen Firmenausweis mehr aus, sondern ich schalte einfach einen Personalausweis frei. Also der muss sich einmal mit seinem Personalausweis registrieren oder eben als Firmenmitarbeiter registriert sein und dann kann er mit seinem Personalausweis den Zugang ermöglichen. Das ist sicher eine Mentalitätsfrage, ob ich das als Firma überhaupt möchte. Aber wir haben auch schon so Beispiele wie das Kommunen, die Schließsysteme von den Sporthallen zusammen mit einem großen Schließsystemhersteller so konfiguriert haben, dass sie halt den Personalausweis als Schließsystem dort gemacht haben, damit eben nicht nur die Sportlehrer von der Schule den Sporthalle aufschließen können, sondern abends auch der Vereinstrainer, der Verein, der abends diese Sporthalle nutzen darf und man eben nicht mehr den Aufwand hat, überhaupt Ausweise auszugeben oder Berechtigungen auszugeben, Schlüsselmanagement und Ähnliches, sondern einfach den Personalausweis, den jeder hat, sozusagen dann als Zugangsmöglichkeit zu nehmen, der freigeschaltet werden kann oder nicht. Also solche Modelle gibt es auch, die dann eben auch auf der anderen Seite natürlich einen entsprechenden Vorteil bringen können. Aber es ist ja Transformation Dauerzeit. Also das kommt, es dauert halt und man darf da nicht so erwarten, dass das ganz schnell passiert. Aber bequemer ist es sicherlich. Der Anwender steht ja im Mittelpunkt. Man muss das doch einfach sehen, die Pandemie hat das ja schon gezeigt. Also die meisten Mitarbeiter, weiß nicht, wie das hier ist, aber die kommen wahrscheinlich auch nicht hier vorbei, sondern müssen sich irgendwo stark verifizieren lassen über eine Entitätsfeststellung, kriegen dann eine digitale Signatur, unterschreiben ihren Arbeitsvertrag dann halt auch elektronisch, um dann nicht aus Südamerika hier hinreisen zu müssen oder wie immer, wie die Dinge sind. Das passiert ja gerade. Das ist ja quasi, ja. Wir merken ja auch, dass die digitalen Signaturen genau aus dem Grund ja gerade halt Hochkonjunktur haben und das macht ja auch Sinn. Mhm. Und warum soll ich dann nicht auch einen digitalen Firmenausweis haben, mit dem ich mich dann hier darstellen kann, ja, in welche Gebäude ich reingehen kann, welche Position ich besitze, welche Berechtigungen ich habe, irgendwas umzusetzen. Das ist ja dann auch für ein Unternehmen, das Unternehmen, was dann gleichzeitig Aussteller ist oder das an einem Provider delegiert, eine relativ leichte Möglichkeit. Es gibt ja auch ganz neue Ideen, ganz neue und flexible Möglichkeiten, das überall in allen Prozessen mit einzubinden. Also von daher, glaube ich, wird das in der Zukunft für alle Geschäftsprozesse hilfreich sein. Ja. Wobei, darf ich da eben auch noch mal kurz was zu sagen? Also ich glaube, was ich eingangs gesagt habe, trifft jetzt hier auch zu auf den Fall. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, für welchen Anwendungsfall braucht man dann auch sichere Identitäten. Und die kann man ja dann, wie gesagt, mit einem Secure Element absichern, sei es der Personalausweis oder wie gesagt ein sogenanntes Abbild auf dem Mobile Phone, das dann aber auch entsprechend abgesichert ist mit Hardware. Und darauf können ja dann eben diese sicherheitskritischen Anwendungen aufsetzen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch andere Anwendungen gibt. Aber der große Vorteil, den wir jetzt haben, ist, wenn wir dann so eine Art Wallet haben, dass wir dann relativ leicht auch solche anderen Anwendungen eben bedienen können. Ja. Das heißt, da haben wir dann den großen Vorteil, den sollten wir auch nutzen, nach meiner Meinung. Ja, ich würde an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen was zur Rolle des Staates in dem ganzen System sagen, weil wir sehen ja, also es ist ja ein Unterschied, Identifizierung und und Authentifizierung hinterher. Also es ist sehr einfach, ein System aufzusetzen, wo ich sicher denjenigen wiedererkenne, der das Profil angelegt hat. Es ist aber sehr, sehr schwierig oder aufwendig, sicherzustellen, dass es diese Person Mickey Mouse, die ihre Daten da eingetragen hat, auch wirklich gibt. Und
wenn man dann guckt, wie sehen auch alternative Systeme aus? Sie hatten ja vorhin schon erwähnt, es gibt Videoident, Postident, irgendwelche Fotoident, Selfieident oder wie man sie auch nennen mag. Aber interessanterweise, all diese Systeme, auch wenn ich auch von ausländischen Plattformbetreibern, was weiß ich, wenn ich mich bei Airbnb identifizieren müsse, die setzen immer auf eins. Die setzen nämlich auf ein staatliches Dokument. Das heißt, die Rolle des Staates als der Identitätsbestätiger, die ist nirgendwo sozusagen in Frage gestellt. Und das ist sozusagen die Kernkompetenz, die der Staat hat, dass er nämlich die Bürger sicher identifiziert, sicher registriert. Und da ist dann wirklich die Frage, wie kann man denn diese Kernkompetenz, die wir tatsächlich haben und die ja unbestritten ist, sozusagen in die digitale Welt komplett mit rübernehmen. Und da braucht man ja nicht den Medienbruch, dass ich versuche, irgendwie das einzulesen, wieder über irgendeinen Videokanal und zu verifizieren. Da muss ich doch eine Möglichkeit haben, die staatliche EID sozusagen unmittelbar mit zu übernehmen in dieses Thema. Und das ist also die Rolle des Staates, die ich dabei sehe. So die Grundbestätigung der Identitäten, die ist, denke ich, auch unbestritten. Ja. Wir haben über das Vertrauen der Anwender in den Staat auch schon so ein bisschen gesprochen. Bei der Durchsetzung einer solchen ID spielt dieses Vertrauen ja eine große Rolle. Und es gibt natürlich auch Gruppierungen, ich nenne sie mal Stakeholder, die nicht so richtig mitziehen wollen, wenn es um die Identifikation einzelner Menschen geht. Wenn ich jetzt zurückdenke an den Chaos Computer Club, ja, dann ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage, die wir hier in dem Kreis eigentlich ansprechen müssen, wie kann man die Stakeholder jetzt besser abholen? Wie kann man die Leute, die eigentlich durch bloßes Dagegenschießen, durch Diskreditieren von der Lösung hier Schaden anrichten letztlich, wie kann man die abholen? Gibt es dazu Konzepte hier in der Runde, wie man diese Stakeholder einbindet? Ja. Also an alle die Frage. Ja, vielleicht kann ich mal beginnen. Also ich glaube, genau, das Self-Sovereign-Identity-Konzept ist ja ein offenes Konzept. Da ist ja nichts Geheimes dran. Jeder kann das nachlesen. Es gibt ganz viele Standards und viele Technologien werden ja auch Open Source sein. Und genau, alle, die in der Lage sind zu helfen, das System sicherer zu machen, sind da sicherlich von Anfang an mit eingeladen. Genau, das ist so mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eigentlich auch, wir wissen ja eigentlich, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das heißt, wir müssen uns immer darauf einstellen, dass mal was passiert. Und ich glaube, da müssen wir halt auch eine gewisse Lockerheit generieren und einfach sagen, es wird auch in der Zukunft was passieren. Wir müssen das so schnell wie möglich identifizieren, müssen damit vernünftig umgehen, müssen die Lücken schließen und dann halt da wieder Vertrauen aufbauen. Also ich glaube, das ist so, diese hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Und wenn der KS Computer irgendwas findet, dann findet er das und dann sagen wir, das ist gut. Und dann überlegen wir uns, wie wir das wieder schließen können und dann ist es wieder besser. Und dann können sie auch weitersuchen. Also ich glaube, wir brauchen auch da eine andere Grundhaltung. Und es geht nicht immer um 100%, sondern die 99%, die reichen. Und wir müssen mit den Restrisiken umgehen. Und da gibt es ja neben ganz schnell reagieren, auch natürlich auch Versicherungen oder wer übernimmt die Verantwortung, wenn was passiert. Das kennen wir ja alles und das müssen wir auch austaktieren, um am Ende, und ich glaube, am Ende geht es darum, dass wir Vertrauen aufbauen müssen, dass alle, die mitspielen, vertrauenswürdig sind, damit die Bürger Vertrauen aufbauen können und die Akzeptanz der Technologien und der Dienste, die dahinter stecken, aufbauen können. Und das müssen wir gemeinsam schaffen. Und genau, und das zu managen, gehört halt auch mit zum Ökosystem. Ja. Er kann das machen. Frau Meister heute, glaube ich. Gerne. Also ich wollte auch noch mal sagen, okay, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie flexibel wir sind. Das heißt also, wenn man sieht, okay, dass bestimmte Verfahren eben nicht, sagen wir mal, jetzt nicht mehr 10 Jahre überleben, dann muss man auch rechtzeitig eingreifen, rechtzeitig dann Fail-Safe-Konzepte entwickeln und die dann aber auch kommunizieren. Ja, und da hilft natürlich auch, dass man da eben auch offen ist. Wie gesagt, Sie haben auch, das gerade das Thema offene Standards angesprochen, aber eben auch generell, dass man eben die Dinge publiziert, dass man also nicht sagt, eben alles, was im stillen Kämmerchen gemacht wird, ist jetzt sicher, sondern dass man eben Konzepte
anwendet, Protokolle anwendet, die dann eben auch erprobt sind, die man kennt und wo man auch die Möglichkeit hat, dann eben neue Dinge dann sozusagen modular dann mit zu erschließen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man von vornherein so eine Art Toolbox schaffen, was ja auch zum Beispiel bei eIDAS auch, um auf das Beispiel nochmal zu kommen, angedacht ist. Und die guten Nachrichten bei eIDAS ist ja auch so, das war ja am Anfang so ein bisschen, gerade das Thema EID, den nationalen sagen wir mal, Staaten überlassen, aber jetzt ist es ja so, dass es auch für die privaten Firmenanwendung geöffnet ist und das ist ja genau das Positive an eIDAS und das sollten wir eben auch entsprechend nutzen und auch dann kommunizieren. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, nicht nur national, sondern europaweit und möglichst auch international, weil wir leben eben nicht auf einer Insel, sondern wir müssen eigentlich auch gerade diese Themen wirklich in die Breite publizieren und die Angreifer, die sitzen auch nicht nur in Deutschland, die sitzen nämlich woanders, ne, auch, ja, wollte jetzt nicht sagen, vor allen Dingen auch woanders, das lag mir jetzt auf der Zunge, aber das kann ich natürlich nicht bewerten, aber wie gesagt, wir haben ja schon Beispiele gehört. Ja, ja. Und ich würde gern noch da den Aspekt einbringen, dass die Kritik, die Sie genannt haben an Systemen und ja nicht nur darauf beschränkt ist zu sagen, ich will die Sicherheit des Systems überprüfen, was ja vollkommen in Ordnung ist, dass ich aufzeige, ob ein System mögliche Schwachstellen hat. Diese Kritik ist ja oft auch durchaus aus einer Richtung motiviert zu sagen, ich möchte gar nicht, dass jemand sicher identifiziert werden kann, aus einem gewissen Freiheitsgedanken heraus. Und da ist einfach das Bewusstsein einfach zu wecken, dass es ja auch meinem eigenen Schutz dient, wenn nicht jemand anders unter meinem Namen ein, was weiß ich, ein Auto anmieten kann und damit irgendwelchen Unsinn anstellen kann. Also der Schutz vor einem Identitätsmissbrauch, dass es genauso ein Freiheitspunkt ist wie sozusagen der Schutz meiner persönlichen Daten. Und dass man dieses tatsächlich mal auch mit ins Bewusstsein bringt, dass es nicht nur Vorteile bringt, wenn man eine unsichere Identifizierung hat. Das passt sehr gut zu einer Frage, die hier eingegangen ist aus dem Publikum. Gibt es neben den vielen Chancen vielleicht auch die Gefahr einer digitalen Scheinidentität? Und wie könnte man das verhindern? Hat dazu jemand von Ihnen eine Idee? Ja, indem man auf das staatliche Identifizierungssystem setzt. Ich habe es vorhin schon gezeigt. Unser Personalausweis, unser Meldewesen, dass man sicherstellt, dass eine Identität tatsächlich nur beruht auf sozusagen der staatlichen Garantie, dass diese Person registriert ist mit einer Geburtsurkunde und später mit ihrem Personalausweis. Ja, und wichtig ist ja natürlich auch der andere Fall, dass eine Identität auch nicht so ohne weiteres übernommen werden kann. Das heißt also, das ist ja auch eine ganz große Gefahr und auch gerade bei finanziellen Transaktionen kann das also zu einem richtigen Problem für die entsprechenden Personen dann führen. Und insofern ist das auch ein Thema, wie kann man diese EID dann auch wieder nutzen, diese sichere Identität, um dann eben auch solche Bedrohungen dann in finanzieller Hinsicht sagen wir, zu schützen, weil auch gerade da ist es ja auch so, dass, das kennen wir ja auch, dass viele auch schon das Mobile Phone nutzen, um dann eben auch finanzielle Transaktionen dann eben entsprechend abzuwickeln. Mhm. Ja, und das ist ja auch die Frage, wie weit fasst man jetzt digitale Identität, ja. Wenn man da einfach nochmal einen Schritt weitergehen würde und beispielsweise sagt, man guckt sich auch mediale digitale Identitäten an, dann gibt es da natürlich schon Angriffsvektoren, also gerade das Thema KI und Deepfakes sind da ja so die klassischen Stichworte, wo wir natürlich also als BSI jetzt auch daran arbeiten, hier diese Angriffsvektoren zu identifizieren und natürlich Gegenmaßnahmen, also entsprechende Presentation Detection durchzuführen, um halt eben genau solche medialen Identitäten eben auch abzusichern und da entsprechende Fakes zu identifizieren. Ja, und vielleicht kann ich jetzt doch mal nochmal einen Standard zitieren. Und zwar bei Etsy ist jetzt auch letztens ein Standard entwickelt worden. Der hat also praktisch diese Lücke geschlossen in Richtung Identity Proofing. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben auch die Identität überprüft und da dem Anwender da eben auch, sagen wir mal so, Proposals oder Anwendungsmöglichkeiten zur Hand gibt oder so eine Toolbox, wie ich eben schon gesagt habe, sodass er dann die Möglichkeit hat, dann eben entsprechend auch die Identität zu überprüfen.
Und wichtig ist natürlich, dass die und auch gerade in dem Kontext digitale Signaturen, weil nichts ist schlimmer, als wenn man mit einer falschen Identität dann qualifizierte Signaturen also jetzt erstellen könnte. Ne? Dann hätte man nämlich das Drama perfekt. Also müssen wir also diesen ganzen Weg sozusagen, den müssen wir eben auch entsprechend sicher gestalten, sodass das nicht passieren darf. Ja. Ja, ich möchte auch mal, also ich bin grundsätzlich bei Ihnen, dass natürlich die hoheitliche Definition, welche Person es ist, weltweit natürlich absolut notwendig ist und die starken Identifikationsverfahren, wie jetzt die IAD-Funktion des Personalausweises, Videoidentität, Postregister, beruhen ja immer darauf. Auf der einen Seite möchte ich auch dafür werben, dass wir sagen, warum sollen wir nicht, sagen wir mal, halt auch leichter beginnen. Also wir haben ja die Verifikation über Mobilfunk, SMS oder sowas, wo wir dann über die Zahlungssysteme ja auch indirekt wissen, alle, die das machen, die haben ein Konto, irgendwann mal ihren Personalausweis vorgelegt. Genau, das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Es ist nicht das Gleiche, aber vielleicht sollten wir sagen, vielleicht müssen wir da auch mal locker beginnen, um hier Masse und Schnelligkeit und Breite hinzukriegen und dann einfach zu schauen, wie gehen wir damit um. Vielleicht werden da 2, 3 Probleme mehr auftreten, aber die müssen wir dann auch handeln. Wir müssen vielleicht auch dann die Benutzer nochmal hier besonders umsetzen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir da locker mit umgehen und genau wissen, welchen Level hat welche Eigenschaften und wo liegen die Risiken. Und wir werden sicherlich auch Identitäten haben, die eher dann anonymisiert oder pseudonymisiert genutzt werden können. Auch das müssen wir mit berücksichtigen, um dann die Bedürfnisse aller Bürger dann auch in allen Ebenen mit umsetzen zu können. Aber das werden wir ja sicherlich hinkriegen. Ja. Wir haben hier noch eine meiner Ansicht nach wichtige Frage nach dem elektronischen Personalausweis. Riesenpotenzial, aber es gibt keinen Vertrieb für diese Funktionalität. Natürlich ist der Staat nicht unterwegs als Vertriebsorganisation, aber wir haben ja in der Impfkampagnengestaltung auch Kreativität entwickelt, wie wir die Leute zum Impfen bekommen. Kann man ähnliche Aktionen machen, um den Personalausweis zu verbreiten in seiner Funktion? Das ist hier eine Anmerkung, die ich sehr interessant finde. Aber ich muss leider diese spannende Diskussion unterbrechen. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, Herr Taube und Norbert, ihr hättet bestimmt gerne noch was dazu. Wir hätten noch 6 Minuten. Aber nein, wir nach meinem Zeitplan und dem von der Regie müssen wir jetzt leider unterbrechen. Ich darf mich als Störer entschuldigen, aber finde eine super spannende Diskussion, die ich auch gar nicht anders zusammenfassen kann, weil mir nämlich auch die Zeit fehlt und das, der wird sie nicht gerecht. Es geht um Know-how und es geht um Kompetenz bei Anwender und auf Anbieterseite. Und ich glaube, wir können, wenn wir die Digitalisierung da richtig nutzen, nicht den Fehler machen, analoge Welt 1:1 übertragen. Ich glaube, an ganz vielen Stellen haben wir die Möglichkeiten, die haben Sie beleuchtet, gesehen. Ich bin begeistert, was uns noch alles bevorsteht. Ich glaube, wir müssen noch herausfinden, das ist auch Ihre letzte Frage gewesen, wie kriegen wir wirklich die Dinge in den Markt? Vielleicht brauchen wir auch manchmal noch ein besseres Marketing, staatlicherseits, aber auch von vielen anderen Stellen, um die Dinge, die Sie beschrieben haben, die mich echt begeistern, auch wirklich realisieren zu können. Und an der Stelle muss ich leider, weil wir haben auch einen Staatsminister, der gleich noch reden will. Und ich bitte um Entschuldigung, dass ich so da reinbrechen muss. Und Herr Popp, Entschuldigung, wenn Sie da eine falsche Zeit anbekommen haben, wir müssen leider abbrechen. Es war spannend. Ich sage ganz vielen Dank an Sie alle, an Sie, meine Damen, an Sie, meine Herren. Ganz herzlichen Dank auch von mir. Es war sehr, sehr interessant. Danke. Ja, ganz vielen Dank nochmal und ich darf an der Stelle den nächsten Event noch ankündigen, den wir ganz kurz noch vor Herrn Herrmann haben. Es ist etwas Ungewöhnliches und wir haben uns gedacht, wir möchten Ihnen auch mal etwas mit Cybersicherheit nahebringen und das soll all das, was Sie vielleicht mit Kultur, mit Gamification und vielleicht mit Freude auch mal genießen können. Cybersicherheit mal aus einer ganz anderen Ecke betrachtet, von jemandem, der mal erfolgreich ein Startup gegründet hat, der mal ein Clustermanager war, der heute der Geschäftsführer von Digital Sicher NRW ist und der ein ganz, ganz tolles Hobby hat und uns jetzt deshalb ein Cybersecurity Poetry Slam bringen wird. Freuen Sie sich mit mir auf Christian Schmickler.
Ja, wagen wir zunächst einen Blick zurück zu den Anfängen des Internet. Was in den 60ern mit der Forschung zum ARPANET begann, wurde zum World Wide Web, das Berners-Lee 1990 ersann. Ein Monument der menschlichen Geisteskraft und ein Meilenstein nicht nur für die Wissenschaft. Der Blick zum Beginn der Vernetzung beweist, es entstand wieder ein neuer Pioniergeist, eine Aufbruchsstimmung in eine gerechtere Welt, niemand mehr auf sich allein gestellt. Wissen für jeden zugänglich gemacht, Informationen für alle, so war es gedacht. Hä, bin ich etwa schon drin oder was? Sagte Boris Becker, nicht nur zum Spaß. Was war das für ein Gefühl, online zu sein? Man spürte es förmlich, die Welt wurde klein. Ein großes Wir-Gefühl entstand, eine Gemeinschaft unabhängig vom jeweiligen Land, Verbindungen von Kontinent zu Kontinent und mehr Möglichkeiten als Sterne am Firmament. Es ging darum, diese große Vision zum Leben zu erwecken, fernab von Gefahren, von Sorge und Schrecken, eine Sphäre frei von Werbung, keine wirtschaftspolitischen Interessen. Den schnöden Mammon, den konnte man vergessen. HTTP, das war noch sicher genug, denn noch lange dachte keiner an Spionage und Betrug. Trolle, das waren nur Fabelwesen, von Fake News hatte man noch selten gelesen. Trojaner, das waren doch die mit dem hölzernen Pferd und von Malware hatte man noch nie was gehört. Wurden dem Cyberspace dann Beschränkungen auferlegt, hat man diese ganz kreativ und schnell hinweggefegt. Manche Industrie wollte sich in Abschottung versuchen und musste kurzum heftigste Verluste verbuchen. Versuchte jemand, den freien Nutzer zu bevormunden, wurden mit Napster oder Mega ganz schnell Antworten gefunden. Inzwischen ist der Cyberraum der Kern der Welt, der alles ganz im Inneren zusammenhält. Doch geht die Digitalisierung erst jetzt so richtig an den Start. Die ganz großen Würfe haben wir uns noch für die Zukunft aufgespart. Wenn 5G, IoT, Quantencomputer und KI unsere Welt gestalten, dann ist es für uns auch an der Zeit, einen Moment innezuhalten. Ob dieser Zeit neuer Pioniergeist und Goldgräberstimmung gebührt oder diese Entwicklung zu einem digitalen Scherbenhaufen führt, das gilt es für uns reflektiert und mit Vernunft zu gestalten, denn wir wissen, die Entwicklungen sind nicht aufzuhalten. Herausforderungen gibt es wirklich zahlreich und diese betrachten wir nun sogleich. Täglich sind Endgeräte zu Tausenden infiziert, Netzwerke werden am laufenden Band infiltriert und sind die Daten von Ransomware ganz sicher chiffriert, haben auch die Systeme meist längst kapituliert. Die Phishing-Mail wird so gebaut, dass dir der Köder schmeckt, für dich hat der Social Engineer was ganz Besonderes ausgeheckt. Ach, wie schön, dass sich mal jemand für mich interessiert. Nee, schau da mal besser hin, du wirst hier gerade dressiert. Beim Social Engineering erproben Ingenieure ihre Sozialkompetenz. Nur in mancher Mail scheitern sie noch an Eloquenz. Bei APT hält sich manch Angreifer sehr gut versteckt und bleibt vielleicht für immer völlig unentdeckt. Und bei jedem Zero-Day-Exploit werden Schwachstellen ausgenutzt und das noch heute. Wer liest nun meine E-Mails mit? Ich tippe da auf Emotet. Angriffe und Erpressung, die scheinen sich sehr zu lohnen. Umsatz und Schaden gehen längst in die Billionen. Selbst der Drogenhandel-Umsatz kann inzwischen nicht mehr mithalten. Cybercrime lässt sich so herrlich vielfältig gestalten. Der Service der Hacker ist oft sehr kundenorientiert. Die Leute, die sind richtig gut qualifiziert. Herrscht bei den Hackern eigentlich kein Fachkräftemangel? Oder wie bekommen die die ganzen guten Leute an die Angel? Und kommt ein Hacker mal nicht weiter und sieht rot, gibt es Cybercrime as a Service, auch im Sonderangebot. Vieles müsste gar nicht sein, das ist der Verdruss, gäbe es nicht neuen IoT-Schrott im großen Überfluss. Denn was nach dem Verkauf passiert, das interessiert manch Hersteller nicht, dank fehlender Produkthaftung und Updatepflicht. Und lässt sich ein System mal nicht durchbrechen, wird schnell gefordert, die Sicherheit per Gesetz zu schwächen. So wird zuweilen Unsicherheit aktiv gestaltet und Schäden und andere Folgen dann nur noch verwaltet. Auch außerhalb der Sphäre der ausgemachten Kriminalität fordert uns das Netz heraus, von morgens früh bis spät. Online fühlen sich viele wie die Könige der Welt und verhalten sich, wie es wirklich nur ihnen gefällt. Oh mein Gott, was ist dir denn passiert? Hast du etwa einen Shitstorm kassiert? Wenn du sagst, bei deiner Schwiegermutter wird dir Angst und Bang, dann schau dir mal meine Twitter-Kommentare an. Die vermeintliche Anonymität lässt viele den Anstand verlieren und lädt ein, sich bei Cybermobbing und Hate Speech abzureagieren. Wie es den anderen dabei geht, das fällt kaum ins Gewicht und so wird Social Media auch zu einem Ort voller Angst, Hass, Twitter und dem Wetterbericht. Mit Authentizität hat das, was wir auf Insta sehen, nur selten was zu tun. FOMO hält uns trotzdem davon ab, uns jemals auszuruhen. Die Anzahl deiner Follower bestimmt, ob du recht hast oder nicht und kaum einer erkennt noch, ob jemand Fakt oder Meinung spricht. Und wird etwas gelöscht, wird schnell die Frage adressiert, ist das jetzt noch Moderation oder wird hier schon zensiert?
Die Entscheidung, ob etwas entfernt wird, liegt dann in ganz privater Hand. Wer was verbreiten darf, bestimmt zumeist ein großer Tech-Gigant. Mit der Privatsphäre spielen die Großen Katz und Maus. Für sie sehen wir alle ziemlich gläsern aus. Und manchmal ist man wirklich verdutzt, so schamlos werden rechtliche Grauzonen ausgenutzt. Über Werbenetzwerke und Tracking wirst du nur ganz am Rande informiert. Was du liebst, was du fürchtest, der Kopf ist längst infiltriert. Über den Datenschutz erklären sich die Großen längst zum Sieger und manche Verordnung entpuppt sich als zahnloser Tiger. Dieser Maßlosigkeit stellen wir uns nur sehr zögerlich entgegen. Es wäre längst an der Zeit, schärfere Maßnahmen anzuregen, das Datensammeln zu bändigen, die Nutzer zu schützen. Das würde uns als ganzer Gesellschaft sehr nützen. Wir machen das mit, sind online zu fast allem bereit. Wir lassen die digitalen Hosen herunter und suhlen uns in Sorgenlosigkeit. Hier Free Wi-Fi, das ist ein Zauberwort, immer kostenlos verbunden und alle Bedenken sind hinfort. Ich kleiner Mensch bin doch so wenig relevant, meine Daten sind für die doch völlig uninteressant. Was die alles machen, das will ich gar nicht wissen, nachher bekomme ich noch ein schlechtes Gewissen. Und selbst wenn ich es wollte, schauen sie mich an, könnte ich das denn verhindern? Da glaube ich nicht dran. Es ist nun mal eine App, die ich dringend brauche, denn alle meine Freunde nutzen die ja auch. Ich stimme zu. Ist dann sehr schnell geklickt, auch wenn kaum jemand Inhalt und Implikationen durchblickt. Die Risiken werden instinktiv nur peripher wahrgenommen, denn unsere Schutzinstinkte sind im Digitalen noch nicht angekommen. Ich frage mich, wollen wir nicht verstehen oder warum ist die Einsicht so schwer? Muss da wirklich erst die digitale heiße Herdplatte her? In Sachen Bildung brauchen wir eine Revolution, besonders die Schulung einer digitalen Intuition, die uns sicher durch den Cyberspace navigiert und gerade bei Gefahren zuverlässig alarmiert. Zwischen Information und Meinung differenzieren, kritisch, analytisch denken und andere Standpunkte respektieren, Konzentrationsvermögen und Empathie, das ist für mich echte Digital Literacy. iPads gibt es dank Förderung bald wie Sand am Meer, doch das hilft uns nicht weiter, denn Inhalte, Didaktik und Lehrer, die müssen doch dringend her. Ich empfinde diese ganze Diskussion als Qual, denn allein durch Geräte werden wir nicht digital. Wie bekommen wir nun die IT-Sicherheit da draußen adressiert? Ich habe mal versucht und einen Lehrplan skizziert. Helm aufziehen, Gurt anlegen, Hände waschen, mehr bewegen, Sonnencreme auf die Haut, mit Prävention sind wir vertraut. Nur digital fällt uns das schwer, da muss bessere Vorsorge her. Machen wir es wie beim Zähneputzen, ein paar Minuten täglich nutzen. Passwort lang und Sonderzeichen, so lässt sich schon viel erreichen. Um Sicherheit noch mehr zu stärken, lass Passwortmanager Passwörter merken. Und die beste Kombination ist die Zwei-Faktoren-Authentifikation. Codes bekommst du zugespielt und so wird ein toller Schutz erzielt. Einen guten Virenscanner nutzt der Laie wie der Kenner und so kommen Viren noch so klein nicht in dein System hinein. Auch mit Updates kannst du dich beglücken und schließt auch große Sicherheitslücken. Festplatte verschlüsselt, Firewall aktiviert, so ist selten Übles passiert. Und ist der E-Mail-Filter richtig kalibriert, wird manche Phishing-Mail direkt aussortiert und taucht doch einmal eine Spam-Mail auf, klickst du einfach gar nicht drauf. Und schreibt der Chef ganz plötzlich, überweis sofort das Geld, denk an IT, ruf ihn an und sei ein echter Held. Und sind die Daten doch mal plötzlich weg, bekommst du vermutlich einen großen Schreck. Dann bist du aber sicher, die Vorsicht war kein Firlefanz und dankst dir selbst sehr herzlich für Backup und für Redundanz. Wir sehen, Technik muss gar nicht so technisch klingen. Ich glaube, wir müssen das Thema mit Freude an die Menschen bringen. Den Status quo können wir nicht beibehalten. Es ist an der Zeit, die Zukunft mutig zu gestalten. Lassen wir sichere Systeme nicht per Gesetz schwächen, aber Mindesthaltbarkeitsdaten für Software besprechen. Heben wir das Potenzial, das von Open Source ausgeht und schaffen wir Lösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Denken wir schon bei der Entwicklung der Technologie daran, dass ein Nutzer auch sicher mit ihr umgehen kann. Entwickeln wir ein Bildungssystem, das die individuellen Stärken aktiviert und die wirklichen Herausforderungen der Zukunft adressiert. Das Verständnis für das Digitale schafft ganz universal und das die individuelle Souveränität fördert, analog wie digital. Dann werden Digital Literacy und ein hohes Maß an Sicherheit auch zu unserer gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit. Uns helfen hier keine Kompromisse oder Bürokratie. Wir brauchen echte Investitionen in Bildung und in Zukunftstechnologie. Liebe Politik, Bildungsinstitutionen, Forschung, Unternehmen, wir sind jetzt alle dran. Lösen wir alte Krusten und packen beherzt gemeinsam an. Lassen Sie uns die Köpfe eng zusammenstecken und neuen Pioniergeist und Begeisterung wecken.
Netzwerke schützen Netzwerke. Wir sind dazu bereit, gemeinsam in der Allianz für Cybersicherheit. Vielen Dank, Christian. Das war ein ganz toller Ausblick. Die Politik, die du angesprochen hast, die ist übrigens in exakt 3 Minuten auch online. Ich weiß, der Herr Staatsminister ist sozusagen schon fast hier digital. Insofern machen wir keine Pause. Bleiben Sie bitte einfach sitzen. Und lieber Christian, mir hat der Vergleich mit der Sonnencreme am besten gefallen. Du hast so recht, ja. Jeder putzt sich die Zähne, jeder wäscht sich die Hände. Wir nutzen Sonnencreme, machen wir es auch digital. Und ich glaube, über Ideen von digitaler Sonnencreme haben wir heute schon ganz viel gehört. Ganz toll, vielen Dank für deine Zusammenfassung. Dankeschön. Wir haben jetzt noch exakt 2 Minuten. Ich weiß, ich gucke da, genau, die sollten wir jetzt noch umbringen. Okay, dann freue ich mich jetzt, Ihnen ankündigen zu können, dass der bayerische Staatsminister und Mitglied des Landtages, Herr Joachim Herrmann, uns jetzt ein Grußwort ausrichten wird. Ich rechne eigentlich damit, ich gucke jetzt gerade, dass er da ist und er ist schon da. Wunderbar. Herr Herrmann, schön, dass Sie da sind. Ich kann Sie sehen. The floor is yours. Ja, vielen herzlichen Dank. Ein herzliches Grüß Gott in die Runde, liebe Wintergerst, liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihnen allen ein ganz herzliches Grüß Gott. Ich freue mich über die heutige Veranstaltung zur Cybersicherheit, ein Thema, das außerordentlich wichtig ist und das natürlich den Staat genauso wie die vielen Unternehmen in unserem Land gleichermaßen betrifft. Nie war digitale Souveränität wichtiger als heute. Bis Ende dieses Jahres werden weltweit voraussichtlich 50 Milliarden digitale Endgeräte miteinander vernetzt sein. Das bedeutet natürlich enorme Potenziale für Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Potenziale, die Staat und Gesellschaft nutzen wollen. Klar ist aber auch, ein wirksamer Schutz unserer Infrastrukturen und Endgeräte vor Cyberangriffen muss weiterhin an erster Stelle stehen. Das gilt für den Einzelnen genauso wie für Online-Angebote von Behörden, von Banken und Unternehmen. Die Sicherheitsmechanismen zum Schutz vor missbräuchlicher Verwendung digitaler Identitäten haben sich hier deutlich verbessert. Ich nenne nur 2-Faktor-Authentifizierungssysteme, Video-Ident-Verfahren oder die Online-Ausweisfunktion. Dennoch sind Pressemeldungen über die Kompromittierung gewaltiger Mengen von Hackern erbeuteter personenbezogener Daten inzwischen fast an der Tagesordnung. Ich darf nur erinnern, Anfang des Jahres die Daten von mehr als 533 Millionen Facebook-Nutzern im Internet veröffentlicht. Auch fremde Mächte machen sich die Angriffsflächen unserer mehr und mehr digitalisierten Lebensbereiche leider zunutze. Cyberspionage verursacht jährlich Schäden in Milliardenhöhe, kostet wertvolle Arbeitsplätze und entzieht unserer Wirtschaft bedeutende Wettbewerbsvorteile. Laut einer aktuellen Studie des Digitalverbands Bitkom entsteht allein deutschen Unternehmen durch Diebstahl, Spionage und Sabotage jährlich ein Gesamtschaden in Höhe von über 220 Milliarden Euro. Und die Zahlen steigen weiter. 88% der Unternehmen in Deutschland waren 2020 und 2021 von Angriffen betroffen. In den Jahren 2018 und 2019 wurde noch von 75% gesprochen. Man spürt, man sieht, das nimmt rasant zu. Gerade für Unternehmen ist es daher essentiell, die Daten ihrer Kunden sowie ihre eigenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse effektiv vor Diebstahl und Spionage zu schützen. Aber auch wir als Staat haben einen Schutzauftrag gegenüber Wirtschaft und Gesellschaft in der digitalen Welt. In Bayern sind wir uns dieser Verantwortung bewusst und haben die Weichen schon früh richtig gestellt. Unser Ziel ist ganz klar,
höchstmögliche Sicherheit für Bayerns Bürgerinnen und Bürger zu und die Unternehmen zu schaffen und die Handlungsfähigkeit gleichzeitig auch für unsere Staatsverwaltung selbst zu schützen. Darum haben wir bereits 2013 eine umfassende Cybersicherheitsstrategie auf den Weg gebracht. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Aufbau und der kontinuierlichen Fortentwicklung einer schlagkräftigen Cybersicherheitsarchitektur. Dafür haben wir zentrale Ansprechstellen im Freistaat Bayern auf- und ausgebaut. Dazu gehören zum einen das Cyber-Allianz-Zentrum Bayern beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Dazu gehört die zentrale Ansprechstelle Cybercrime beim Bayerischen Landeskriminalamt. Dazu gehört auf Seiten der Justiz die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg für ganz Bayern. Dazu gehört das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das sich um die Sicherheit der staatseigenen Infrastruktur kümmert. Und dazu gehört auch das Landesamt für Datenschutzaufsicht. Insgesamt ist das eine schlagkräftige Allianz. Gerade in der Digitalisierung gilt ja, Stillstand ist Rückschritt. Um den ständig ändernden und wachsenden Bedrohungen aus dem Internet wirkungsvoll zu begegnen, entwickeln wir unsere Angebote darum kontinuierlich fort. So bietet das Landesamt für Verfassungsschutz bayerischen Unternehmen zum Schutz vor Cyberspionage und Sabotage aktuell und kompetent Präventionsangebote zur Spionageabwehr. Außerdem sorgen wir dafür, dass die bayerische Polizei mit modernster technischer Ausrüstung und personeller Verstärkung bestens für die Herausforderungen der Digitalisierung und auch die Entwicklungen im Bereich Cyberkriminalität gerüstet ist. Bei ihrer präventiven wie auch repressiven Arbeit im Kampf gegen Kriminelle im Netz besitzen unsere Polizeibeamtinnen und Beamten ein Höchstmaß an Professionalität. Um mit den kürzlich bei der Bayerischen Polizei ins Leben gerufenen sogenannten Cybercrime Quick Reaction Teams steigern wir die hohe Qualität der Ermittlungen und vor allen Dingen auch die Reaktionsgeschwindigkeit bei Cyberstraftaten noch weiter. Im Rahmen eines Pilotprojekts erprobt die Bayerische Polizei in diesem Jahr überdies als erstes Bundesland den vollmobilen Einsatz eines vollwertigen IT-Forensiklabors. Mit diesem Spezialfahrzeug sind alle Geräte zur digitalen Beweissicherung, entsprechender Software sowie Arbeitsplätze zum Sichern und Sichten digitaler Beweise unmittelbar vor Ort verfügbar. Die Erfahrung hat außerdem gezeigt, wir brauchen eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung der zentralen Behörden, die für die Cybersicherheitsaufgaben zuständig sind. Deshalb wurde Anfang 2020 mit der Cyberabwehr Bayern eine neue behördenübergreifende Informations- und Kooperationsplattform ins Leben gerufen. Damit ermöglichen wir einen schnellstmöglichen Informationsfluss zu relevanten IT-Sicherheitsvorfällen und auch abgestimmte Abläufe. Dazu wird derzeit beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz als Sitz der Cyberabwehr Bayern ein hochmodernes Lagezentrum eingerichtet. Dort bündeln wir alle wesentlichen Erkenntnisse zur Cybersicherheitslage in einem jeweils ganz aktuellen Lagebild. Meine Damen und Herren, mit unseren umfassenden Maßnahmen und Strategien für mehr Cybersicherheit tragen wir vor allem zwei Erkenntnissen Rechnung. Erstens, nur wer umfassende Erkenntnisse über die aktuellen Gefährdungen besitzt, kann diese dann auch wirksam bekämpfen. Und zweitens, Sicherheit ist, wie übrigens auch in der analogen Sicherheit, Sicherheit ist kein fertiges Produkt. Cybersicherheit ist ein kontinuierlicher Prozess, der ständig vorangetrieben werden muss und in dem gegenseitigen gemeinsamen Verantwortung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft liegt. Weil wir diese beiden Aspekte im Freistaat Bayern erfolgreich beherzigen, gilt bei uns auch in Sachen Cybersicherheit, in Bayern leben heißt sicherer leben. Wir wollen das, was die Menschen in analoger Sicherheit in Bayern zu schätzen wissen, auch kontinuierlich im Bereich der Cybersicherheit verwirklichen. Deshalb wünsche ich der heutigen Veranstaltung natürlich einen guten Verlauf,
anregende Diskussionen. Wir verfolgen das auch von Seiten des Freistaats Bayern intensiv und aufmerksam und werden auch unsererseits versuchen, daraus zu lernen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie auch real gesund bleiben und cybersicher. Alles Gute und einen schönen Tag. Vielen Dank, Herr Minister Herrmann. Sie hören den Applaus und ja, als ehemaliger Cyberpolizist weiß ich, dass gerade in Bayern eine sehr lange Kontinuität in den Bestrebungen an dieser Stelle Cybercrime zu bekämpfen sicherlich ihr ganz besonderes Gewicht hat. Sie haben es eindrucksvoll dargestellt. Ganz vielen Dank auch an dieser Stelle. Sie sind ja sozusagen dann die Kriminalitätsbekämpfung eines der letzten Welle, die uns dann noch Schutz hilft. Ganz vielen Dank, Herr Minister Herrmann. Freuen Sie sich mit mir auf das nächste Panel. Ich möchte aber auch noch zwei Dinge erwähnen. Wir haben hier einen very special guest unter uns, Herrn Carlo Trenhardt. Der ist mal 2,42 Meter hochgesprungen. Also bitte sprechen Sie ihn gerne an. Es ist einfach der größte Herr hier im Raum, wenn Sie ihn finden. Der längste. Gerne. Danke, Frau. Und ich möchte auch noch mal, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist und weil ich es auch bisher noch nicht gemacht habe, einen ganz besonderen Dank noch an das Münchner Cybersicherheitsnetzwerk ausrufen, die natürlich hier auch ganz viel mit unterstützt haben und die für vieles, was sie hier erleben, verantwortlich sind. Und deshalb gilt mein besonderer Dank an Herrn Möhring und seine Freunde, die hier ganz viel im Hintergrund gewirkt haben. Und wo wir bei denen sind, die die Cybersicherheit auch wirklich im Herzen tragen, das kann man von Frau Ute Richter auch sagen. Sie moderiert jetzt gleich das nächste Panel. Ich freue mich auf Sie. Sie ist Managing Director des Digital Hubs Cybersicherheit aus Darmstadt. Und sie steht für Vernetzen von Wirtschaft, von Forschung, von Start-ups. Dafür brennt sie. Und deswegen ist sie ganz genau die Richtige, um das Thema digitale Souveränität mal mit Schwerpunkten aus den deutschen Cybersicherheitsclustern, da wo die Innovation ist, da wo sie entsteht, hier zu besprechen. Freuen Sie sich mit mir auf ein Panel mit ganz tollen Panelisten und mit Frau Ute Richter. Danke, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich, auch da zu sein. Und es geht Ihnen vielleicht wie mir. Ich habe so das Gefühl, wir haben letztes Jahr zwei große Themen gehabt. Ein Thema haben wir jetzt im Wahlkampf die ganze Zeit noch weitergehört, digitale Transformation. Und das damit verbundene Thema war dann digitale Souveränität. Das haben wir schon sehr viel gehört gehabt. Und in unserem Panel heute gucken wir mal darauf, wo stehen wir genau mit der digitalen Souveränität? Was ist die Lage? Was sind die Themen, die da relevant werden? Natürlich Vertrauen, natürlich auch Punkte wie das Überprüfen, wie Hardware, wie Autarkie, gehört das denn überhaupt zur digitalen Souveränität? Also eine ganze Reihe von Fragen, denen wir heute nachgucken. Und ich freue mich wirklich, dass wir dazu ein sehr, finde ich, renommiertes Panel zusammengesetzt haben mit wirklich führenden Kräften der deutschen Cybersicherheitsforschung und der deutschen KI- und Robotikforschung. Und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt Professor Claudia Eckert begrüßen kann vom Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit. Das ist das Fraunhofer ISEC und auch gleichzeitig Professorin für, an der TUM in München. Dann, ich mache das in alphabetischer Reihenfolge, kommt Professor Sami Haddadin. Ich freue mich sehr, er ist der Direktor der Munich School of Robotics. Er ist auch Unternehmer. Und er beschäftigt sich schwerpunktmäßig natürlich mit dem Thema KI und Robotik. Dann haben wir vor Ort noch Professor Dr. Müller-Quade. Er arbeitet im Karlsruher Institut für Sicherheit, dem KIT. Und er ist da zuständig als Professor für IT-Sicherheit am ITI. Professor Müller-Quade, sind Sie auch da? Genau. Und wir haben heute auch einen Gast, der uns sich remote zuschaltet, nämlich Professor Weidner. Der ist
der Leiter des Fraunhofer SETs. Er ist auch Professor an der TU Darmstadt und er ist der Direktor des Nationalen Forschungszentrums für angewandte Cybersicherheit. Herzlich willkommen, Herr Professor Weidner. So, digitale Souveränität. Es gibt ja unheimlich viele Begrifflichkeiten, wie das Ganze definiert wird. Man würde sagen, eigentlich ist der größte Nenner wahrscheinlich zu sagen, es ist digitale Selbstbestimmtheit. Und ich weiß, dass Professor Eckert eigentlich sagt Selbstbestimmtheit ja, aber das muss man ein bisschen konkretisieren. Ja, würde ich gerne den Ball aufgreifen, den Sie mir jetzt ins Feld spielen. Selbstbestimmtes Handeln, digitale Souveränität. Ich mache das immer aus zwei Aspekten heraus. Einmal die digitalen Technologien müssen wir natürlich so einsetzen können, dass wir uns damit nicht selbstbestimmtes Handeln abschneiden. Da müssen wir eben sagen, was das bedeutet. Aber wir wollen natürlich auch die andere Seite. Wir wollen ja digitale Technologien nutzen, um generell selbstbestimmt handeln zu können. Das sind, denke ich, zwei bestimmte unterschiedliche Sachen. Und worauf Sie vielleicht ein bisschen anspielen, ich mache das immer ein bisschen plakativ, dass ich sage, naja, wenn ich selbstbestimmt handeln möchte, und das war ja auch so ein bisschen der Diskurs gerade um SSI-Themen, dann muss ich natürlich erstmal wissen, beurteilen können, was kann eine Technologie. Ich muss dann aber auch wissen, was möchte ich eigentlich, das war der Wertekanon, den auch Norbert Pohlmann schon angesprochen hat, das denke ich, müssen wir generell haben. Und dann, und auch das ist natürlich ganz klar wichtig, wenn ich weiß, was kann es, welche Bedeutung hat es, welche Risiken sind verbunden, was möchte ich eigentlich haben, welche Werte sind mir wichtig, dann muss ich natürlich trotzdem auch noch eine Wahlmöglichkeit haben. Ich muss Alternativen vorhanden haben. Das heißt, auch da müssen wir natürlich hin, um dann tatsächlich eine digitale Souveränität zu haben, sagen, was ist es, was wollen wir prüfen können, Alternativen schaffen. Das wäre so ein bisschen plakativ, mal die Säulen eingerahmt. Jetzt haben Sie ja das Thema Wahlmöglichkeiten gesagt und das wird ja oft sozusagen in der Diskussion über digitale Souveränität so diskutiert, dass man auch sagt, okay, wir müssen jetzt Wahlmöglichkeiten, bedeutet auch zum Beispiel, wir hatten eben Professor Haddadin gesprochen, Opel hat jetzt das Dilemma, dass sie momentan nicht produzieren können, die haben keine Wahl, weil sie die Chips nicht kriegen. Ja, ich glaube, das ist generell ein großes Thema in der Souveränität, nicht nur in der digitalen, sondern in der Technologiesouveränität, was wir ja in der KI-Robotik auch sehr, sehr stark sehen. Also, dass wir eben diesen Connect von Hardware und dann doch Software auch sehr eng haben und der dann eben bis dahin geht, dass ganze Werke geschlossen werden, weil eben bestimmte Produkte nicht mehr gefertigt werden können. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema oder eine ganz wichtige Fragestellung in diesem großen Komplex der Souveränität ist ja immer die Frage, an welchem Bereich der Wertschöpfung nimmt man denn teil? Also ist man sozusagen, das kennen wir aus dem Konsumerbereich sehr gut, sind wir eher ein reiner Konsument von Services, die uns zur Verfügung gestellt werden, in welcher Art und Weise auch das dann immer stattfindet, oder sind wir eben auch in all den Entstehungsprozessen beteiligt, bis hin zur Produktion von den Devices? Und ich glaube, da sehen wir eben ganz stark die letzten Jahre und muss sagen, die letzten 20 Jahre, dass eben auch gerade ein großes Thema, was ja bei der ganzen digitalen Transformation in der Regel ein wenig als eine Art schon fast anrüchige Diskussion gesehen wird, nämlich die Hardware selber, die Systeme, die uns die digitalen Services als Endgeräte oder also Frontends oder Backends dann eben zur Verfügung stellen, dass sie teilweise gar nicht mehr sozusagen in unserem Entwicklungskreis oder auch Produktionskreis sind. Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit, da die Technologien wirklich sozusagen nach unseren Maßstäben auch zu entwickeln und auch dann entsprechend in Krisen darauf reagieren zu können. Aber insbesondere sind wir eben auch kein Teil dieser Wertschöpfung. Und das geht eben bis hin zur Produktion. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir an der Stelle eben auch schauen, dass digitale Souveränität eben auch einhergeht mit, es muss ja auch irgendwo berechnet werden, es muss ja irgendwo gespeichert werden. Und in einer globalisierten Welt, in der die Verteiltheit von Daten und mehr auch Machine Learning-Algorithmen, all solche Themen dann auch wichtig werden, da muss es auch klar sein, dass man nicht nur den Service genießt in seinem Alltag, sondern eben auch dann in der gesamten Wertschöpfung bis hin zur Entwicklung eben da auch wirklich die wichtigen Themen zu einem gewissen Grade gestalten und shapen kann. Bei dem Shapen kommt ja oft auch das Thema auf, dass wir halt wieder mehr Produktionskapazitäten hier haben müssen. Also wir müssen gucken, dass wir Fabriken ausbauen, dass wir in der Lage sind, nicht mehr alles zu importieren. Und das ist aber irgendwie eine Frage, ob wir das wirklich schaffen können und ob das auch der Weg ist. Also Professor Weidner, ich würde Sie jetzt gerne mal an der Stelle sozusagen um Ihre Perspektive bitten. Ja, gerne. Also in Wirklichkeit, wir haben es gerade schon gehört.
Und die spannende Frage ist, glaube ich, wer ist eigentlich wir? Ja, also ich meine, die, die jetzt im Raum sitzen, können sicherlich nicht alles produzieren, auch München, auch Bayern, auch Deutschland nicht. Und dann muss man einfach sagen, digitale Souveränität muss man, glaube ich, in diesen Ketten definieren, die wir gerade auch schon gehört haben. Also ich glaube, wir müssen so weit kommen, dass wir sagen, in Europa muss die Wertschöpfung stattfinden können. Aber wir müssen gleichzeitig auch überlegen, wer sind sozusagen unsere internationalen Partner, die wir damit einbeziehen wollen. Also sind das beliebige, sind das nur Länder, nur Hersteller, die unser Wertesystem teilen und so weiter. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Also ich glaube, der Eckert hat anfangs schon viele wichtige Punkte genannt. Zertifizierung ist ein weiterer Punkt. Es geht ja hinten mit Hessen einher und so weiter. Also man muss die Wahlmöglichkeiten haben, man muss sie verstehen. Aber schlussendlich, es hilft alles nichts, wenn nicht irgendwas produziert wird, dem wir prinzipiell erstmal vertrauen können. Und das, glaube ich, ist an der Stelle die wichtige Frage. Wem wollen wir vertrauen und wie wollen wir das feststellen? Wie wollen wir das sowohl politisch als auch technisch dann möglichst sicher machen? Ja, das gebe ich jetzt mal an Professor Müller-Quade. Wie wollen wir denn vertrauen? Ja, vielen Dank. Ich denke, dass einfach in Europa produzieren nicht genug ist, um Vertrauen wirklich zu begründen, denn da könnte ja alles Mögliche passieren. Hm. Ich habe gehört, dass beispielsweise auch das Satellitenprojekt Galileo kein rein europäisches Projekt mehr ist. Das heißt, auch da sind wir vielleicht nicht mehr so souverän, wie wir das ursprünglich mal geplant hatten. Sondern was ich gerne hätte, wäre eine Nachvollziehbarkeit und eine Transparenz. Das löst nicht das Problem mit Opel. Wenn nicht genug Chips da sind, wäre es besser, wir könnten sie produzieren. Aber ich möchte mich eigentlich bei meinem Blick auf die digitale Souveränität auf dieses Misstrauen fokussieren, dass man vielleicht im Ausland hergestellten Produkten entgegenbringt, weil man denkt, die könnten uns ausspionieren. Und da denke ich, ist das Wichtigste, dass wir diese Produkte verstehen, testen und nachvollziehen können, dass die nichts Böses tun. Und dafür brauchen wir die entsprechenden Kompetenzen in Europa und in Deutschland. Und das Tolle ist, wenn man das mal gut begründet hat, wenn man das mal klar dargelegt hat, dann ist das eben auch sehr überzeugend und vielleicht sogar überzeugender, als wenn ich weiß, wo das Ding eigentlich herkommt, aber sonst weiß ich nichts darüber. Gut, wir haben dann das Ding, also den Chip zum Beispiel oder was auch immer wir dann kaufen, das importieren wir dann, bauen das bei uns ein und Sie haben jetzt gesagt, wir müssen das vorher testen, überprüfen können sozusagen, damit wir wissen auch, wie sicher ist das. Haben wir denn genügend Kapazitäten? Ich denke tatsächlich, da müssen wir, natürlich haben wir schon Kapazitäten, ich meine Fraunhofer-Institute beispielsweise, aber eben auch die anderen Standorte, die jetzt hier vertreten sind. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch was tun. Die Diskussion mit Huawei und 5G hat mir gezeigt, dass wir da rangegangen sind mit einer sehr einfachen Sichtweise. So was wir nehmen Huawei oder nicht. Aber es war nie in der Diskussion, wie man das irgendwie so gemischt aufbauen kann, dass sich vielleicht bestimmte Komponenten gegenseitig kontrollieren, dass man es vielleicht schafft, aus womöglich nicht vertrauenswürdigen Komponenten was Vertrauenswürdiges Ganzes zusammenzusetzen. Und da würde ich denken, da sollten wir ansetzen, parallel vielleicht zum Ausbau der Produktionskapazitäten, bei diesem Verstehen, wie man solche komplexen Systeme modular so aufbaut, dass sie sicher werden. Brauchen wir dann europäische Initiativen, die zum Beispiel dann diese Testkapazitäten und so weiter stärker, dieses Verständnis, was wir dann brauchen, uns auch stärker sozusagen zu verfügen. Also brauchen wir mehr europäische Kooperation oder ist das was, was wir hier in Deutschland machen sollten, Professor Weidner? Also natürlich brauchen wir europäische und weltweite Kooperation. Und also und ich denke, Jörn Müller-Quade hat gerade ein paar sehr wichtige Punkte gemacht. Das eine ist das Überprüfen. Und da muss man sich nochmal klar machen, Überprüfen ist etwas, was sehr, sehr, sehr begrenzt funktioniert. Ja, also auch Nachvollziehbarkeit und so weiter. Ich kann eine Komponente formal verifizieren, dann weiß ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Komponente formal verifiziert hat, hat sie diese Bedingungen erfüllt. Sie wird in der Cloud eingesetzt, täglich abgedatet im realen Leben, dann wissen wir es schon nicht und so weiter. Also sozusagen testen, zertifizieren funktioniert ganz hervorragend, wenn derjenige, der das Produkt dann zur Verfügung stellt, den Dienst leistet, per se erstmal nichts Böses möchte. Sobald der gegen mich arbeitet, ist es ein bisschen schwieriger. Ja, also da hilft alle Offenheit nichts und alle Transparenz erstmal nicht so furchtbar viel. Aber ich denke, den anderen Punkt, den Jan Müller-Quade gemacht hatte gerade, den darf man nicht vergessen. Also es gibt ja Architekturen, die sicherstellen, dass nicht vertrauenswürdige Komponenten nicht beliebig viel Unheil anrichten können. Und auch bei der Netzdiskussion ist es ja so, man diskutiert ja schon, wo kann man
Komponenten welche Hersteller unterbringen, weil manchmal richten sie da mehr Schaden an als dort. Und das muss man, glaube ich, auch im Kopf betrachten. Also nochmal, ich denke, wir brauchen internationale Kooperationen, nicht nur in Europa, auch weltweit. Und es ist immer wieder die Frage, wir, also wer produziert, wer ist das wir, aber auch wer überprüft und testet dann, das sind auch wir. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Also wir sind immer sehr schnell zu sagen Deutschland und dann hoffentlich Europa, aber man muss tatsächlich auch internationale Netze schmieden, denen man dann vertrauen möchte oder kann. Wie ist das denn in Ihrem Bereich, Professor, da mit den internationalen Netzen, die Sie schmieden? Wie funktioniert das denn da konkret? Ja gut, das ist jetzt eine Frage, die kann man wahrscheinlich nicht ganz pauschal beantworten, aber am Ende sind das ja alles, also wenn Sie jetzt das Roboterauto, das autonome Fahrzeug oder die Drohnen oder Roboterassistenten für die Produktion, also alles, was, sagen wir mal, da die nächsten Jahre auch mehr und mehr kommt, also diese intelligenten Systeme, sagt man dann ja immer, die dann eine Lernfähigkeit, Interaktionsfähigkeit mit den Menschen dann auch irgendwo haben, dann ist das eine total internationale Fragestellung, weil da eben auch die Frage der Skalierbarkeit ist, die Frage, was sind die Plattformen von morgen, und da können Sie natürlich nicht also national, europäisch nur denken, sondern man muss natürlich überlegen, wie denn solche Systeme auch im internationalen Kontext dann auch eingeführt werden, ja, weil das große, große Fragestellung eben bei den internationalen Lieferketten hat. Also schauen Sie sich das autonome Fahren an, das ist ganz eng mit der E-Mobilität vernetzt. Ja, und da gibt es eben große Fragen, wie sehen denn diese Plattformen aus, was sind die Standards für solche Systeme und wie kann man das international durchsetzen, sodass es sicher ist und eben auch dementsprechend ja, dann doch wieder unseren Standards auch entspricht und unserem Sicherheitsempfinden. Das ist ja nicht nur ein Security-Thema, sondern auch ein Safety-Thema, wirklich für das Wohl der Menschen. Also das ist ja eine echte Gefahr, das sind Maschinen, die dann konkret auch Schaden anrichten können, also physischen Schaden. Und da sind dann doch die Anforderungen auch an das Thema Security natürlich extrem, extrem hoch, weil in einer potenziell vernetzten Fabrik der Zukunft oder im autonomen Fahren, wo dann sozusagen der Remote Operator sich auch einklinken kann in Sicherheitsfragen oder auch bei, ja, you name it sozusagen, da stellt natürlich die Frage sich einerseits, wo laufen welche Algorithmen, welche Sicherheitsfunktionen haben sie dann auch, das hat ja sehr viel mit funktionaler Sicherheit dann auch zu tun, und dann gleichzeitig die Frage, naja, wenn es nicht lokal gerechnet wird im Edge-System, sondern irgendwo in der Cloud beispielsweise, dann hat das natürlich gleich ganz massive Implikationen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, sind die Architekturen noch nicht designed. Also wir wissen jetzt noch nicht genau, wie wir das aufstellen wollen. Warum? Weil wir an vielen Stellen auch gar nicht die Infrastruktur hätten, um dann eben auch solche Services bereitzustellen. Weil wo wird denn sozusagen diese Verbindung dann auch beispielsweise dargestellt? Also wenn Sie sich in ein autonomes Fahrzeug per Remote einklinken wollen, dann stellt sich automatisch die Frage, ja, wo sitzt denn dieser Sicherheitsfahrer sozusagen? Oder bei einem Robotersystem, das dann in einer Produktionsstraße, meinetwegen hier in Bayern eben operiert, aber ein Operator sich dann in die Systeme einklinken kann, ja, wo sitzt der und wie verbindet er sich mit den Systemen? Und wie ist denn das auch wirklich so dann aufzusetzen, dass eben dieses große Problem, gerade mit dem Machine Learning, was die letzten Jahre gekommen ist, dann hört man nur Federated Learning, also verteiltes Machine Learning, um solche Systeme dann miteinander zu vernetzen und dann können die dann immer ganz, ganz wunderbar miteinander kommunizieren. Aber da stellen sich gleich ganz viele Sicherheitsfragen. Ja? Also welche Maschinen kommunizieren, über welche Kanäle, was sind die Aktionen, die sie durchführen, sind Menschen involviert in diesen Interaktionen, kann das physischen Schaden den Menschen zuführen und vor allen Dingen natürlich auch, und das ist ein ganz wichtiges Thema, was sozusagen den Schluss dann wieder zur Produktion schließt, das Prozess-Know-how. Ja? Wenn Sie solche Systeme einsetzen wollen, dann stellt sich natürlich die Frage, kann ich mein Know-how noch schützen? Und das heißt, da ist es dann wieder eine Souveränitätsfrage. Ja? Also das Kern-Know-how, gerade vom deutschen Mittelstand beispielsweise, sitzt ja in diesen kleinen Firmen, die das hüten wie ihren heiligen Gral. Und wenn Sie natürlich da auch noch eine Tür aufmachen, dann ist das eine große Frage, weil es eine Wertschöpfungsfrage wieder wird. Und das sind so die typischen Themen, die uns da umtreiben. Und da ist nur internationale Interaktion möglich, aber wir haben natürlich auch das Problem, dass viele der Infrastrukturen einfach an der Stelle auch nicht transparent für uns sind. Genau, und ist das eine Frage, was bräuchten wir jetzt, damit wir mehr Transparenz über Infrastrukturen haben? Ist das eine Frage des Wertesystems, dass wir ein geteiltes Wertesystem haben müssen? Also ich frage mal Professor Weidner. Also da gehört halt alles dazu. Also ich glaube, die Frage ist, das und das alles andere nicht? Die kann man immer verneinen. Also es ist alles zusammen. Denke ich mal, alles, was bisher diskutiert wurde, muss man zusammenwerfen. Gemeinsame Wertesysteme, Überprüfbarkeit, Rechtsstaatsprinzipien und so weiter und so fort. Und halt nicht zu vergessen, die lokale Kompetenz, all das beurteilen zu können, worüber man redet. Also die haben wir das einfach alles zusammen.
meiner Meinung nach. Frau Eckert, jetzt haben wir diese Aspekte gehört, die Professor Weidner eben nochmal zusammengefasst hat. Sie sagen aber auch, wenn wir digitale Souveränität haben wollen, dann müssen wir eigentlich auch eine ganz andere Sicherheitskultur entwickeln. Und vielleicht wollen Sie das nochmal kurz darlegen. Ja, ich würde das gerne aufgreifen. Das Kulturthema haben wir schon lange. Also ich denke, das knüpft ein bisschen an die letzte Frage vom ersten Panel, die nicht beantwortet wurde, ob man nicht auch durch irgendwelche Maßnahmen à la 2G, 3G, jetzt nicht mobilfunktechnisch gesagt, sondern pandemietechnisch gesagt, gewisse Anreize schafft, sagen wir mal so, Sicherheitstechnologien einzusetzen, sich bewusster mit Sicherheitstechnologien auseinanderzusetzen, sowohl als Bürger als auch als Unternehmen, das eben seine IT aufbaut und verbessert, bis hin zu denjenigen, die Technologie entwickeln. Und was meine ich damit? Das ist eben genau der Kulturwandel, wenn wir hier unter uns immer so schön sprechen, wir wollen werteorientiert drangehen, uns ist das wichtig, Offenheit, Transparenz, Vertrauen, aber gleichzeitig, wenn wir es dann selber nutzen wollen, alles über Bord schmeißen und dann doch wieder das machen, wie vorhin auch in dem Panel, das, was easy ist, was uns die größte Funktionalitätsvielfalt bietet, nutzen. Dann ist da eine Diskrepanz, dann haben wir noch nicht verinnerlicht unsere Wertigkeiten, unsere Prioritäten. Und das ist das, was ich unter Kulturwandel verstehe, dass wir umdenken müssen in dem Tun, also walk your talk sozusagen, das auch wirklich ausführen, machen. Das fängt an bei auch dem Staat. Ich will jetzt gar nicht, wer weiß was für Regularien, sondern auch mal drauf schauen, wen lasse ich denn rein? Jetzt wieder dieses 2G, 3G Metapher, wer ist denn als Dienstleister eigentlich adäquat, welche Technologie verwende ich in Kommunen, in Behörden, im öffentlichen Sektor, dass ich da halt Vorgaben mache sozusagen, das zieht nach, dass die Unternehmen das dann auch nachweisen müssen, das zieht nach, dass sie es an ihre Zulieferer weitergeben müssen, prüfbar machen müssen, bis hin, dass man dann eben auch die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt. Und das ist das, was ich so ein bisschen meine mit Kulturwandel, dass wir eben uns selber auch an der eigenen Nase ziehen müssen, wenn wir das wollen, diese Unabhängigkeit, dieses selbstbestimmte Handeln, dann müssen wir uns darauf einlassen in allen Richtungen. Eigenes Handeln, die Entscheidung, was an Technologie verwendet wird, bis hin auch staatliches Agieren. Bei dem staatlichen Agieren, dem wir das Beispiel jetzt gerade gebracht, 2G. Ne? Also Sie sagen, wir jetzt nicht Mobilfunk. Ne? Ja, 2G ist sozusagen die Analogie aus der aktuellen Corona-Regelung sozusagen, dass Sie ja sagen, okay, nur zu sagen, wir wollen das gerne machen, ja, also wir müssen das machen, wir wissen, dass wir das machen müssen, wir brauchen mehr Bewusstsein, wir müssen irgendwie da, das scheint ja offensichtlich nicht so schnell oder so gut geklappt zu haben, sonst hätten wir heute Morgen ja nicht diese hohen Zahlen gehört, ja, also auch die hohen Schäden und die ganzen Fakten, die wir heute Morgen irgendwie mitbekommen haben. Also was ist denn in diesem 2G-Konstrukt, was Sie haben, was wären denn da zwei zentrale Forderungen sozusagen, die Sie im Kopf haben? Ich habe schon das, was auch Michael Weidner, ich glaube auch Jörn hat es schon gesagt, die ganze Ausrichtung, wir müssen prüfen, wir müssen kennzeichnen, welche Qualität eigentlich die Produkte haben. Das ist so wie Nachweis, ich bin geimpft, ich bin genesen, dass man weiß, da ist ein gewisses Level an Sicherheit drin, sodass man zumindest mal gefordert wird, das auch nachzuweisen, offenzulegen, jemand draufschauen zu lassen. Aber das kann eben nicht sein, dass es nur einmal passiert. Michael Weidner hat es ja gesagt, wir leben in einer hochdynamischen Welt. Das heißt, da müssen wir natürlich auch Mechanismen haben, die das kontinuierlich prüfbar machen. Also so ein Pendant zwischen Bestätigung, Nachweisen, aber dann eben Kennzeichensysteme geistert ja auch durch die Gegend. Aber das muss natürlich fußen auf prüfbaren Eigenschaften, die nachvollziehbar sind. Und es muss darauf fußen, dass es auch Institutionen gibt, die das dann prüfen. Dann sind wir wieder bei deiner Prüfbarkeit, Offenheit. Und wenn wir das haben, natürlich werden wir nicht perfekt
perfekt sein, sind wir jetzt ja auch nicht in der jetzigen Pandemiesituation, aber wenn wir es insgesamt schaffen, das Level höher zu kriegen, schaffen wir es vielleicht, und jetzt wieder den Schwung zur Pandemie, das ist alles diese Beispiele, sind ja immer suspekt, aber wenn man es dann schafft, dass wenn was passiert, das Ausmaß dessen eben eingeschränkter werden kann, dass wir das besser im Griff bekommen, dann wären wir ja in der Frage der Souveränität schon mal wieder deutlich weiter. Und das ist mein Pendant. Über welchen Zeitraum würden wir denn da reden? Wir können jetzt schon anfangen. Also wir können jetzt schon anfangen mit den getesteten Verfahren, mit den Zertifizierungen. Wir können jetzt anfangen, in den Beschaffungsämtern entsprechende Vorgaben zu machen. Natürlich braucht es seine Zeit, aber ich würde das nicht sagen, und wir fangen erst in 2 Jahren an. Also mein Wunsch wäre, dass wir, sagen wir mal, in 3 Jahren so weit sind, dass wir einen deutlich höheren Level haben, dass das in Fleisch und Blut übergegangen ist, so zu agieren. Ich weiß, das ist unrealistisch, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ja gut, ich meine, wenn wir die Zahlen zu hoch setzen, wo wir sein wollen, dann werden wir wahrscheinlich noch später da sein, als wir denken, dass wir da sind. Ja, aber man muss sich ja Ziele setzen. Und wenn man nicht sagt, dass das das Ziel sein muss in 3 Jahren, dass der Public Sector nur Technologien mit einem gewissen Qualitätsmaßstab einsetzt und so weiter, dann kommen wir nie weiter. Wäre das nicht auch eine Chance sozusagen für Cybersicherheit, also für die Unternehmen, wenn jetzt man sagen würde, der Public Sector ist ein Bereich, der geht mit gutem Beispiel voran, der hat die höchsten Cybersicherheitsheranforderungen. Sie gucken mich skeptisch an. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man jetzt die klassische deutsche Industrie sich anschaut, dann ist mein Gefühl, dass die deutsche Industrie eigentlich da vormarschieren könnte. Und es wäre doch fantastisch, wenn das Thema Cybersicherheit gerade in einer Welt von IoT, gerade in einer Welt von vernetzten Fabriken, gerade in einer Welt vom autonomen Fahren, was per Definition vernetzt ist, wenn eben durch einen Value, durch wirklich einen Mehrwert, der für die Menschen auch erkennbar ist, nicht nur für die Konsumenten, sondern auch für die Produzenten, von denen wir mehr als genug haben in Deutschland und Europa, wenn die verstehen, dass eben Cybersecurity ein Means ist, um produktiver in Europa agieren zu können. Und ich glaube, dass die Industrie an der Stelle durchaus ein Vorbild sein könnte, weil wir haben ja gesehen, gerade in der klassischen Digitalisierung der letzten 20 Jahre, dass die Industrie de facto überhaupt nicht Schritt halten konnte mit den Fortschritten in unserem normalen Leben. Also wenn man in die Produktionsstätten geht, dann denkt man also fast Digital Native, denkt man sich schon, naja, so haben wir ja vor 20 Jahren in den Studentenwohnheimen gelebt und das ist heute jetzt sozusagen die Fabrik der Zukunft. Da fühlt man ein wenig die Diskrepanz. Und ich glaube, gerade beim Thema Cybersecurity, weil es da um Prozesswissen geht, weil es um das Know-how geht der deutschen Industrie, hat die Industrie da eine große Möglichkeit, glaube ich, aus dem Thema Cybersecurity wirklich einen absoluten Mehrwert zu schaffen, der dann auch zu mehr Akzeptanz führt und auch ein Qualitätsmerkmal ist. Und also so eine Art made in Germany with Cybersecurity. Genau, halt im modernen Sinne, nicht im Sinne der UK damals, ne, als Warnsignal, sondern wirklich als ein Qualitätsmerkmal, aber vielleicht auch als grundsätzlich. Weil diese Panik der Industrie ist ja ganz klar da, wir verlieren unser Know-how. Oder wenn wir uns öffnen, verlieren wir unser Prozess-Know-how, unser Produktions-Know-how. Wir sind ein Produktionsstandort immer noch. Und wir haben viele der wirklich erfolgreichsten Produzenten der Welt, wir haben die vielen Weltmarktführer in den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber denen sozusagen die Möglichkeit zu geben, mit modernen Digitaltechnologien umzugehen, in einer für sie auch nachvollziehbaren, sicheren Art und Weise, wäre, glaube ich, ein extrem wichtiger Schritt und würde generell zu sehr viel mehr Akzeptanz führen. Im Public-Sektor, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da jetzt nicht auch die vielen, vielen jungen Menschen vergessen, die de facto mit dem Thema im Moment, habe ich das Gefühl, sehr wenig anfangen können. Da ist das Thema Ease of Use einfach sehr, sehr viel wichtiger. Aber ich glaube, wenn man etwas zu schützen hat, dann ist jedem klar, dass es einen großen Mehrwert gäbe. Und da sehe ich schon eine große Möglichkeit und eine große Chance, absolut. Also so Public Sector als geschützten Bereich, wo man Dinge ausprobieren kann, ist das, was Sie okay finden, aber jetzt der Industrie räumen Sie die größere Rolle quasi ein, als Vorreiter sich zu positionieren. Aber ich glaube, die Industrie muss es tun, das ist mein Punkt. Ja. Ich könnte ja Teufelsadvokat spielen und sagen, ich bin ja nun nicht mehr so ganz jung und die Idee ist, Cybersicherheit sozusagen als Wettbewerbsvorteil zu verorten. Ja? Also genau. Als Qualitätsmerkmal, die kenne ich jetzt auch schon ungefähr seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, also lange Zeit. Was brauchen wir denn, dass es dann anders wird? Ich frage jetzt mal Professor Möller-Quader auch, weil er schon lange... Da tut es mir leid, es ist vielleicht wirklich die Regulierung, die wir
brauchen. Also beispielsweise Haftungsfragen müssen geklärt werden, damit es sich wirklich lohnt, in Sicherheit zu investieren. Und ich denke, dass mit der Erfahrung, die Sie wahrscheinlich auch gemacht haben, der Endkunde es vielleicht gar nicht so nachfragt, weil es dem gerade besonders gut geht oder das Produkt besonders bunt ist. Ich bin auch nicht so begeistert davon, wenn man versucht, die Verantwortung wirklich dann dem Kunden aufzuwälzen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich einen Kulturwandel hinzu, dass irgendwie auch klarer wird, welche Wahl man hat und dass vielleicht auch, wenn bestimmte Dinge nicht gesund sind, die dann eben auch 2G-mäßig nicht reingelassen werden. Also ich denke tatsächlich, dass wir regularische Maßnahmen brauchen, damit es sich wirklich lohnt, sich für Sicherheit Mühe zu geben. Sonst gewinnen die, die das eben nicht machen. Professor Eckert. Ja, ich wollte eigentlich auch nur noch da erwidern, Sami, du hast ja vollkommen recht. Vorreiter ist die Industrie, die da ja auch schon einiges macht, die Automobilindustrie und so weiter, wirklich auch Sicherheitstechnologie voranzutreiben und das zu integrieren, aus Eigeninteresse, selbstverständlich. Aber mir geht es eben auch darum, das wirklich in der Breite zu haben und Angebote zu haben und so ein bisschen auch Anreize zu geben, etwas zu nutzen, von dem man vielleicht zunächst mal als Bürger gar nicht so überzeugt ist, ob einem das was bringt oder nicht. Dann muss man halt ein bisschen durch eine gewisse Schiene reingebracht zu werden. Das könnte ja sein, dass ich träume jetzt mal, wir in Zukunft digitale Schule haben und alle ein vernünftiges, gesichertes digitales Angebot schon von der Pike auf nutzen und das ganz selbstverständlich machen. Und solche Themen, da wäre ich froh, wenn es irgendwo eine Industrie gäbe, die da auch mal voranschreitet. Natürlich haben wir Schlüsselindustrien, die hast du gerade genannt, die schon das ihre tun, aber mir geht es um die Breite auch. Vielleicht, um das nochmal auch sehr klarzustellen, also ich habe vielleicht da nicht ganz deutlich gesagt, dass ich glaube, dass die Industrie dieses Potenzial hat. Sie hat es ja noch nicht getan. Aber es gibt an vielen Stellen noch nicht den breiten Einsatz von Cybersecurity-Technologie, sondern, und gerade wenn wir jetzt Breite denken, dann können wir auch in den Industrien denken, es gibt die Global Player, aber es gibt die vielen, vielen, Zehntausenden, je nachdem wie man zählt, Mittelständler, die wir in Deutschland haben, die eine große Zahl, das ist schon eine gewisse Breite, die aber bis heute weder richtig Zugang zur Digitalisierung nutzen, im wirklich optimalen Sinne, Cybersecurity und vor allen Dingen auch nicht die Themen wie Machine Learning, also AI, wo man wirklich völlig neue Methoden einsetzen könnte, die aber aufgrund von Sicherheitsbedenken in der Regel eben nicht genutzt werden, weil es eben Datenproblematiken sind. Ja, will ich meine Daten scheren? Und da haben die kleinen und mittelständischen Unternehmen immer ihre liebe Mühe mit, weil sie eben sagen, das ist mein Know-how. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo ein Riesenpotenzial grundsätzlich da wäre. Und genau, also ich hoffe, dass das ist jetzt nicht sozusagen, mein Statement war eben nicht, dass die Industrie schon längst da ist, sondern dass die Industrie da, glaube ich, mit Vorbild vorwärts marschieren sollte, damit es eben in die Breite kommen kann. Einfach, weil wir da auch eine Möglichkeit haben, mit das Thema Cybersecurity als Nutzen eben zu sehen und eben nicht als Hinderungsgrund. Das kennen wir aus den großen Safety-Themen ja auch. Also wenn wir Maschinen in die Realität umsetzen, das Haftungsthema, dann gilt ja auch immer das große Thema Maschinenrichtlinie, Standardisierung, Zertifizierung. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, dass man aus dem Thema Sicherheit und Safety einen Mehrwert generiert, der gesehen wird. Und in dem Public-Sektor, da vielleicht noch ein Beispiel, weil das ist ja bei uns in der Uni auch so ein Thema gewesen. Vorlesungen in der Pandemie, da konnte man sich ja die ersten Monate nicht mal auf ein Digital-Tool für die Vorlesungen einigen. Und wir haben es dann ja de facto, wir haben einen de facto Standard geschaffen, der aus Sicherheitsperspektive vielleicht nicht der optimale war. Das wissen wir ja alle. Aber wir haben das gleichzeitig das Thema, wir haben tausende Studierende in unseren Fächern. Also was ist sozusagen der Trade-off da? Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, was man da noch mit berücksichtigen muss. Okay, also Professor Weidner wollte nochmal ja, in die Diskussion eingreifen aus Darmstadt. Also tatsächlich wollte ich fast das Gleiche sagen, nämlich, also zum einen, ich glaube, Kulturwandel klingt halt echt gut, aber das ist was, worüber wir wirklich die letzten 20, 30 Jahre reden und er hat bei den Bürgern nicht stattgefunden. Und also ich denke auch, man muss Bürgern Optionen bieten, man muss ihnen darstellen, was ist besser, was ist nicht so gut und so weiter, das hilft alles. Aber ansonsten sollte man nicht glauben, dass irgendjemand, also die Diskussion gab es auch in Darmstadt, nicht nur in München, dass irgendjemand freiwillig auf ein wackeliges Open-Source-Tool umsteigt, wenn er das schöne, tolle
Zoom hat, was hervorragend funktioniert und wo man die Gefahr für den einzelnen Studierenden beim besten Willen nicht gut argumentieren kann. Obwohl ich denke, alle Datenschützer haben recht, es ist keine gute Wahl. Also das sollte man einfach sagen, der Kulturwandel kommt aus der Industrie, der kommt aus der öffentlichen Hand, weil dort muss man und für die Bürger muss man dann tatsächlich erklären, warum es besser ist und dann ganz lange warten, bis es ankommt. Ja, ich finde das ein super Beispiel. Ja, aber was man auch noch beachten muss, also wir kochen in dieser Diskussion so typisch, in dieser typisch deutschen Diskussionsrunde, wo wir sagen, wir müssen uns selbst irgendwie organisieren und wir müssen vielleicht auch Gesetze machen und ich weiß nicht was. Also im Matter of Fact ist einfach so, der Standard heißt nun mal Zoom bei Unis, Fraunhofer verwendet Microsoft Teams. Alle Leute, die ich kenne, verwenden ähnliches Zeugs, das ist alles sehr, sehr international. Und ich denke, was man muss, ist eben, man muss Regularien finden, sodass die internationalen Dinge, die wir da halt mal verwenden wollen und wahrscheinlich auch immer verwenden werden, dass die hinreichend sicher werden, dass die auch die Standards erfüllen, wie man darstellt, ob was mehr oder weniger datenschützend ist. Und deswegen denke ich, müssen wir uns viel mehr darauf konzentrieren, welche internationalen rechtlichen Dinge gibt es. Also IT-Sicherheitsgesetz ist ja prima, ist halt ein deutsches Gesetz, ja, und die entsprechenden EU-Richtlinien sind auch prima, sind schon weniger klar. Aber wir brauchen auch sehr viel mehr Dinge, die international sind. Weil, wie gesagt, Kulturwandel ist schön, aber es ist ein bisschen blauäugig zu glauben, der kommt einfach so. Ja, ich meine, das ist ein gutes Beispiel mit Zoom und der Lehre, welche Tools nutzt man sozusagen, weil ich erinnere mich auch, dass gestartet worden ist mit Open-Source-Tools. Und das war eigentlich auch okay, ne? Aber es war nicht so bequem und es war nicht so praktisch und das wird jetzt fast gar nicht mehr verwendet. Ne? Und das ist ja so ein bisschen das Dilemma von Open Source an vielen Stellen. Ne? Also Open Source wird einerseits propagiert, man soll es gerne nutzen, wir haben es heute Morgen auch gehört, aber so richtig durchsetzen tut es sich nicht. Und Herr Müller-Quade, Sie sagen ja eigentlich, das wäre der einfachste Weg. Darf ich ganz kurz noch mal dazwischen hauen, bevor der Jörn wieder drankommt, weil ich ganz kurz noch eine Bemerkung zum Kulturwandel loswerden möchte. Wir sind alle der Meinung, dass Kulturwandel langwierig ist. Das ist nicht immer so. Gucken wir uns mal unsere Kommunikationskultur an. Durch die iPhones und Smartthings und so weiter haben wir fundamental uns schnell gewandelt in der Art, in der Kultur, wie wir miteinander umgehen. Maskenpflicht. Wir haben fundamental schnell eine Wandlung durchlebt, wie wir miteinander kommunizieren und agieren. Das heißt, es war immer ein gewisser Zwang sozusagen von außen da oder ein wunderbarer Nutzen wie mit den iPhones. Und deshalb, das wollte ich nur ganz schnell nochmal loswerden, in der Richtung müssen wir einfach weiterarbeiten. Wir können unsere Kulturen schnell ändern, wenn der Mehrwert, aus welchen Richtungen er immer kommt, gesehen wird. Maske, ich bin gesund, Kommunikationsmittel ist easy to go, also mache ich es. Also brauchen wir sowas auch bei der Security. Sorry, jetzt. Genau, jetzt springe ich zurück. Es ging vorhin um die Frage, wann fangen wir endlich an mit der digitalen Souveränität? Und bei Open Source, Ihrem letzten Stichwort, ist es tatsächlich so, da können wir sofort anfangen. Und das Problem mit der Bequemlichkeit sehe ich auch, vielleicht wissen das andere hier im Raum besser, aber München ist mal vorangeprescht, in der Verwaltung Linux zu verwenden und dann an den inneren Widerständen, glaube ich, so war das, an der mangelnden Bequemlichkeit dann doch gescheitert und man hat jetzt nicht mehr nur Linux in den Rathäusern. Auf jeden Fall denke ich, dass man das überlegt tun sollte und die Leute mitnehmen sollte. Nicht, dass es dann hinterher so ist, dass man irgendwelche Dateiformate geschickt bekommt und niemand weiß, wie man die jetzt mit seinem Linux-Gerät anzeigt oder sowas. Das heißt, ich denke, einmal hat sich bei der Bequemlichkeit auch bei den Linux-Systemen enorm viel getan. Und wenn wir da ein bisschen drauf achten würden, gerade vielleicht die öffentliche Hand oder so, dass wir bei Anträgen oder so eben auch Dateiformate wollen, die eben da kompatibel sind und nicht irgendwie ein Microsoft Word-Dokument mit Makros oder so, dann denke ich, könnten wir das schaffen. Ich glaube, auch die Bereitschaft zu Open Source ist viel größer geworden. Also ich merke das auch, aber vielleicht habe ich einen schrägen Kollegenkreis, aber es ist so, dass ich denke, das wäre eine Chance, wo man wirklich sofort anfangen könnte. Also Open Source sozusagen, wir nehmen Open Source Betriebssysteme, dann nehmen wir vielleicht noch Open Source Anwendungen und schlagartig, das ist jetzt die These von Ihnen, erhöhen wir die Sicherheit.
Nein, es ist so, Open-Source-Software kann Fehler haben. Es darf ja jeder mitstricken. Das heißt, da kann auch Unsicherheit drin sein. Aber was die Transparenz angeht, ist das mal ein echter Schritt nach vorne. Ich meine, wenn ich mir jetzt beispielsweise überlege, ich möchte einen geheimen Geschäftsbrief schreiben, würde ich da ein Angebot annehmen, wo mir eine Firma sagt, am bequemsten geht es bei uns in der Cloud? Oder sollte ich nicht vielleicht ein System haben, wo ich weiß, dass die Daten bei mir lokal bleiben? Und ich glaube, schon allein bei dieser Frage ist es so, dass wenn man die falsche Software benutzt, wird man alle RIP gefragt, oh, aber diese Funktionalität kann ich nur anbieten, wenn man das in der Cloud macht, und ruckzuck hat man vielleicht doch mal Ja geklickt und manchmal wird man vielleicht auch gar nicht mehr gefragt, sondern das steht irgendwo in den AGBs. Auf jeden Fall denke ich, wenn wir Souveränität haben wollen, dass wir unsere eigenen Geschäftsbriefe bei uns noch im eigenen Kämmerlein schreiben können, ohne einen Füller verwenden zu müssen, wären beispielsweise Open-Source-Lösungen möglich, denen man eben ansieht, dass sie nicht nach Hause telefonieren. Und ich glaube, man könnte Open-Source-Lösungen noch viel mehr ansehen, weil es ja im Source-Code vorliegt. Okay, also wir haben mehr Transparenz, wir können das überprüfen, wir wissen, dass das stärker kontrollierbar ist, es ist im geschützten Raum, das ist so Ihre These. Jetzt frage ich mich natürlich, was nützt uns die Transparenz, wenn wir sie nicht irgendwie so auch adressieren? Also wie kriegen wir dann zum Beispiel Sicherheitslücken? Also wir wissen jetzt über bestimmte Schwächen in der Open Source, ja? Ich war ein bisschen sneaky und habe jemanden gefragt, der auch einen Scanner hat, der Software testet, und mal gefragt, siehst du denn, dass das insgesamt besser ist? Ja? Der testet jetzt keine ganzen Open-Source-Systeme, sondern nur so kleinere Komponenten und sagt, naja, da kann man nicht pauschal sagen, dass das jetzt besser ist. Also, ja, aber dann wissen wir, dass da was getan werden muss. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir überreden große amerikanische Konzerne, endlich mal Transparenz zu schaffen und uns zu zeigen, ob sie die Zweckbindung beim Datenschutz wirklich einhalten, oder wir versuchen hier vielleicht wieder mit den Leuten, die diese Prüfkompetenzen haben, vielleicht mit einer Community, vielleicht mit einer öffentlichen Förderung, mit einem Bug-Bounty-Programm, keine Ahnung, ein Betriebssystem hinzukriegen, das tatsächlich in gewissem Sinne verlässlich ist und auf eben einer Open-Source-Lösung aufbaut. Und wie kriegen wir das Betriebssystem dann wieder zum Beispiel in die Institutionen, in die Organisationen? Also früher hätte ich gesagt mit CD-ROM, aber inzwischen geht das, glaube ich, besser. Okay. Ist denn Open Source, Professor Weidner, ist das der Weg oder ist das ein Weg zu gehen? Also es ist halt auch eine Komponente davon. Ansonsten würde ich sagen, also das Argument für Open Source ist eigentlich nicht primär Sicherheit, meiner Meinung nach, sondern alle möglichen wirtschaftlichen Argumente, die auch sehr viel mit Souveränität zu tun haben. Aber das, also was Ute Richter gerade gesagt hat, das ist, glaube ich, so die allgemeine Erfahrung. Also Open Source ist nicht automatisch sicherer und alle Leute, die testen, sagen Open Source. Also viele Open Source Projekte sind grauenhaft. Die gut maintainten Open Source Projekte sind ungefähr so gut wie kommerzielle Software, enthalten ungefähr gleich viel Fehler. Und da muss man sagen, es gibt ja auch, also alle Leute, also gut, in diesem Raum wahrscheinlich, lieben alle Leute Linux. Linux ist ein Produkt, was in den USA von großen Firmen entwickelt wird. Es wurde sogar schon zertifiziert und es enthält auch Fehler. Also es ist auch ein Paradebeispiel dafür, so groß sind die Unterschiede da nicht. Also, und wenn jetzt Microsoft Windows öffnen würde, habe ich wiederum auch die Befürchtung, es ist so ein Monster, dass diejenigen, die sich das angucken konnten, schon sagen auch, dass, wie gesagt, die Qualität ist auch nicht schlechter als Linux, aber enthält auch viele Fehler. Also ich glaube, Open Source ist ein Teil der Antwort, aber nicht für die Sicherheit an sich, sondern für andere Aspekte der Souveränität. Professor Eckert, Sie wollen was sagen und vielleicht mögen Sie sogar die Frage beantworten, ob Open Source, das ist eine Zuschauerfrage, ob Open Source zum Beispiel einfach nur ein neues, innovatives GUI braucht, damit sie erfolgreich und schick sein kann. Ob Open Source was ist? Ob es einfach eine neue, innovative GUI braucht. Also ach, eine GUI, ach so. GUI. Sind wir so oberflächlich, dass wir auf GUI. Okay, also jetzt einfach wir als Nutzer. Kann ich gerne gleich was dazu sagen, wollte was zu Open Source generell sagen. Vollkommen d'accord einerseits, dass natürlich Open Source nicht per se sicher ist, das ist ja ganz klar. Aber es ist eben diese Chance der Transparenz, und was ich eben beispielsweise im Bereich der Hardware als besondere Chance mittlerweile sehe, ist die Open Source Hardware Möglichkeiten mit RISC-V und Konsorten, wo wir eben bis ganz runter auch jetzt endlich mal die Möglichkeiten haben, hier wirklich tief reinzuschauen, eben diese Transparenz und Offenheit, Prüfbarkeit wirklich
auch zu machen. Open Source Software ist ja jetzt nicht nur Betriebssystem à la Linux, sondern wenn man Firmen anhört, dann haben die viele, viele Open Source Bestandteile in ihren Softwarepaketen. Und da müssen wir natürlich hinkommen, da irgendwelche automatisierten Prüfungen durchzuführen, um das zu tun. Und jetzt war die Frage, müssen wir nicht einfach die Verpackung sozusagen besser machen, habe ich jetzt verstanden, es leichter zugänglich machen, ist immer gut. Also meine Antwort ist, ja, das sind wir, wenn hier doch viele Sicherheitsleute im Raum sind, wir sind ja immer sehr technokratisch und verliebt in unserer super Technologie unterwegs, das so zu verbauen, dass es eben sehr einfach nutzbar ist. Und das gilt natürlich auch für Open-Source-Anwendungen, dass wir eben nicht rumfummeln müssen, dass das miteinander interoperabel ist, dass wir die Dinge tatsächlich übergreifend austauschen können. Auch wieder die Komfortfunktion hatten wir gerade auch schon bei den Zoom und so weiter Konzepten. Ich denke, das ist ein Riesenthema. Es geht nicht nur um die Funktionalität, sondern auch um die Bedienbarkeit. Aber auch, und den Punkt, den möchte ich auch nochmal machen, es geht auch um eine langfristige Wartbarkeit und Verfügbarkeit. Wenn ich als Unternehmen eine Investitionsentscheidung treffe, dann möchte ich natürlich sicher sein, dass diese Produkte auch langlebig und immer auf gutem Stand weitergetrieben werden. Dann nutze ich nicht irgendwie ein Open-Source-Produkt von irgendeiner Klitsche und dann ist das gleich weg und dann stehe ich da. Und diese Strukturen, auch solche Communities zu schaffen, die dafür sorgen, dass das lebt, von mir aus gerne auch kommerziell, aber es muss eben leben. Ich denke, da haben wir schon noch was zu tun. Eclipse Foundation ist ein Beispiel, wo es ganz gut funktioniert. Dankeschön. Professor Hadeldin, Sie wollten dazu auch noch wahrscheinlich aus Ihrer Perspektive was sagen. Und natürlich erlaube ich mir dann die Frage, nutzen Sie denn Open Source Software in Ihren Robotern? Absolut. Ja, also ich würde sogar sagen, dass Robotik und KI ist eine wahnsinnig große Open Source Community. Und ich wollte an der Stelle auch nochmal vielleicht eine Perspektive mit auf den Tisch bringen, oder zwei besser gesagt, auch zum Thema Open Source, weil ich glaube, am Ende ist Open Source, zumindest das, was ja sehr viel in der Forschung auch benutzt wurde oder immer noch benutzt wird, ist ja auch ein Means to Collaborate. Ne? Also es ist wirklich eine Art, miteinander auf der gesamten Welt international barrierefrei sozusagen Ergebnisse auszutauschen und gemeinsam als Wissenschaftscommunity, als Wissenscommunity der Welt sozusagen uns weiterzubringen. Das ist ja jetzt nicht nur ein Betriebssystem zu entwickeln, sondern Open Source ist ja eine riesige Welt von über alle Disziplinen, ja, bis hin zur Biotechnologie. Also das ist jetzt nicht einfach nur Linux oder Unix und das ist jetzt die Diskussion für Open Source. Im Gegenteil. Ich glaube, das ist sozusagen der Startschuss gewesen und das ist eine Plattform gewesen, um der Wissenschaft, der Technologie und nach eben auch den Industrien und Startups eben genauso die Möglichkeit zu geben, am Shared Knowledge der Welt sozusagen in Code partizipieren zu können. Das ist das eine, was ich man sollte, finde ich, an der ganzen Diskussion eben nicht vergessen, wofür Open Source eigentlich so ein bisschen auch steht. Ja. Und das ist eben auch die Offenheit, Wissen zu teilen, Wissen zu nutzen von anderen und, also ich nenne das immer Knowledge Generosity zu zeigen. Und das andere, was man auch, finde ich, extrem, sagen wir mal, im Auge behalten sollte, gerade weil Sie gefragt haben, benutzen wir das auch, beispielsweise in sicherheitskritischen autonomen Systemen, Roboter, Fahrzeuge und so weiter, da ist Open Source oder gerade auch jetzt mehr und mehr zertifizierte Systeme werden auch nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Entwicklung eingesetzt. Aber, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, wir reden nun mal von sicherheitskritischen Systemen und zwar im Sinne von Mensch-Maschine-Interaktion. Also nochmal, physischer Schaden kann zugefügt werden, wenn sich etwas bewegen kann. Wenn es nur Daten sind, dann ist es sozusagen nur, ich will das nicht kleinreden, aber dann ist es ein Datenschutzthema an der Stelle, dann ist es ein nicht physischer Schaden notwendigerweise. Aber wenn Sie ein autonomes System haben, dann kann es Ihnen Schaden zufügen. Also ein Auto kann einen Unfall bauen, ein Roboter kann mit Ihnen kollidieren. Und es gibt ja das berühmte Gesetz von Isaac Asimov, dem Science-Fiction-Autor. Das ist das erste, sagt ja, ein Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zufügen. Und natürlich spielt da ganz zentral die Rolle, ist das System hackbar, ist es in der Lage, sicher zu interagieren. Also das sind alles Themen, die, gerade wenn es um Open Source geht, von großer Brisanz sind. Und das spielt auch wieder zurück in meinen Kommentar von vorhin. Wie können wir die Industrie und den Mittelstand vor allen Dingen auch befähigen,
sichere Maschinen zu bauen, sichere Maschinen zu entwickeln. Und wenn, je intelligenter die werden, desto mehr spielt das Betriebssystem eine große Rolle, die intelligenten Algorithmen, die Perzeption, also die Wahrnehmung, die Sensoren, die großen Datenmengen. Und da spielt eben die große Frage, kann ich ein Betriebssystem sozusagen auf diese Maschine loslassen, das Open Source ist? Und da gibt es dann viele Fragen, die beantwortet werden müssen, wo es nicht ganz klar ist, hat das dann eigentlich Sicherheitslücken, die ich dann exploiten kann? In der Zertifizierung gibt es da große Fragen und mehr werden das auch Themen in der sicherheitsgerichteten also Zertifizierung von diesen Systemen. Ihr wärst in dem Mittelstand da nicht lieber zum Beispiel jetzt, okay, es gibt ja auch Professional Open Source, ja, aber für den Mittelstand wäre es auch eigentlich praktischer zu sagen, okay, ich habe hier diesen Anbieter oder ich habe verschiedene vertrauenswürdige Anbieter, das kommt wieder zu dem Thema Vertrauen, was wir am Anfang hatten, zu dem Thema Auswahlmöglichkeiten. Ich kann sozusagen Lösungen auswählen, Sicherheitslösungen, Sicherheitskonzepte, die ich einfach integrieren kann. Wäre das nicht eigentlich der einfachere Weg dann? Kommt wieder zur Usability. Wenn Security einfach zu nutzen wäre, wären, glaube ich, alle Laymen, wie ich einer bin in dem Thema, wir wären ja sehr happy, wenn wir sozusagen das als Modul, ich sage es mal bewusst so ein bisschen ketzerisch, aber integrieren könnten. An der Stelle würde ich gerne sagen, man kann nicht Sicherheit einfach integrieren, wie hinterher irgendwelchen Feenstaub drüber streuen oder sowas. Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel bringen. Es gibt ein Problem in der Kryptographie zum Beispiel, dass die Länge einer Berechnung von Geheimnissen abhängen kann, was dann ein Zeit-Seitenkanal ist. Ich kann sozusagen an den Antwortzeiten bestimmte Geheimnisse lernen, die ich eigentlich nicht lernen dürfte. Das wird in Zukunft noch eine Rolle spielen, wenn wir versuchen, irgendwelche sicheren Berechnungen in irgendwelchen vertrauenswürdigen Enklaven zu berechnen. Und dann schreibe ich einen Algorithmus und lasse den darauf laufen. Der läuft irgendwie gekapselt. Aber leider verrät er mir durch seine Antwortzeiten doch Geheimnisse. Und jetzt ist es so, dass man denkt, haha, gar kein Problem. Dann versuche ich mir eben Mühe zu geben, dass der Algorithmus immer gleich lang läuft. Und damit will ich jetzt nur auf eine Schwierigkeit hinweisen, wie schwierig es manchmal ist, Sicherheit herzustellen. Denn hinterher kann ein Compiler unter Umständen sehen, oh, hier kann ich was optimieren, optimiert was und der Zeit-Seiten-Kanal ist wieder drin, wieder geht es manchmal schneller, als es gehen soll und ich erkenne, dass ein bestimmtes Geheimnis einen bestimmten Wert hat. Das heißt, dieses im Nachhinein so ein bisschen Sicherheit integrieren, indem wir eine Firewall davor schrauben, das wird so nicht funktionieren. Es ist ein viel komplexeres Problem und deshalb auch so schwierig. Gut, ich habe ja nicht von Feenstaub gesprochen, glaube ich. Das Wort habe ich nicht benutzt. Ne? Vielleicht nur auch nur anschließend, natürlich, das predigen wir ja schon immer, dass es eben nicht damit getan ist, im Nachgang irgendwas draufzuschrauben. Das war ja auch nicht deine Zielrichtung. Und ich denke auch nicht, dass es, ihr wollt Roboter voranbringen, ihr wollt die KI voranbringen und ihr wollt eigentlich keine Sicherheitsexperten werden, um das zu tun. Also so eine Art Baukasten zu haben und jetzt nehme ich mal diese Kryptomodul und jenes. Ich glaube gar nicht, dass euch damit gedient wäre, sondern ihr wollt ja sicherlich ein Angebot bekommen mit gewissen Garantien. Was leistet das und welche Technologie das nachher ist, kann ja eigentlich einem Nutzer egal sein. Aber es ist ja doch unser Anspruch jetzt als Sicherheitstechnologen, euch zu liefern und dann auch über die Zeit diese Garantien zu gewährleisten. Wenn wir jetzt vielleicht ganz kurz, weil das ist ein wichtiger Punkt, den Claudia Eckert da gerade aufmacht. Also ich glaube, was wichtig ist, ist natürlich eben keinen Feenstaub einzusetzen. Also wir sind ja Wissenschaftler, zumindest hier auf der Bühne. Aber was der Nutzer haben möchte, ist ja ähnlich, wenn Sie an Functional Safety denken. Ja. Dann sind ja beispielsweise Coverage-Tests ein großes Thema, wo man einfach Toolchains hat. Und man kann natürlich jetzt nicht den kleinen, ich habe ja vorhin bewusst von kleinen Mittelständen, wir reden ja viel von, wir wollen in die Breite gehen, was ich ja extrem wichtig finde, aber Breite heißt halt auch, es müssen die Schwellen runter. Und ist nicht nur Cybersecurity ist ein schwieriges Thema, es gibt andere Themen, die sind vielleicht auch ähnlich schwierig, aber auch da wird permanent daran gearbeitet, wie kann man die Schwellen runtersetzen, dass eben nicht nur die Experten, also es geht ja jetzt nicht darum, ob wir, Claudia, miteinander sichere Machine Learning-Algorithmen entwickeln können, sondern können die vielen Menschen da draußen mit so einer Technologie umgehen, und zwar nicht immer nur der Endnutzer, sondern meinetwegen auch ein Entwickler, der aber kein Cybersecurity-Expert ist und der eben eine Toolchain an die Hand bekommt, wie kann man Step-by-Step eben solche Dinge abarbeiten. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Ja. Ja. Genau, weil wir zeitlich jetzt sozusagen nochmal ganz kurz einmal um den Tisch gehen, ja, wenn Sie darauf gucken, wie Sie digitale Souveränität heute einschätzen auf einer Skala von 0 bis 10, wo würden wir stehen und was wären sozusagen, Frau Eckert hat ja 3 Jahre jetzt mal ins Spiel gebracht gehabt, im anderen Kontext, das greife ich aber jetzt auf, wo sollten wir in 3 Jahren stehen und was müssten die 2 Sachen sein oder 3 Sachen, die wir da machen müssen? Wir haben jetzt schon sehr viel angerissen, aber
Müssen wir vielleicht, wollen Sie anfangen, Professor Mörder? Um dem Tag auch einen positiven Spin zu geben, sage ich mal, wir sind bei 5. Gut. Zum Beispiel sind wir hier bei Giesecke und Devrient im Moment zu Gast und die stellen ja Dinge her, die sicherheitstechnisch relevant sind und die kaufen wir nicht einfach ein. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, bei 5. Ich wäre in 3 Jahren gerne bei 7 und direkt anzufangen, halte ich für die Botschaft hier. Mhm. Professor Eckert? Meine Botschaft ist ein bisschen differenzierter. Ich glaube, wir sind in Bereichen, Hochsicherheitsbereich, wirklich gut. Da würde ich sogar 6 geben. Aber wir sind in vielen anderen Bereichen eher bei der 1. Und deshalb würde ich gerne in 3 bis 5 Jahren ganz klar diese Einserbereiche nach oben gezogen sehen und zumindest mal eine 3 bis 4 haben. Das ist im schulischen Kontext immer noch nur ausreichend, aber ich fände es schon mehr als befriedigend. Aber vielleicht reicht es ja aus. Ja. Michael, was meinst du? Michael Weidner? Ja, also ich hätte auch gesagt, 5 ist fair und ist gar nicht so schlecht. Und ich würde sogar noch dazu sagen wollen, ich glaube, niemand auf dieser Welt hat mehr als 6 oder 7. Also sozusagen, wir sind jetzt auch nicht so viel weniger souverän als der Rest der Welt. Was man tun müsste, ich würde sagen, alles, was heute Mittag angesprochen wurde, muss man tun. Und das, was man immer wieder vergisst, möchte ich besonders betonen. Wie gesagt, internationale Abkommen, internationale Verträge, nicht in diesem eigenen Saft schwimmen, dass wir nur an uns denken, sondern Offenheit auch in Richtung dem Rest der Welt und vertraglich absichern, gesetzlich absichern und so weiter. Aber es ist nur ein Element, ne? Alles andere ist genauso wichtig. Ja, und last not least. Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen. Also ich glaube auch, wenn man sektoral daran geht, dann gibt es sicherlich viele, kann ich dem nur zustimmen, wo wir bei der 1 sind. Es gibt einige, wo wir relativ weit sind. Und ich glaube, wenn man es international sieht, dann sozusagen wie ein verteiltes Netzwerk das Ganze auch betrachtet und nehmen wir an, es wäre abgesichert, dann landen wir, glaube ich, auch relativ weit oben. Aber es gibt doch einige Themen, wo ich glaube, da sollten wir gerade bei kritikalen Infrastrukturen noch ein wenig nachlegen, damit dann nicht nur die Komplementarität da ist, sondern auch die Redundanz. Ich glaube, da wäre noch einiges. Also perfekt, dann können wir wirklich mit einer optimistischen oder fast optimistischen Note enden, dass wir in Bezug auf die digitale Souveränität uns ungefähr auf eine 5 geeinigt haben. Vielleicht in 3 Jahren, wenn wir uns nochmal treffen sollten und nochmal in dem gleichen Kreis diskutieren, bei einer 7 oder einer 8 an einigen Punkten sind und zumindest keine 1er mehr haben. Herzlichen Dank dafür und damit übergebe ich wieder an Herrn Becker. Ganz vielen Dank, liebe Ute Richter. Und ganz toll, was man doch einer Professorin, 3 Professoren, die mit ihrem Spezialthema solche Einblicke, die Sie Ihnen entlockt haben. Ich bin sehr beeindruckt. Es ging um ganz viel Vertrauen, glaube ich, an der Stelle. Und ich nehme das aber gerne auf und schreibe mir in meinen Kalender, dass wir so in 3 bis 4 Jahren vielleicht nochmal eine vergleichbare Runde vielleicht wieder zusammenstellen können. Ich würde mich total freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Das war hochspannend und hat uns gezeigt, wo wir hin müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie gleichzeitig den Blick auf, wo stehen wir, wo sind wir, wo ist die Realität und wo müssen wir hin, mit Ihrem Blickwinkel uns so gezeigt haben. Ganz vielen Dank. Ja. Ich sage deshalb auch Dankeschön, weil wir ja jetzt langsam zum Ende kommen. Und wenn wir jetzt diesen, wie ich finde, hochinteressanten akademischen Einblick hatten, dann hat mir ja fast jemand gefehlt heute hier, und das ist mein Präsident. Und ich weiß, dass Herr Schönbohm schon online geschaltet ist, hat man mir gesagt. Und er hält unsere, für Sie hier, die Abschluss-Keynote. Und ich bin gespannt, was er uns zu sagen hat. Ja, ich bin deshalb gespannt, weil ich schon ein bisschen auch weiß, was er sagen wird. Aber ich freue mich. Freuen Sie sich mit mir auf unseren Präsidenten Arne Schönbohm. Herr Schönbohm, the floor is yours. Ja, lieber Herr Becker, lieber Herr Wintergerst, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich finde, das ist erstmal vielen Dank an Giesecke und Devrient für die herausragende, ich sag mal, Hosting dieser Veranstaltung der Allianz für Cybersicherheit. Ich glaube, das macht deutlich, wie wichtig das ist, dass wir hier gemeinsam eng zusammenarbeiten. Wenn wir nachdenken über das Thema digitale Souveränität oder auch
sichere elektronische Identitäten, dann denken wir natürlich auch immer automatisch über das Thema der Bedrohungslage nach. Am 13. Oktober diesen Jahres werde ich ja mit Bundesminister Horst Seehofer den Lagebericht zur IT-Sicherheit vorstellen. Und Sie kennen alle die Fälle. Denken wir an die Universitätsklinik in Düsseldorf, die sich mehrere Wochen hat abmelden müssen von der Notfallaufnahme. Denken wir an die Hunderttausenden von neuen Schadprogrammen, die jeden Tag entwickelt werden, die natürlich dazu dienen, dass letzten Endes elektronische Identitäten und andere Themen auch gebrochen werden. Und denken wir an die großen Ransomware-Angriffe, insbesondere hier natürlich an das sogenannte Big Game Hunting. Herr Wintergerst kennt das Thema zu gut, auch als Vertreter der Bitkom natürlich und als Sicherheitsfirma, wo eben besondere Kunden besonders hart angegriffen werden, um besonders viel Lösegeld zu erpressen. Und die anderen Teilnehmer der Allianz für Cybersicherheit kennen dieses auch. Und das sind alles Punkte, eine Bedrohungslage, die wir sehen, obwohl wir noch gar nicht voll digitalisiert sind. Und das ist natürlich hier eine ganz besondere Herausforderung, die wir haben. Wenn wir über das Thema digitale Souveränität nachdenken, dann bin ich erstmal froh, dass ich hier heute bei Ihnen dabei sein durfte und gelernt habe von Feenstaub und anderen Themen. Und da muss ich sehr deutlich sagen, wenn ich so an das Thema Feenstaub etc. denke und digitale Souveränität, und es wurde ja gerade die Note 5 bis 6 gegeben und in einigen Jahren wollen wir dann auf die Note 7 kommen, dann glaube ich, ist die Voraussetzung für das Thema der digitalen Souveränität ist zuerst einmal eine Art Beurteilungsfähigkeit, die ich habe. Ich finde, Herr Professor Weidner hat das sehr schön dargestellt. Wer ist denn eigentlich noch souverän heutzutage in dieser arbeitszeitigen Welt? Das, wo wir aber zweifelsfrei, was wir klären müssen in dieser zunehmend digitalisierten Welt, ist eine vertrauenswürde elektronische Identität als unverzichtbaren Grundbaustein in der digitalen Welt zu verstehen. Und das sollte nicht geschehen einfach nur durch, wir probieren mal Try and Error, sondern da muss klar sein, wer besitzt diese elektronische Identität? Und die muss natürlich nutzerfreundlich sein und all dieses, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man das Internet und dass man die Welt weiter digitalisiert, dass man dieses zweifelsfrei erkennen kann mit bestimmten Schutzniveaus, abhängig von dem Thema des Risikomanagements. Da geht es um zweifelsfreie Identifizierung, natürlich bei vielleicht Behördengängen, bei Beamtengängen. Sie kennen das Thema des digitalen Personalausweises. Aber es geht natürlich auch darum, dass man macht Mensch-Maschine-Kommunikation, dass klar ist, wer steckt dahinter. Aber auch Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Denke ich an das Thema des autonomen Fahrens, was kommt. Oder an die ganzen Sensoren, worüber dann vielleicht Heizungen, Klimaanlagen und all das andere gesteuert wird, wenn ich an das Thema Smart Building denke oder auch elektronische Identitäten. Das sind alles Themen, die immer weiter kommen werden. Und je weiter natürlich diese digitalen Identitäten sich durchsetzen werden als eine der Voraussetzungen, umso stärker wird es dann natürlich auch sein, wie man dementsprechend das sichern kann. Und ich glaube, diese digitalen Identitäten haben ein ganz, ganz großes Potenzial, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Und ich weiß ja auch beispielsweise, dass Professor Pohlmann da bei Ihnen ist, von Teletrust als Vorsitzender. Und natürlich treibt auch Teletrust zum Beispiel mit voran sehr stark, wie ist dort dementsprechend, wie kann man das dementsprechend fördern und zwar sicher befördern. Weil wir sind teilweise gar nicht so schlecht in Deutschland in diesem Teilbereich. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Grundlage ist, dass das ein Enabler ist, das Thema sichere digitale Identitäten für die digitalen Geschäftsmodelle. Und in der Privatwirtschaft ist das relativ einfach. Da haben Sie Ihre Apple-ID, Google-ID, was immer Sie haben. Und dort wird es angegangen und wird es genommen zur Stärkung der eigenen Geschäftsmodelle. Und ich glaube, wir brauchen so etwas auch viel stärker. Herr Karl von Zietes ist ja auch bei Ihnen, gerade in München zum Beispiel oder bei uns.
dass wir natürlich dann hier auch die staatlichen Stellen dort deutlich mehr, sage ich mal, Infrastrukturen anbieten und elektronische Identitäten dementsprechend anbieten. Und das mit einem vernünftigen, hohen Sicherheitsniveau. Und ich glaube, das ist kein Thema, eine elektronische Identität, dass ich Arne Schönbohm bin. Das ist ein Thema, womit ich mich auch staatlicherseits ausweisen will. Und daran arbeiten wir natürlich sehr, sehr stark im BSI, weil ich glaube, Sie haben vorhin Frau Dr. Bargstedt-Franke gehört. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal auch, welche Fähigkeiten hier staatlicherseits das BSI mittlerweile aufgebaut hat. Und wenn ich mir die verschiedenen Runden anschaue, Frau Bargstedt-Franke, das darf ich glaube ich sagen, dann sehe ich, welche hohe Akzeptanz und Anerkennung wir hier in Europa haben und viele darauf schauen, was macht das BSI eigentlich und ist das für uns dann nicht auch ein Role Model in den anderen Staaten? Ähnlich wie das im Bereich der Informationssicherheit bereits gemacht wird, denke ich an Estland, dass sie die Informationssicherheit basiert auf dem BSI-Grundschutz. Genauso passiert das auch im Rahmen der elektronischen Identität. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil das ist eben die Voraussetzung dafür, auch, dass wir ein bestimmtes Maß an digitaler Souveränität bekommen. Und der Aufbau eines geeigneten Ökosystems ist hier, glaube ich, die zwingende Voraussetzung. Aufbau, aber vor allem Ausbau dieses Ökosystems von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Und dort, glaube ich, gibt es verschiedene Teilbereiche, die wir vielleicht stärker rüberbringen können. Ein Thema ist, ich glaube, das ist auch vorhin deutlich geworden, Forschung und Entwicklung fördern. Kompetenzzentren einrichten und Spitzungen, Forschungscluster weiter auszubauen. Wir im BSI haben im Sommer diesen Jahres einen neuen Standort eröffnet, in Freital, wo wir das Thema 5G, 6G-Netze und so weiter ausbauen. Danach haben große Wirtschaftsunternehmen wie Vodafone gesagt, weil das BSI dort ist, wollen wir dort auch ein weltweit führendes Cluster im Bereich Open RAN-Technologien aufbauen. Etwas Ähnliches erleben wir gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz in Saarbrücken, wo wir einen zweiten Standort eröffnet haben. Und ich glaube, Deutschland ist so groß und stark in diesen Bereichen, dass wir verschiedene Forschungscluster haben, Kompetenzzentren aufbauen werden, denke ich an die verschiedenen Wissenschaftsinstitutionen, die ja heute auch hier vorgetragen werden. Und wir als BSI stehen an ihrer Seite, dass dieses weiter ausgebaut wird. Ein zweites Thema ist, im Bereich der Kompetenzzentren ist es natürlich, und Forschung und Entwicklung fördern, dass wir die Zukunftstechnologien im Bereich der digitalen Identitäten, beispielsweise über ein Secure Element, frühzeitig gestalten und dass dieses dann einfließt in die internationalen Standards. Und schaue ich mir an, was wir gemacht haben mit dem Secure Element auf bestimmten Smartphone-Kategorien, glaube ich, sind wir da auch gut vorangekommen. Und dafür auch nochmal vielen Dank an das BSI-Team, aber auch gerade an die Wirtschaft, was sie dort geleistet haben. Ein drittes Thema ist, ich denke, Herr Wintergerst, das ist eines der Themen, wenn wir miteinander mal sprechen, auch was Sie immer in den persönlichen Diskussionen gerne darstellen, ist, dass wir im Vergleich zu USA oder auch China im Bereich der Forschung und Entwicklungsausgaben als Deutschland, als Nation hinterherhinken. Wahrscheinlich geht es auch darum, dass wir hier diese Divergenz, diese Lücke, dass sie zumindest nicht größer wird oder sogar geschlossen wird. Neben dem Thema der Forschung und Entwicklung fördern in diesem Umfeld geht es aber natürlich auch darum, dass das Beschaffungswesen des Staates optimiert werden sollte und damit natürlich auch die IT-Sicherheitsnachfrage erhöht wird. Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie früher gesprochen haben über Digitalisierungsvorhaben, ist nie das Thema der Informationssicherheit ein besonderes Thema gewesen. Durch das Krankenhaus-Digitalisierungsgesetz, was gerade verabschiedet worden ist, in der alten Legislatur verabschiedet wurde, da kann ich mich noch gut daran erinnern, da hatte uns der Gesundheitsminister Jens Spahn besucht im BSI hier in Bonn, wo wir über verschiedene Sicherheitsfragen gesprochen haben. Und da hat er die Frage gestellt, Herr Schönbohm, was ist eigentlich das richtige Niveau im Bereich der Digitalisierung, was wir aufwenden müssten für das Thema der Informationssicherheit? Und da haben wir gesagt, wir glauben, dass 15% eine valide Zahl ist, weil 15% der Digitalisierungsausgaben sollten auf jeden Fall für das Thema der Informationssicherheit ausgegeben werden. Das ist jetzt eines der sine qua non Bedingungen. Wenn man in einem Krankenhaus digitalisieren möchte, dann muss man eben auch 15% der Fördermittel für das Thema der Informationssicherheit ausgeben. Und ich glaube, dass dies ein weiterer Schritt ist, um die Nachfrage dementsprechend zu erhöhen. In anderen sensitiven Bereichen kann es auch 20% sein. Und ich glaube, das ist eine Frage des Risikomanagements,
was hier die richtige Zahl ist. Ein dritter Punkt, neben Forschung, Entwicklung und Harmonisierung des Beschaffungswesens geht es darum, dass wir sagen, was sind denn die richtigen IT-Sicherheitsstandards? Ich glaube, hier ist noch ein weiter Weg vor uns, wenn ich mir anschaue, wie wir teilweise sehr unterschiedliche Standards hier versuchen, in die Anwendung zu bringen und hier eine stärkere Harmonisierung herbeizuführen, würde, glaube ich, auch die digitale Souveränität deutlich stärken. Last but not least möchte ich gerne noch zwei Punkte dort nennen. Das eine ist, dass wir, natürlich wird es auch immer gehen, Try and Error, dass bestimmtes Risikokapital in diesem Umfeld zur Verfügung gestellt werden sollte und dass wir aber auch Leuchtturmprojekte nach vorne bringen. Und ich glaube, wir haben einige Leuchtturmprojekte, aber die sollten wir auch stärker in die Öffentlichkeit bringen und stärker nach vorne stellen. Zur nachhaltigen Nutzung von Basisinfrastrukturen wie einem Personalausweis, wie einem digitalen Personalausweis. Und es ist immer wieder faszinierend, wie einfach so etwas eigentlich heute schon da ist und man verwenden kann. Und ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir mehr Anwendungsfälle darüber auch dementsprechend kreieren. Wir im BSI haben ja einen Leitspruch, das kennen Sie. Das BSI als Cybersicherheitsbehörde des Bundes gestaltet die Informationssicherheit in der Digitalisierung für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Und da ist es uns besonders wichtig, dass wir eben hingehen und sagen, das BSI ist die zentrale Stelle der Cybersicherheitsarchitektur Deutschlands. Egal, ob es geht um das Thema des autonomen Fahrens, wo wir eng mit dem Kraftfahrtbundesamt zusammenarbeiten, bei der Zulassung von neuen Fahrzeugen zu Fragen der Informationssicherheit oder im Bereich der Gesundheitsprodukte, wo wir eng zusammenarbeiten mit dem Bundesamt für Arzneimittel, BfArM. Oder wir eben zusammenarbeiten im Bereich der 5G, 6G-Technologien im Bereich, was sind die richtigen Sicherheitsanforderungen mit der Bundesnetzagentur. Oder ob wir eng zusammenarbeiten mit den verschiedenen Bundesländern, wo wir alleine 11 Absichtserklärungen zu einer engeren Zusammenarbeit unterschrieben haben. Das BSI ist dort die zentrale Stelle und das heißt nicht, dass wir alles alleine machen, sondern das heißt, dass wir anderen diese Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir haben, zur Verfügung stellen. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Und im Bereich der Wirtschaft ist hier natürlich ein ganz zentrales Element und dafür möchte ich auch den Beiräten und dem Vorsitzenden Herrn Wintergerst herzlich danken, dass sie die Allianz für Cybersicherheit so stark voranbringen. Netzwerke schützen Netzwerke und es ist mittlerweile die größte Cybersicherheitsorganisation Europas geworden. Und ich finde, darauf kann man stolz sein und das sollte auch Ansporn sein, dieses noch weiter voranzubringen und zu treiben und dafür meinen herzlichsten Dank. Und ich glaube, es wird sehr deutlich anhand der Bedrohungslage, die wir haben, wie wichtig das ist, dass wir wechselseitig vernetzt, verknüpft sind und diese Zusammenarbeit weiter kultivieren und fördern. Wir hatten vor einem Jahr ein Motto, das hieß Netzwerke schützen Netzwerke. In dieser Welt, in der wir leben, in der bedrohten Welt, in der wir leben, ist das, glaube ich, aktueller denn je. Netzwerke schützen Netzwerke im Rahmen einer digitalen Souveränität, aber auch im Bereich der sicheren Identitäten. Und darum ist es natürlich besonders wichtig, dass wir auch weiter voranschreiten. Darum haben wir seit heute, passend zum European Cyber Security Month, der ja heute begonnen hat, ins Leben gerufen in einer Pilotphase, das sogenannte Cybersicherheitsnetzwerk, wo Unternehmen helfen, Unternehmen eben letzten Endes unter Koordination mit Unterstützung des BSIs als Cybersicherheitsbehörde des Bundes. So, dass dann bei IT-Sicherheitsvorfällen unmittelbar geholfen werden kann und wir die erste Anlaufkette sind im Rahmen einer digitalen Rettungskette. Wir machen zunächst eine 6-monatige Pilotphase und wollen, wenn das erfolgreich ist und auch von der Wirtschaft angenommen wird, unterstützt wird, dann natürlich auch weiter ausbauen. Und ich habe gerade angesprochen, den European Cyber Security Month, der ja der klassische Monat Oktober ist. Und das ist seit 2012 ein Monat und ich glaube, auch das ist wichtig, weil es wird verstanden, dass dieses die Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Digitalisierung. Allein in diesem Jahr gestalten wir den European Cyber Security Month mit 61 Partnern. Es geschehen über 150 Aktionen. Und das ist der Stand von Ende September. Ich glaube, da geht noch einiges. Ich glaube, wenn wir alle gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, dann werden wir das haben.
werden wir mehr Veranstaltungen haben, werden wir mehr Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert haben. Die Wirtschaft, Wissenschaft und Staat arbeiten hier eng zusammen. Ich möchte mich bedanken, Herr Wintergerst, für die Ausrichtung dieser großartigen Veranstaltung und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Und Herr Becker, haben Sie vielen Dank, dass Sie das so klasse moderiert haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Schönbohm, für dieses Schlusswort. Ich kann das schon gar nicht mehr besser machen. Ich kann aber auf jeden Fall Dank ausrichten an alle die hier beteiligt waren, an natürlich die Referentinnen und die Referenten, an das Team und an die Orga. Vielen Dank auch nochmal hier an das Münchner Cybersicherheitsnetzwerk, an Giesecke und Devrion, Herrn Wintergerst, an die vielen Hände hier hinter der Kulisse, aber auch an Sie, die Sie hier waren und Sie, die Sie zugeschaut haben. Ich glaube, das haben Sie deshalb gemacht, weil Sie das Thema interessiert. Nehmen wir das doch zum Anlass, nehmen wir uns eine Idee mit, nutzen wir diesen Monat aus, schützen wir mit unserem Netzwerk, das wir haben, andere Netzwerke und starten wir in einen interessanten European Month of Cybersecurity. Ich sage ganz vielen Dank an Sie, kommen Sie gut nach Hause. Und tragen Sie diese Ideen mit. Bleiben Sie zuversichtlich. Ich glaube, die Chancen sind da. Dankeschön.